Lang lebe der Nachtkönig ist tot. Herzlich willkommen zu einer neuen Folgenbesprechung mit eurer sympathischen Boyband, den Cinema Strikes Back Jungs, eine zweiköpfige Boyband. Das ist, hallo. Okay. Jonas, hi. Hi, Alter. Hi, auch an mich. Wir sprechen heute über die vierte Folge der aktuellen, achten, finalen Staffel der fantasylichen, mittelalterlichen, HBO-lichen, actionlichen, David Benioff von D.B. Weiss-lichen Serie, Ritterserie, Game of Thrones. Diese Folge hieß The Last of the Starks. Und bevor wir anfangen, haben wir noch ein paar wichtige Sachen vorab. Wie jede Woche. Genau. Traditionen muss man bewahren. Genau, diese Folgenbesprechung gibt es nämlich auf YouTube mit Bild oder nur als Ton auf Spotify, iTunes und als RSS-Feed. Und Jonas, was kann man noch mit der Folge tun? Mit der YouTube-App kann man diese Folge herunterladen und unterwegs anschauen. Kostenlos. Offline? Ja. Kostenlos? Ja. Wem haben wir das denn zu verdanken? Funk. Danke. Diese Folge wird übrigens gesponsert von Marius hinter der Kamera, der darauf achtet, dass hier im Ton und im Bild alles gut ist. Sollte da was spinnen, dann wisst ihr Bescheid, wer schuld ist. Diese Folge hieß The Last of the Starks. The Last of the Starks. Aber als ich das nachgeguckt habe, habe ich zuerst The Last of the Sharks gelesen und dachte mir, oh, oh, wow, das passt ja gar nicht. Ja. Genau. Das? Wir haben noch ein paar Kommentare aus der letzten Folge für euch. Warte, machen wir das nicht auch jede Woche? Ja. Das ist schön. Ja. Genau. Außer in der ersten Folge, weil da gibt es ja noch keine Kommentare. Okay. Ja. Okay, Nils Kretschmer hat geschrieben, nach über 2 Stunden intensiver Streicheleinheit ist Alpers Tablet auf jeden Fall befriedigt. Mhm. Ja, es hat halt seinen Grund, warum ich das mache. Gerade die letzte Folge, ich habe mich vorsichtig ausgedrückt. Übrigens, Dankeschön an viele Leute, weil denn ich habe mir auch ein paar Sachen zur letzten Folge aufgeschrieben. Das geht einher mit diesem Laptop-Streicheln. Die Resonanz war erstaunlich positiv und uns haben erstaunlich viele Leute zugestimmt. Wir wussten, dass im Internet die dritte Folge der 8. Staffel, also die Schlacht um Winterfell, die lange Nacht, nicht so gut ankommt, wie sie eigentlich hätte ankommen können. Aber wir haben nicht erwartet, dass so viele Leute uns zustimmen, würde ich zumindest sagen. Mhm. Aber es gab auch die anderen, genau wie in Game of Thrones. Und eine Instagram-Nachricht fand ich herrlich, die hat mir zugestimmt. Von wegen, ja, ihr hattet recht. Und dann so im nächsten Satz quasi angefangen, uns zu beleidigen, weil wir doch die Serie damit kaputt gemacht hätten. Was? Und ich so, Moment, warum sind wir dann, nur weil wir darauf hinweisen, warum sind wir dann diejenigen? Boah. Alpha, das hören wir mal. Wir haben die Serie kaputt gemacht. Wir haben Game of Thrones kaputt gemacht. Ja, eine Serie, die mehrere 100 Millionen kostet. Leute wundern sich, warum wir nicht einfach frei unsere Meinung raussagen, warum ich hier sitze und so Verteidigungs-, also so Beschäftigungstherapie brauche und meinen Laptop streichle. Das hat halt seinen Grund. Das sind solche Kommentare, mit denen man sich halt auseinandersetzen muss. Und nochmal, ich sage es wirklich, weil ich das sagen möchte, es geht nicht darum, Dinge einfach nur schlecht zu reden, weil man in allem nur das Negative sehen möchte oder Game of Thrones zu einer Serie heraufstilisiert, die irgendwie Erwartungen erfüllen soll, die nicht erfüllt werden können. Nein, wenn man aber hohe Ansprüche an eine Serie hat und diese Serie über viele Staffeln, über mehrere Jahre es geschafft hat, diese Erwartungen einfach immer zu, nicht nur zu erfüllen, sondern sogar zu übertreffen und die Serie plötzlich gefühlt ein rapiden, abrupten, krassen Qualitätsabfall im Writing hat, also im Drehbuch, in den Drehbüchern, dann sollte man das auch öffentlich kritisieren dürfen. Ja. So, das ging länger als gedacht. Ja, auch zu dem Thema noch ein Kommentar, den jemand geschrieben hat, nämlich Bebo hat geschrieben, sogar Melisandre hat sich umgebracht nach dieser schrecklichen Folge. Ist wohl wahr. Ja. Ja. Luba hat geschrieben, der größte Twist dieser Folgenbesprechung war, dass Alfie eigentlich Leon heißt. Das war der größte Twist? Ja, ich fand das auch krass. Das ja, aber der hieß halt 5, 6 Monate Leon, während er bei dieser Pflegefamilie war. Ne? Ja, also. Aber ich weiß nicht, ob mir Leon besser gefällt als Alfie. Nein, auf gar keinen Fall. Okay, darf ich auch noch was sagen und was einwerfen? Nein, darfst du nicht. Darf ich nicht. Okay, dann mach weiter. Genau, ein Kommentar von Jesse Mzk. Ich glaube kaum, dass John sinnlos einen Drachen anschreit. Affen-Smiley mit Augen zu. Er schreit, go, go, go. Öfter gelesen, so von wegen, er beschützt damit ja Arya, die er damit zum Nachtkönig schickt und schreit sogar go, go, go und lenkt so mit den Drachen ab und damit sogar sie den Nachtkönig größere Internetseiten haben quasi das so übernommen und darüber berichtet. Also, und ich persönlich muss sagen, ich finde, das ist kompletter Bullshit. Das ist absoluter Hanebüchner-Bullshit, finde ich auch. Also erstens, wenn das wirklich so wäre, hätte man das, gerade so ein talentierter, fähiger Regisseur wie Mr. Sapochnik, Miguel Sapochnik,
der hätte das doch wohl viel klarer dargestellt. Also ich finde, das fühlt sich so an, als würde man im Nachhinein versuchen, sich eine Folge oder ein Drehbuch gut zu reden, was eben einfach nicht gut geschrieben ist. Ja, vor allem, also es passiert ja oft, gerade bei Game of Thrones, dass Leute viel zu viel irgendwas reininterpretieren und dass dann das hier der sich Fall. Dann irgendwelche Theorien zusammenspinnen. Und ich glaube, in dem Fall ist es halt wirklich, ja, es ist irgendwie Quark. Als ich das gelesen habe, habe ich schon gedacht, was für ein Quark. Wenn man sich nur einmal kurz so überlegt, könnte das wirklich sein, wenn man. Also, ich finde das auch wirklich Hanebücher. Also, wirklich absoluter Unsinn. Sorry, dass das so hart zu sagen, aber das ist wirklich meine Meinung zu dem Ganzen. Das hätte man definitiv anders erzählt, anders dargestellt. Ja, vor allem Game of Thrones. Vor allem Game of Thrones hätte das viel eleganter erzählt. Genau. Und der letzte Kommentar von meiner Seite: Tobias Lönz schreibt: Hallo, der Drache wärmt den Pilot ja durch seine Motorabwärme. Weil wir letzte Woche gesagt haben: Warum erfrieren die nicht da in dem Eissturm? Ja. Ja. Okay, aber halte ich auch für Quatsch, aber das ist witzig. Ja. Wie heißt der Herr, der das geschrieben hat? Oh, scheiße, jetzt habe ich es weggemacht. Moment. Ach so. Tobias Löns. Tobias Löns, danke schön für diesen Kommentar. Ich möchte auch noch zwei, drei Sachen sagen. Erstens, ich habe mich letzte Woche darüber lustig gemacht, sodass die Dothraki und die Unbefleckten so nach vorne geschickt werden, wie bei South Park, dem Film Operation Menschlicher Schutzschild. Ja. Weil sie halt ja quasi die Südländer und die Dunkelhäutigen sind. Da hat mich aber auch noch, ich weiß nicht, ob ich das gelesen habe oder mir das jemand zugeschickt hat, noch witziger ist ihm aufgefallen, dass sie ja auch noch vor den Wiedergängern flüchten. Wie heißen die im Original? Die Whites. Und die Whites. Ja, die Whites schlachten die Links ab, ne, die Dothraki und die Unbefleckten. Und wer rettet den Tag? Arya. Harter Tobak. Aber sehr witzig. Und noch eine Sache. Wir haben gesagt, dass es Gerüchte gibt, dass The Weeknd, wie auch immer man sie ausspricht, SZA und Travis Scott zusammen einen Song rausbringen sollen für Game of Thrones, für HBO. Ja. Dieser Song ist bereits raus. Ich habe ihn mir angehört und dann nie wieder angehört und werde es auch nie wieder anhören. Weil du den so toll fandst, dass du ihn nur einmal hören willst. Ja, und HBO will jetzt wohl ein ganzes Album mit den Herrschaften zu Game of Thrones. Und ja, ich finde das schrecklich. Also nichts gegen die einzelnen Künstler. Wie gesagt, wer die hört, viel Spaß damit. Ist ja toll. Und sicherlich gute Musiker, weiß ich ja nicht. Aber die passen halt einfach nicht zu Game of Thrones. Sorry, dass das. Nee, genau. So wie Farid Bang zu Creed. Ja, hatten wir auch schon das Thema. Ja, und noch einer hat geschrieben, bla bla bla. Warum seid ihr so kritisch? Warum freut euch doch einfach daran, dass ihr euch beruflich mit Game of Thrones auseinandersetzen dürft? Und ich denke mir dann immer, das stimmt. Wir sind deswegen sehr dankbar. Aber wenn ich so auch an Tage wie gestern denke, wo ich die vierte Folge der achten Staffel wieder dreimal gesehen habe und bis nach Mitternacht da saß und noch immer vorbereitet und geschrieben habe, das ist auch schon anstrengend. Das ist tatsächlich auch so eine Sache, vor der man sich immer hüten muss, dass man nicht den Spaß an der Folge, an der Serie verliert. Weil es passiert bei sowas ganz schnell, wenn man sich so intensiv damit auseinandersetzt. Bei mir ist es nämlich auch so, wenn ich schon manchmal die Länge der Folge sehe, denke ich mir schon so, einerseits cool, dass die so lang ist und dass man so viel sieht, aber andererseits denke ich mir dann so, boah, diese Folgenbesprechung wird wahrscheinlich Jahrzehnte dauern. Gleichzeitig ist es aber auch gerade deswegen so unglaublich wichtig, die Folge einmal zu gucken, ohne jegliches kritisches Empfinden. Einfach, ne? Also einfach mal zu gucken und das auf sich einwirken zu lassen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und Alfie ist eine Bergziege. Für alle, die gerade nur zuhören und kein Bild haben, weil sie nicht auf YouTube zucken. Alfie hat gerade einfach beschlossen, auf Jonas zu springen. Warum nicht? Okay. Aber ach, guck mal, das ist eine gute Tablet-Ablage. Hunde und Wölfe sind auch ein wichtiges Thema, diese Folge, weil wir auch noch über Ghost sprechen werden. Oh, ja. Aber fangen wir mal an. Also, 8.04. Die Schlacht um Winterfell ist vorbei und nun entscheidet sich, wer als nächstes über Westeros herrschen darf. Ob Cersei, ob Daenerys, vielleicht ja doch Jon oder ob niemand. Wer weiß, was passieren wird. Also Aya. Bitte? Ach so, ja. Haha. Das Drehbuch stammt wieder aus der Feder von David Benioff und D.B. Weiss, Dan Weiss, die beiden Showrunner der Serie, die auch schon die dritte Folge geschrieben haben. Und die in dieser Folge auch einen Cameo-Auftritt haben. Ganz genau. Die haben nämlich einen Cameo-Auftritt bei den Festlichkeiten in Winterfell. Die stehen dann neben Tormund. Und sind Wildlinge. Ich habe tatsächlich so beim ersten Gucken nur David Benioff erkannt. Mhm. D.B. Weiss muss ich dann suchen. Kit Harington nennt dies angeblich eine seiner Lieblingsfolgen. Ja. Und es gibt
Ach so, nee, schon gut. Und Regie führt David Nutter, der auch schon in der ersten und der zweiten Folge der achten Staffel Regie geführt hat. Über den Herrn haben wir jetzt schon zweimal gesprochen. Ja, wie gesagt, er hält jetzt immer noch den Rekord. Also jetzt hält er den Rekord. Mit dieser Folge oder mit der letzten war das? Mit der mit der davor war es schon. Weil Alan Taylor ist bei 7, er ist jetzt bei 9. Ja, aber nach 7 kommt 9. Ach so. Okay. ja, Fazit allgemein. Jonas, was hältst du von der Folge? Und wir haben ja einen Satz bereits drüber gewechselt, gestern mal ganz kurz. Wir haben ja tatsächlich die Regel, dass wir nicht über diese Folge sprechen oder über die Folgen. Dass man sich nicht ausquatscht. Genau, aber einen Satz haben wir ja doch miteinander gewechselt, weil mich interessiert das schon immer so allgemein, worauf ich mich einlassen kann. Du fandest sie eher gut? Ja, also ich fand sie beim ersten Schauen gut. Sie hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber als ich sie dann gestern zum zweiten Mal und intensiver noch mal und genauer geschaut habe und auf manche Punkte ein bisschen länger eingegangen bin und das einfach nicht so auf mich wirken habe lassen, sondern halt auch wirklich manchmal so ein bisschen drüber nachgedacht, da sind mir vor allem in der zweiten Hälfte sehr, sehr viele Dinge schlecht aufgestoßen. Ja. Also, stimme ich zu, aber sowas also von. Gerade auch, ich fand gerade so die erste Hälfte im Vergleich zur zweiten Hälfte war so komplett. Also die erste Hälfte hat sich für mich sehr angefühlt wie Game of Thrones, wurde viel Zeit genommen, um die Toten zu verabschieden. Ich fand diese Szene eigentlich in dem Festsaal von Winterfell fand ich auch toll. Und alles, was danach passiert Rittersaal. Ist. Im Rittersaal, Festsaal. Alles, was danach passiert ist, da waren teilweise so viele Logikfehler es war drin. Es war auch der Rittersaal, Jonas. Es war auch der Saal, wo die immer sitzen, oder nicht? Ja. Ja, okay, ja. Ja, da sind teilweise so viele Logikfehler drin gewesen, wo ich mir gedacht habe, wie habe ich das beim ersten Mal sehen nicht so wahrgenommen? Ja, absolut. Also bin ich nicht so drauf eingegangen, weil da gibt es viele Sachen, auf die wir jetzt auch wahrscheinlich noch eingehen auf werden. Auf jeden Fall. Also wie, ich will nicht sowas von über keine einige Ahnung, Dinge diskutieren. Wo weggeschnitten wird bei manchen Szenen, wo man sich denkt, ist das mal ernst? Ja. Oder wo also, manche Figuren nicht gebührend verabschiedet werden, wo teilweise Figuren wie, keine Ahnung, Varys und Bronn irgendwie so komplett komisch handeln, ja, so entgegen der ganzen Entwicklung, die die eigentlich hatten. Ich hab so einen Grundaufbau von jeder Folgenbesprechung, wo ich das in Kapiteln anordne und dann links immer direkt den Kapitel anklicken kann. Und diesmal musste ich zwei Kapitel hinzufügen, die ich sonst nicht drin habe. Das eine heißt meine Ärgernisse und das andere heißt offene Fragen. Das hat einfach folgenden Grund. Ich bin, glaube ich, sogar noch kritischer als du mit dieser Folge. Okay. Weil ich habe wirklich so viele Probleme mit dieser Folge gehabt und jeder hat das Recht auf seine Meinung, aber ich möchte darlegen, warum für mich die achte Staffel mit Folge 3 und Folge 4 immer mehr zu einem Debakel wird. Es kommen noch zwei Folgen, also von daher, ne? Ruhig Blut, mal abwarten. Wir sind jetzt erst bei zwei Drittel hinter uns, es kommt noch ein ganzes Drittel. Trotzdem hatte ich echt ganz große Probleme mit dieser Folge. Und es gibt sogar einige Dinge, die schlichtweg auch Schwachsinn sind. Also wirklich absoluter Schwachsinn. Kann ich zustimmen. Aber ich stimme zu, dass das am Anfang sich das wieder etwas mehr nach Game of Thrones angefühlt hat, nach der Schlacht um Winterfell. Und es sieht tatsächlich so aus, als wäre der Nachtkönig so mit einer Sequenz in dieser Folge einfach abgehakt. Ich meine, klar, jetzt werden viele Leute argumentieren, es heißt Game of Thrones, nicht Game of Life and Death oder sowas, wobei ich dem immer entgegnen würde, ja gut, das ist aber auch, was zugrunde liegt, ist die Welt von Eis und Feuer. Und schon von Folge 1 an wird bereits im Prolog immer wieder erzählt, dass es nicht um den Thron geht, beziehungsweise dass die Frage der Politik, Macht und wer auf dem Thron sitzt, keine Rolle spielt, solange die Untoten die anderen aus dem Norden angreifen. Mhm. Also wenn es um Leben und Tod geht, dann spielt Macht keine Rolle. Und das war immer, finde ich, eine wunderbare Botschaft. Und das hat super zu Game of Thrones gepasst. So, wir hatten Staffeln, in denen es so interessant war. So der Krieg der Fünf Könige und so weiter. Diese ganze Politik war hochinteressant und richtig Bock gemacht. Und jetzt ist das halt einfach heruntergewässert. Also es ist wie Game of Thrones Staffel 1, Staffel 2, Staffel 3 in einer Light-Version, wo tausende Abkürzungen genommen werden, nur um schnell Tempo aufzunehmen. Viel Dramatisches und was viel Luft brauchen würde, um sich komplett zu entwickeln, wird einfach innerhalb von einer Szene abgehandelt. Ja. Und dann wird sowas Essentielles, sowas Epochales wie der Tod des Nachtkönigs, was man eigentlich 7 Jahre lang verfolgt hat, was 7 Jahre lang ein Thema war, und was so großartige Folgen hervorgerufen hat, wie Hartheim und so weiter, wird einfach so weggeschnipst. Das ist halt oh. Okay. ja, also auch zu dem Thema noch. Warte, ganz kurz. Also, okay. Ich will noch sagen, was noch einfach so epochal ist in dieser Folge passiert, worauf man eigentlich so viele Staffeln gewartet hat, was einfach wirklich abgewunken wird, was schnell abgehandelt wird, zum Beispiel, dass Jaime Brienne verführt und dann auch wieder verlässt. Ja. Das
Personen wie Arya und Sansa von Johns wahrer Herkunft erfahren. Und nicht nur die beiden, sondern auch Tyrion und Varys. Ja. Und dass Dannys Begleiter sogar darüber sprechen, eventuell gegen sie zu intrigieren. Missandei und Rhaegal sterben, ein Drache stirbt innerhalb von, übrigens, ich hab's getimed, nachgeguckt, es waren exakt 19 Sekunden, in denen Rhaegal gestorben ist. Wenn man das mal vergleicht, wie, was für eine dramatische Szene das war, in der Viserion gestorben ist, ich meine, es ist halt auch ein Kind von Daenerys, dann ist das halt zack, fertig. Ghost. Ja. Ghost. Punkt. Mehr will ich nicht dazu sagen. Sorry, was wolltest du sagen? Ich habe auch noch übrigens, was ich vergessen habe, ist, ich habe wieder Alternativtitel für die Folge. Okay. Willst du zuerst oder soll ich das? Also ich habe ein Interview gelesen mit George R. Martin, wo er auch meinte, dass es ein bisschen traurig stimmt, dass es ihn ein bisschen traurig stimmt, dass die Serie jetzt bald vorbei ist, weil er sich eigentlich auch gewünscht hätte, dass sie länger ist. Also die ganze Serie. Mhm. Weil sie halt jetzt, man merkt es ja, es wird einfach nur noch gehetzt. Ja. Genau. Und man merkt halt auch, wo du gerade bei GRRM bist, man spürt einfach, warum George R. R. Martin 10 Jahre Zeit braucht, um ein Buch zu schreiben. Mhm. Einfach, weil es eine so komplexe Geschichte einfach, weil es schwierig ist, die wirklich zu einem zufriedenstellenden Ende zu führen. Und das ohne, dass man dann irgendwelche Plotlines einfach so außen vor lässt, sondern erzählt ja immer alles fertig irgendwie. Ja. Also vor allem bei den wichtigen Figuren. Also, aber das ist ja auch bewusst. Man will der Serie auch dann vieles verzeihen. Aber ich finde einfach, dass man sich auf, ich finde, ein grundlegender, ich will jetzt nicht sagen Fehler, aber eine Entscheidung, mit der ich persönlich nicht d'accord gehe, die mir nicht gefällt, ist, dass man den Nachtkönig abhakt und plötzlich Cersei und ihren Cartoon-Piraten, den ich eigentlich sehr mag, Pilo Aspect, den ich sehr, sehr, sehr mag, wahrscheinlich so mit am meisten, dass man die plötzlich als die Superbösewichte stilisiert. Ja. Und, weiß ich nicht. Also, was ich mir auch dann noch mal nach der letzten Folgenbesprechung gedacht habe, ist so, die erste lange Nacht. Mhm. Die hat ja ziemlich lange gedauert. Man sagt, die hat über eine Generation gedauert. Ja. Ich habe dann gestern mal nachgeguckt, wie lange ist eine Generation? Ja. Das ist irgendwie so 25 bis 30 Jahre heute. Ja. Aber wahrscheinlich damals ein bisschen weniger. Mhm. Also gehen wir einfach mal von 15 Jahren aus oder sowas. Ja. Und damals, in der Zeit von Welt, als Game of Thrones noch real war. Genau, damals. Und jetzt wurde das quasi einfach so in einer Nacht. 2 Wochen gab es die lange Nacht und dann ist die abgehakt worden. Und alles Mystische, das aufgebaut wurde, also die ganzen tollen Elemente, wo man sich so denkt, hä, was ist dieses komische Eisschloss von den Weißen Wanderern? Hä, was ist das mit dem Baby? Was ist mit dem Symbol? Wird halt alles weggeschmissen. Es ist weg, ist kein Thema mehr. Und es heißt Game of Thrones. Ist halt, ne? Ja, gut, aber so war es halt nicht die Jahre zuvor. Und ich gehe noch einen Schritt weiter und vergesse, was ich sagen wollte. Okay, ich gehe noch einen Schritt weiter, jetzt habe ich es wieder. Der Winter. Wo ist der fucking Winter? Ich meine, Game of Thrones erzählt jahrelang, dass auf jeden langen Sommer ein Winter kommt, der hart ist, der selbst die härtesten töten kann, der Westeros in seiner eisernen Hand festhält und so weiter. Ja, und gerade auch hier wird gesagt, dass der Winter, dass die Maester sagen, dass das einer der längsten Winter überhaupt sein könnte. Genau. Und also der Winter wird immer als was super Hartes. Ja, also King's Landing, Königsmund, sieht aus wie Hawaii. Ja. Brienne kann in Winterfell, wo es ja selbst im Sommer schon kalt ist, ne? Oder also vergleichsweise kalt, geht sie nachts in einem Morgenmantel raus. Niemand, also es ist, ne, es ist kein Thema. Es wird einfach. Es ist irgendwie im Hintergrund wird das. Ja, gut, aber dann erzählt das doch ordentlich und sagt, wir haben den Nachtkönig besiegt, der Winter ist vorbei. Aber es ergibt ja halt auch gar keinen Sinn. Das ergibt halt auch keinen Sinn, so, weil 8000 Jahre lang war der Nachtkönig nicht in Westeros. Es gab trotzdem Winter. Es gab trotzdem Winter. Und zwar so harte Winter, dass es teilweise ein Drittel der Bevölkerung im Norden ausgelöscht hat und so weiter. Sowas wird immer wieder erzählt, noch wie hart diese Winter sind. Wo ist dieser harte Winter? Wo ist er? Ich weiß nicht. Ich meine, da ist sogar jemand wie Grauer Wurm in Westeros im Norden, der aus Essos kommt, oder Missandei, die aus Naht kommt, wo immer wunderbares Wetter ist. Grauer Wurm kommt von den Sommerinseln, Ja, meine ich ja. Also, ne, also das sind halt warme Gebiete und dann stehen die da ohne Helm, ohne Mütze, ohne Schal, stehen die da in Winterfell, ne? Und Brienne kommt halt im Morgenmantel nachts raus und die reiten auf Drachen und so weiter und dann das, ja, also, na. Also mich stört sowas. Es tut mir leid. Ja. Tut mir leid. Aber ja, also da stimme ich schon zu. Das ist vielleicht ein bisschen zu kleinlich, aber trotzdem, es ist halt nicht. Ich habe gleich noch einen Punkt bei meinen offenen Fragen.
der mich so tierisch wahnsinnig gemacht hat, der mich jetzt immer noch, jedes Mal, wenn ich dran denke, werde ich aggressiv, wenn ich daran denke. Okay. Willst du es raten? Gib mir einen Tipp. Nachname. Oh, ist es dir nicht aufgefallen? Herrlich, ich werde es dir gleich sagen. Erstmal die Alternativtitel für The Last of Starks. Wie heißt sie eigentlich auf Deutsch? Der Letzte der Starks? Die Letzten der Starks, würde ich sagen. Die Letzten der Starks. Weil die sind ja im Götterhain und sagen, wir sind die Letzten der Starks. Wie die The Last Jedi-Argumentation. Was? Ist es Singular oder Plural? Achso, ja. Und dann ist sie am Deutschen Plural geworden. Also hier wahrscheinlich auch eher Plural. Alternativtitel, eine Hand wäscht die andere. Weil Cerseis Hand und Dany's Hand miteinander reden und sich quasi. Ach so, und Jamie hat Brienne gerettet und Brienne Jamie und jetzt. Ja. Brienne hat nicht gebumst und. Ich habe noch mehrere Alternativen. Die laute Stimme des Tyrion. Ach so, weil er hochredet oder so. Weil er so 50 Meter in die Luft spricht und in Zimmerlautstärke spricht und die sich verstehen. Was ich aber auch immer witzig finde bei Filmen, wie das gezeigt wird, so. Du hast ja immer so Nahaufnahmen, wie Figuren sich angucken, die teilweise hunderte von Metern entfernt sind, die eigentlich nur so ein kleines Pünktchen vom Kopf sehen sollten. Und das, das finde ich immer so witzig. Aber das ist halt, so funktionieren Filme. Absolut, aber ich möchte jedem, was das angeht, Shazam empfehlen. Weil Shazam da eine herrlich witzige Szene hat, wo der Bösewicht halt da steht. Und also die fliegen halt tatsächlich in der Luft. Und der Bösewicht spricht ein Wort und so in Zimmerlautstärke. Und Shazam sagt, was? Ich verstehe dich nicht, red lauter. Das ist sauwitzig. Okay. Weitere Alternativtitel? Nein, das war kein Spoiler. Das war eine Kleinigkeit, das war ein Gag. Was dein Feind nicht wissen soll, das sage deinem Freunde nicht. Das ist ein Zitat von Schopenhauer, Arthur Schopenhauer. Oh, jetzt wird er philosophisch. Um mal ein bisschen Niveau in diese Folgenbesprechung zu bringen. Uran Queenfucker. Um wieder das Niveau wieder zu senken, ja. Nee, aber Uran Dragonslayer. Dann habe ich noch Abkürzung die Serie. Dann habe ich noch einen schönen Titel Storytelling AD. Der Tod der Übersetzerin. Oh ja, da habe ich auch noch. Also, ja. Ich habe die auch noch mal auf Deutsch geguckt, wo ich mir bei einer Stelle gedacht habe, das ist nicht deren Ernst. Ja. John ist ein Arschloch, weil er Hunde hasst. Könnte man auch nennen. John verliert seinen Schattenwolf, seinen Drachen und seine Freundin. Und. Ja, und seine Tante im Prinzip. Seine Tantenfreundin. Seine. Ich fand immer den Begriff Schwesterfrau so toll. Ja, Schwesterfrau ist geil. Der Plot-Armor wird immer dicker. Ja. Weil wir werden auch darauf eingehen. Darf ich mal. Nein. Ja, also ich habe hier zu meine Ärgernisse. Leute haben uns über Jahre immer wieder gefragt. Immer wieder, weil wir uns eben so intensiv mit Game of Thrones auseinandersetzen, so gerne, was halt auch meine Lieblingserzählung von überhaupt ist. Wer glaubst du, wer am Ende auf dem eisernen Thron sitzt? Diese Frage kam halt immer wieder und wir haben auch, also ich definitiv und du ja auch, bin mir immer wieder geantwortet, sag mal, wäre es nicht super langweilig, wenn der Nachtkönig so dir nichts, mir nichts gekillt wird und diese Bedrohung einfach zurückgeschlagen wird? Was? Du hast dir nichts, mir nichts gesagt. Mir nichts, dir nichts? Ja, du hast falsch rum gesagt. Achso, sorry. Mir nichts, dir nichts gekillt wird und es danach einfach nur darum geht, wer auf dem Thron sitzt und die sieben Königslande so sind wie zuvor. Wäre das nicht super schlecht erzählt? Ich bin immer noch der Meinung, wäre es. Und es gibt noch zwei Folgen, aber es scheint halt echt so, als würde das darauf hinauslaufen, oder? Vor allem, wenn wir in der ersten Staffel gesehen haben, in der zweiten Staffel, als Danny im Haus der Unsterblichen war, da war eine Vision, wie der Thronsaal vom Roten Bergfried, wie er so quasi aufgecrackt ist und wieder Schnee runter. Ja. Aber das könnte halt auch Asche sein, ne? Oh, stimmt. Ja, von wegen. Aber Schnee hätte ich cooler gefunden, glaube ich. Definitiv. Oder beides. Definitiv. Asche und Schnee. Ja, aber trotzdem, also das wird wahrscheinlich so, also das könnte ich mir vorstellen, dass es so passiert, von wegen King's Landing wird in Schutt und Asche gelegt und sie regiert über eine Stadt, die eigentlich nicht mehr wert ist, regiert zu werden oder sowas. Das gab es ja auch schon mal in der Geschichte mit Rhaenyra im Tanz der Drachen, quasi so in der Art. Und dann benennt sie die Stadt von King's Landing in Queen's Burning um. Die Regie hinter der Kamera hat noch gesagt, dass es, wir haben auf Social Media wieder eine Umfrage gemacht, wie die Leute die Folge fanden. Auf IMDb ist die erstaunlich schlecht bewertet. Genau, also gestern hatte sie irgendwas 7,6, als ich mal geschaut habe. 7,4. 7,4 inzwischen. Als ich das letzte Mal. Und die anderen hatten irgendwas 8,... Wobei man noch sagen muss, die Schlacht von Winterfell hatte, als ich kurz danach reingeguckt habe, war die bei 9,6 oder sowas. Ja. Und ich dachte mir,
Wow, haben viele Leute 10 Sterne gegeben, aber klar, das sind halt die, die direkt aus Hype-Gründen direkt 10 Punkte reinhauen und die ist mittlerweile echt massiv runtergefallen auf 8,3 oder sowas, glaube ich. Ja, genau, auf YouTube haben nach Noten sortiert, 1 bis 5. Warum es keine 6 gibt, das ist dank YouTube. Nicht genug. Ja, genau. Eins haben 32%, eine 2 36%, eine 3 19%, eine 4 7 und eine 5 6%. Das musst du unbedingt mal einblenden, weil das konnte ich mir so nicht merken. Sag mir nur mal, wie viel haben eine 3 gegeben? Also die meisten Wertungen waren auf einer 2 bei 36%. Und wie viel haben eine 3 bekommen? 19. Und wie viel haben eine 1 bekommen? 32. Also schon eher durchwachsen. Und wie viel haben eine 3 gegeben? 19. Und wie viel haben wir 2 gegeben? 36. Warum gibt es die 6 nicht? Weil YouTube. Okay. Genau, auf Twitter sieht es ähnlich aus. Da haben 40% eine 2 gegeben. Mhm. Und auf Facebook haben 79% Top und 21% Flop. Und ich weiß nicht, warum Marius mich bei Flop eingeblendet hat. Zeig mal kurz. Guck mal. Hat er das wieder falsch? Ach so, weil ich lache. Nee, aber ich habe das schon in den Chat geschrieben. Wir müssen Marius echt mal einen Photoshop-Freistellkurs bezahlen oder so. Gut, egal. Ich gehe direkt zu meinen offenen Fragen über und will einfach ein paar Fragen an diese Folge stellen. Nur, das ist schon mal ein kleiner Hinweis darauf, was ich mich bei dieser Folge über welche Dinge ich mich geärgert habe. Und ein paar Sachen haben wir jetzt eben schon angesprochen. So, ich fange einfach mal an. Warum sind die anderen nicht die Hauptstoryline? Warum dreht sich Game of Thrones um eine böse Disney-Königin und einen Piraten? Werden wir je erfahren, was es mit den ganzen Zeichen und den Symbolen und den Geschichten der White Walker auf sich hat? Oder wer der Nachtkönig war? Oder ne, irgendwas? Wie der Nachtkönig hieß. Wie der hatte ja bestimmt einen Namen. Ja, oder also weiß man nicht. Aber vielleicht wird das, durften die das alles nicht erzählen wegen der Spin-off-Serie, wer weiß. Warum ist Königsmund das Hawaii von Westeros oder seit wann? Wie konnten sie Euron nicht sehen? sie ist schließlich geflogen. Also selbst wenn sie sich irgendwie versteckt hätten, was wollen die, was sie erzählen wollen? So hinter Steinen und so weiter. Die fliegt auf einem fucking Drachen. Warum hatten sie nicht mal ein Speerschiff? Warum segeln sie überhaupt über das Meer, statt übers Land zu ziehen und machen denselben Fehler aus Staffel 7 nochmal? Und das möchte ich direkt beantworten, weil das David Benioff in einem Behind-the-Scenes-Video beantwortet hat. Er hat wirklich wortwörtlich gesagt, Danny kind of forgot about the Iron Fleet, dass Danny den Verlust der Eisernen Flotte in Staffel 7, als Euron bereits ihre Eisernen Flotte zerstört hat, dass sie das irgendwie vergessen haben soll. Das habe ich auch gesehen. Das hat David Benioff, der Showrunner und der Mann, der diese Folge geschrieben hat, klipp und klar, wirklich, das kann man nachgucken, Minute, weil ich habe es aufgeschrieben, ich glaube Minute 5, Sekunde 50 in dem Behind-the-Scenes-Video zu dieser Folge auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Game of Thrones hat er gesagt, Danny kind of forgot that she lost the Iron Fleet against Euron in Season 7. Und ich saß da und dachte mir, what the fuck? Aber ich habe mich das die ganze Zeit gefragt, so, was sollte das? Und als ich das gesehen habe, ich hab mir die Haare rausgerissen. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, Daenerys hat das. Also, die haben wirklich so vielen Figuren in dieser Staffel das Hirn entfernt. Das kann man nicht anders sagen, es tut mir leid. Nächste Frage. Wie genau sind bitte diese Skorpione? Und warum trifft man Rhaegal dreimal? Also 3 von 3. Aber keinmal Drogon, obwohl man 15 oder 20 Mal draufschießt. Und er ist größer als Und Rhaegal. Er ist größer. Und seit wann ist Game of Thrones Steampunk? Weil Euron, der da sitzt und an diesem Teil, an diesem Skorpion, das ist Steampunk, 1:1. Und aber da war kein Steam. Ja, aber wieso kann Daenerys nicht einfach dann, oh, du hast mein Kind getötet, einmal drum rumfliegen und das die ganze Scheißflotte in Schutt und Asche legen? Ich meine, die könnten ja nicht mal durch die Segel irgendwas sehen, also wenn sie sich umdrehen. Ja. Also die könnten irgendwie auf gut Glück schießen, aber würden dabei ihr eigenes Schiff noch irgendwie kaputt machen. Ja. Das ergibt halt einfach keinen Sinn. Ja, es ergibt keinen Sinn. Stattdessen fliegt sie einfach weg. Ja. Punkt. Warum? Verfolgt Euron nicht die Überlebenden und macht einfach Drachensteinplatz? Nächste Frage. Ja, warum? Und vor allem, man sieht das ja noch in dieser einen Einstellung, wie die Schiffe hinten noch zerstört sind und die sind quasi 100 Meter geschwommen, was ja Sinn ergibt. Aber warum fährt Euron nicht einfach hinterher? Ja, er hat Missandei. Ja, aber da sind Varys und Tyrion und Grauer Wurm und. Vielleicht hat er gedacht, dass dann Daenerys mit dem Drachen rumfliegt und ihn angreift. Vielleicht hat er dann Angst. Bitte. Aber dann ist er halt von Drachenstein aus da in der Meerenge zu King's Landing gefahren oder was und konnte das einfach friedlich. Weil ja.
Nee, aber das sind halt so Sachen, die einfach, da wird einfach weggeschnitten und dann wird so getan, als wäre das nicht wichtig. Nee, als Zuschauer sitzt du da und denkst dir einfach, oder ich zumindest, denke mir so, what the fuck, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn, vorne und hinten nicht. Für wie dumm haltet ihr uns denn bitte? Wieso kann Cersei Tyrion hören am Ende? Auch so eine Sache, die mich geärgert hat. Warum das tötet, fand ich nicht so schlimm. Ja, das ist nicht so schlimm, meinetwegen. Aber warum tötet Cersei Dany nicht an Ort und Stelle? Ja, warum tötet die nicht alle an Ort und Stelle? Ja, eben. Warum schießen nicht alle Skorpione gleichzeitig auf Drogon und die Bogenschützen schießen auf Da stehen Dany. 78 Skorpione. Ich hab nachgezählt, das sind tatsächlich 6 oder 7 oder 8. Aber trotzdem, es reicht anscheinend, ein Skorpion reicht anscheinend, um einen fetten Drachen da zu killen. Stattdessen sitzt Drogon da 100 Meter entfernt irgendwie im Hintergrund und die haben 6 Skorpione da stehen. Und mir kann jetzt niemand erzählen, ja, das ist aber im Kriegsrecht so, dass man immer vorher einmal sich dahinstellt und miteinander spricht und verhandelt, weil es könnte ja sein, bla bla bla. Ja, und es passt zu Cersei und Euron und Qyburn und wie sie alle heißen, dass sie da tatsächlich, die hat einen Zombie als Buddy. Und die soll etwa, also es wäre so Cersei und es wäre so klassisch Game of Thrones, wenn Cersei an Ort und Stelle einfach sagen würde, ja, dann können wir das Gespräch, zack, tot. Genau. Und oder Katapulte mit Seefeuer oder sowas. Immer, ja, absolut. Irgendwas, in irgendeiner Weise was Cooles. Aber nein, und das meinte ich mit der Plotarme wird immer dicker. Hier ist auch, oh, da soll eine Schlacht kommen und so weiter, bla bla bla. Wird jetzt nächste Folge Cersei, Dany da einfach weg sein? Weil mir kann niemand erzählen, dass jetzt die nächste Folge damit anfangen wird, dass Cersei an Ort und Stelle die alle tötet. Ich, weißt du, was meine Theorie ist? Was? Also, eine ernst gemeine Theorie, was keine denn? Quatschtheorie. Ja. Die letzten Worte von Missandei waren ja Dracarys. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass die nächste Folge heißt Dracarys. Mhm. Und dass Daenerys Königsmund platt den Schutt in Asche liegt, ja klar. Ja. Auf jeden Fall. Warum weiß Tyrion nicht, dass Bran nicht mehr Bran ist? Ich meine, die beiden haben sich ja in Folge 2, war das, glaube ich, sich hingesetzt, um miteinander zu sprechen, wo ja auch wieder einfach weggeschnitten wurde. Worüber haben die denn geredet? Wäre nicht das erste Gesprächsthema gewesen, so Bran? Nee, Moment, ich heiße nicht Bran, ich bin jetzt der dreieugige Rabe oder der dreiköpfige Radler oder der dritte Rabe oder der dreischwänzrige Halodri. Und Grüße gehen raus an Halodri. Stattdessen sitzt Tyrion da und redet mit ihm, dass er der Herr von Winterfell wird. Worüber haben die beiden denn dann bitte gesprochen? Sorry. Oh Gott, Alfie, du nervst gerade. Was macht Bran überhaupt, wo wir an dem Punkt sind? Was soll Bran für die gesamte Handlung? Ich meine, er hat Fähigkeiten, die unglaublich sind, das wurde jetzt oft genug erzählt. Er konnte nicht mal Daenerys vorsagen, ach, da sind vielleicht ein paar Schiffe, die nach Drachenstein ganz unterwegs genau, sind. Ganz genau, das ist es nämlich. Das ist, okay, jetzt kann man argumentieren, man streitet ja eh drüber, kann er in die Zukunft gucken? Von mir aus, okay, er kann. Nein, nicht mal in die Zukunft, aber er kann ja gucken, wo die sind gerade. Er kann ja zumindest eine Stunde in die Vergangenheit fliegen und dann bei Cersei nachgucken. Ja, die haben gerade darüber gesprochen, dass Euron Dannys Schiffe, den Drachen killen will und so weiter. Ihr solltet da vielleicht mal ein bisschen vorsichtig sein. Wisst ihr noch, was vor ein paar Wochen, Monaten passiert ist, als ihr die Flotte verloren habt? Du hast recht, Bran. Nee, stattdessen sitzt er da nur rum und ist der Creep schlechthin. Was macht Bran überhaupt? Was hat er in der gesamten Serie zu suchen? Da war halt irgendwie nur so, man sagt ja Damsel in Distress. Das ist, wenn eine weibliche Figur in einem Film oder in einer Serie eigentlich nur dafür da ist, um gerettet zu werden. Ja, also das ist ja Jungfrau in Nöten. Genau, Jungfrau in Nöten, nur dafür da gerettet zu werden. Das ist eigentlich so ein Sakrileg im Schreiben. Hodor ist für ihn gestorben. Nicht nur Hodor, sein Schattenwolf ist gestorben. Leaf, der erste dreieugige Radler. Vierköpfige Rabe. Summer, sein Schattenwolf ist gestorben. Und Hodor, ich bin so Hodor. Ja. Und auch wo wir auch bei dem Thema sind, was ist eigentlich mit Mira Reed? Sie hat Bran verlassen, weil sie, wenn der Nachtkönig kommt und die Untoten angreifen, möchte sie in Grauwasserwacht bei ihrer Familie sein. Ja, und die Figur haben wir jetzt auch einfach vergessen? Die ist jetzt auch? Ja, die sitzt halt da. Was ist mit Haus Glover? Werden die noch bestraft dafür, dass die nicht Robert gekommen Glover. Sind? Stimmt, Robert Glover. Wir werden hinter den Stark stehen, tausend Jahre zuvor. Oh nö, jetzt nicht. Ja. Da muss ja auch noch eine Strafe kommen. Was ist mit Haus Manderly? Die kam ja auch in der 6. Staffel vor. Die haben eigentlich eine Schiffsflotte. Vielleicht ist das die Schiffsflotte von Daenerys da, aber die haben eigentlich, das ist das drittstärkste Haus oder eines der drei, vier größten Häuser im Norden. All das wird einfach heruntergewässert, heruntergedummt, wird einfach rausgeschrieben und fertig. Und das war halt nicht dieser Writing-Standard bis Staffel 5, Staffel 6. Mhm. Also eigentlich wirklich streng genommen Staffel 5.
Und jetzt ist das alles, spielt jetzt einfach, einfach keine Rolle mehr. Weißt du, was auch das Problem ist? Die dritte Folge, die war ja auch so teuer, dass die einfach die Folgenanzahl geringer gemacht haben, weil die keine Kohle mehr hatten. Ja. Deswegen ist die dritte Folge jetzt, halt auch nicht so geil. Und jetzt ist die dritte Folge auch noch eine der Folgen, die am meisten kritisiert wird und an der sich die meisten Geister scheiden. Und ich finde ja, bin ja auch, ich gehöre ja auch eher zu dem Lager, das sagt, ja, vom Writing her, wirklich von dem, wie es geschrieben ist, ist die dritte Folge eine Katastrophe. Und das wird jetzt immer offensichtlicher, dass das ein Fehler war, meiner Meinung nach. Also wirklich. Und ich glaube, irgendwann in den nächsten Jahren wird Game of Thrones bekannt oder diskutiert werden als die Serie, deren letzten Staffeln oder zumindest auf jeden Fall die letzte oder vorletzte Staffel alles irgendwie verbockt hat. Vor allem, weil die ersten zwei Folgen von dieser Staffel fand ich ja noch hervorragend. Also wirklich hervorragend. Ich mochte die extrem gerne. Und jetzt mittlerweile. Mhm. Aber, wie gesagt, es kommen noch zwei Folgen. Ich will jetzt nicht wieder dargestellt werden als der Typ, der irgendwie alles schlecht redet. Aber meine Fragen sind ja noch nicht mal vorbei. Ich habe hier noch einige. Aber weißt du, was mich diese letzte Staffel so stimmt? Also ich freue mich jetzt immer mehr auf das neue Buch von George R. Martin. Winds of Winter, weil ich unbedingt wissen will, wie der das beendet. Auf jeden Fall. Weil ich glaube, das letzte Buch hat er 2011 oder 2012 rausgebracht, als Game of Thrones quasi erst rauskam. Ja. Und er hatte jetzt 7, 8 Jahre Zeit, seine Geschichte weiterzuschreiben. Vor allem das Schöne ist, der kann ja jetzt auch sehen, was bei den Zuschauern ankommt und was nicht. Vielleicht überlege ich mir das nochmal mit Arya. Oder zumindest so. Wobei das halt auch nicht George R. R. Martin ist. Der hätte das niemals so geschrieben, gefühlt. Egal. Warum nennt Sam seinen Sohn John und nicht Ed zum Beispiel, der ihn gerettet hat? Also Ed ist halt auch nicht der coolste Name, oder? Ja. Also sorry an alle Eds da draußen. Ich mag Ed. Aber vor allem auch, ich habe jetzt rausgefunden, dass John gar nicht John heißt. Er heißt Aegon. Nennen wir unser Kind John. Egal. das ist tatsächlich zu kleinig. Das war einfach nur, um eine Frage mehr zu haben vielleicht. Aber warum schickt John Ghost weg? Also klar, es soll repräsentieren, so von wegen, dass er sich nicht mehr als Stark sieht und immer mehr zum Targaryen wird. Aber er ist erstens immer noch zur Hälfte Stark. Mhm. Und zweitens, er hatte diesen Schattenwolf, seitdem er ein Welpe ist. 8 Jahre lang hat er sich um diesen Schattenwolf gekümmert. Und jetzt kann er ihn nicht mal mehr hinterm Ohr kraulen. Also ich glaube, jeder, der irgendwie... Das habe ich mir auch gedacht. Der da einfach nur kurz zu ihm hingehen soll und sagen, ach ja, du bist ja ein guter Junge. Das hätte schon gereicht. Also jeder, eine kurze Umarmung, so eine Umarmung wie der mit... Alfie liegt ja schon auch so im Boden. Ich glaube, übrigens, das ist ein sehr gutes Zeichen, wenn er auf sich auf dem Rücken liegt. Er fühlt sich sicher. Also ich habe das Gefühl, dass die Showrunner komplett unterschätzt haben, wie sehr die Zuschauer eigentlich die Schattenwölfe lieben. Und ich finde, die Schattenwölfe sollten eigentlich eine viel größere Rolle in dieser gesamten Geschichte einnehmen. Und ich finde, dass auch Ghost wird so einfach abgehakt. Vor allem, das hat mir so das Herz zerrissen, wie er da steht mit einer Narbe am Rumpf, mit einer Narbe im Gesicht. Das Ohr ist halb abgenagt oder was auch immer, das fehlt zur Hälfte. Und dann sein Bein ist total kaputt und ich sitze da und denke mir so, ist Jorah halt tot, ist mir doch scheißegal. Hey. Es ist mir aber tatsächlich, sorry, also auch, dass Missandei stirbt, geht mir so am Arsch vorbei. Ich vertraue, dass Jorah gestorben ist. Ja? Ja. Ach, bei mir hält sich das sehr in Grenzen, das tut mir leid. Aber auch, dass Missandei gestorben ist, ist mir das war mir eigentlich auch egal. So am Arsch vorbeigegangen und dann steht da Ghost und ist verletzt und mir bricht es das Herz und nimm ihn mit, tschö. Und der Schattenwolf ist abgehakt. Ich glaube, jeder, der irgendwie Hunde mag oder einen Hund hat, der versteht, was ich da meine. Aber ist es auch nicht so, wenn die jetzt da wieder jenseits der Mauer hingehen, dass da eigentlich überhaupt gar kein Leben mehr ist und die da eigentlich sterben müssen und verhungern? Ja. Weil eigentlich müsste ja alles tot sein. Das ist, ich meine, auch alle Tiere eigentlich. Absolut, absolut. Aber auch das, also, ich meine, man hat ja in den Büchern immer wieder gelesen oder zumindest in der Folge gesehen, dass John gerade am Anfang immer wieder irgendwie Ghost mal berührt hat oder mit ihm gesprochen hat oder irgendwie er neben ihm entlang gegangen ist und so weiter. Und natürlich ist das auch eine mittelalterliche Welt, wo Tiere anders behandelt werden. Das ist schon klar. Aber die Starks haben eine besondere Beziehung zu ihren Schattenwölfen. Und in den Büchern wird auch viel mehr etabliert, dass auch John und Arya und dass alle Stark-Kinder teilweise wargen können. Also in oder ihre Schattenwölfe. So Träume zumindest haben zumindest die Träume ihrer Schatten oder als ihre Schattenwölfe haben. Oder dass da zumindest eine besondere Beziehung ist. Und ich finde, das wird auch in dieser Serie erzählt, immer wieder. Und auch da gab es ja auch etwas, was nördlich der Mauer passiert ist in Staffel. Frag mich nicht. Aber und hier wird es einfach so abgehakt, so als wäre Ghost völlig unbedeutend. Ich gehe weiter, wo wir gerade bei Ghost und Tormund sind. Warum redet Tormund wie ein Erstsemester?
Ich habe gesagt, also ich finde halt, in der Staffel ist er wirklich nur noch, fast nur noch reiner Comic Relief. Und jetzt kommen wir zu etwas, wofür ich null Toleranz habe. 0,0, was für mich ein Fehler ist. Das ist auch ein Fehler, das kann man nicht anders sagen, der unter aller Sau ist. Also wirklich, das ist, ich frage mich da auch, wieso haben die Showrunner oder HBO oder keiner von denen irgendwie gesagt, wir sollten die Drehbücher mal, wir sollten uns eine Person raussuchen, die irgendwie als Game of Thrones Crack bekannt ist. Da wäre zum Beispiel Elio. Alper Turfan? Nein, das meine ich nicht. Aber zum Beispiel die Autoren von Westeros, die Welt von Eis und Feuer, Elio und Linda. Elio M. Garcia und Linda Antonsson wären zum Beispiel eine Option gewesen, denen einfach die Drehbücher zu geben. Hey, könnt ihr das mal bitte checken, ob das alles so passt? Ne? Bitte, ihr kriegt hier eine Million oder was weiß ich. Und kriegt hier, bitte unterschreibt das, dieser NDA, bla bla bla. Check nur mal, ob das okay ist. Oder vielleicht Alt-Shift-X oder irgendjemand. Der kommt zum Punkt. Wieso sagt Gendry, dass er nicht mehr Gendry Rivers heißt? Jetzt kommen wir zu einem Punkt, der extrem ist. Gendry Rivers. Rivers, warte, ich gehe mal direkt zu dem Punkt, weil ich das nachgeguckt habe. Oh, jetzt, ich bin jetzt wirklich, kommt der richtige Rage. Ich wollte das eigentlich erst bei der Folge, also wenn wir da bei der Szene sind, genauer sagen. Aber jetzt, ich nehme das schon mal vorher. Also, was passiert? Dazu kommen wir gleich noch genauer, aber von wegen Daenerys macht Gendry zu Gendry Baratheon, Baratheon, den Lord des Sturmkaps, Storm's End. Und er sagt, im Englischen und im Deutschen sagt er nämlich auch unterschiedliche Dinge, nur mal abseits davon, dass das Witzige ist aber, dass die deutsche Übersetzung theoretisch korrekter ist, aber immer noch falsch ist. Pass auf, ich weiß, das ist sehr verwirrend, ich gehe jetzt im Detail darauf ein. Er sagt, er ist nicht mehr Gendry Rivers im Original. Ja. Also, erstens, Rivers ist der Bastardname in der Flusslande. Mhm. Der Bastardname in der Kronlande, also da bei Königsmund, ist Waters. Also müsste er eigentlich Gendry Waters heißen. Mhm. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Im Deutschen sagt er, ich bin nicht mehr Gendry Wasser, was das Witzige ist, weil in der Kronlande ist es halt Wasser im Deutschen und in der Flusslande ist es Strom. Aber hier ist auch so eine Sache, nur Bastarde kriegen einen Nachnamen, die wie John von ihrem Vater legitimiert werden. Gendry hatte nie, weder in der Serie noch in den Büchern, einen Nachnamen. Er ist Fußvolk, er ist einfaches Volk, die haben keine Nachnamen. Er sagt selber auch, er hat erst nach Robert Baratheons Tod erfahren, dass es sein Vater ist. Robert hat ihn nie legitimiert und er sogar ganz im Gegenteil, das heißt, er versucht, dass er ermordet wird. Er hatte nie einen Nachnamen. Also, dass er da auch steht und sagt, eigentlich, ich heiße nicht mehr Gendry Rivers, ist halt doppelt falsch. Aber Erstens, er hatte nie einen Nachnamen. Und es gab auch nie einen Grund dafür, einen Nachnamen zu haben. Und zweitens, wenn er einen Nachnamen gehabt hätte, dann wäre es auch sicher nicht Rivers gewesen, weil Rivers ist Flusslande, er wäre Waters gewesen. Und das ist halt so eine Sache, da kann man jetzt auch sagen, ja, oh, Alper, nimmst du halt einen Satz aus dem. Aber es ist halt stellvertretend für die gesamte Serie, dass die Showrunner, die Drehbuchautoren, eigentlich die Detailverliebtesten sein müssten, die sich mit der Lore, mit der Geschichte, mit der gesamten Band, mit der Fülle an Regeln und Gesetzen und Informationen und so weiter, die sollten sich am besten auskennen, um innerhalb dessen die beste Geschichte zu erzählen. Hiermit haben sie bewiesen, für mich klipp und klar, und auch mit vielen weiteren anderen Sachen, dass sie das nicht mehr tun, dass sie komplett jegliche, weiß ich nicht. Und da frage ich mich, warum kann man nicht ein paar Menschen nehmen, Berater, wie George R. Martin, man weiß ja auch, dass er sich in dieser Staffel sehr wenig eingeschaltet hat. Warum hätte man nicht jemanden wie George R. R. Martin oder einen seiner vielen Freunde nehmen können und fragen können, hey, würde er wirklich Gendry Rivers heißen? Dann hätten die auch gesagt, nee, sorry, das ist absoluter hirnrissiger Quatsch, warum sollte er? Aber gerade zu der Legitimierung, vielleicht kann man das zurückführen auf Aegon den Vierten, der alle seine Bastarde legitimiert hat. Vielleicht war das danach so quasi so ein automatisches Ding, dass das Bastarde legitimiert waren. Das ist Quatsch. Dann hätte man das auch in den 7 Staffeln zuvor irgendwann mal thematisiert. Hat man auch nicht getan. Und es war halt immer so. Auch in aber den ich glaube, in der Serie wird es halt alles ein bisschen heruntergedummt. Deshalb, man ist dann halt automatisch, wenn Stimme ich zu, aber selbst wenn es heruntergedummt werden würde, ist das immer noch falsch. Es ist immer noch falsch. Also dann wäre es immer noch nicht Rivers, sondern Waters. Ja. Verstehst du? Das ist das, was mich so stört, weil von wegen so Sachen, da kann man immer noch versuchen, sich das so ein bisschen gut zu reden und ja, die meinten das so und die meinten das so und die meinten das so und wir sind die Schuld. Nein, das ist einfach schlichtweg falsch. Okay. Zu 100% unmissverständlich falsch. Ist immer witzig, wie deine Stimme sich so überschlägt. Es tut mir leid, weil das war so eine Sache, die einfach, für mich gibt es da keine Toleranz. Das ist einfach schlecht geschrieben, aber nicht nur schlecht geschrieben, sondern miserabel geschrieben und das steht sinnbildlich für so viele weitere Fehler, die vor allem in dieser Folge und in der letzten Folge einfach da sind. Das Ding ist auch, dass ich glaube,
David Benioff spricht auch in diesem Behind-the-Scenes-Video Missandei und Cersei immer noch falsch aus. Was? Ja. Inwiefern? Ich weiß es gerade nicht, aber irgendwas ist, stimmt nicht an der Aussprache. Also irgendwas ist falsch. Und dafür haben sie sich 2 Jahre Zeit genommen? Also wirklich, ich verstehe das nicht. Bin mit meinen Fragen immer noch nicht am Ende. wünscht sich Grauer Wurm jetzt, dass der Nachtkönig noch lebt? wieso haben sie Jon in Staffel 8 das Gehirn entfernt? Also zum einen seine miserablen Strategien in der Schlacht um Winterfell, die halt miserabel sind. Übrigens ein kleiner Funfact. Ich glaube, der Spiegel oder der Stern, ich bin mir gerade nicht sicher, haben ein Interview geführt mit einem tatsächlichen Militärspezialisten. Das habe ich auch gelesen. Müssen wir das mal suchen. Und der befragt wurde zu der Strategie in dieser Schlacht. Und der hat im Prinzip tatsächlich zu 100% alles bestätigt, was du gesagt hast. Das war alles komplett. Also er sagt es auch. Es ist einfach pure Dummheit. Und Alper, aber hättest du das besser gemacht in der Schlacht? Ja! aber es sind halt auch so, wenn man sich auch nur einmal so schafft, sich so ein bisschen in diese Situation hineinzuversetzen, wie dumm und dämlich diese Figuren agieren, was halt auch teilweise nicht passt zu diesen Figuren. Oh, ich gehe weiter. Warum werden in Drehbüchern von Benioff und Weiss wichtige Dialoge und Szenen immer und immer und immer wieder rausgeschnitten? Gibt's dafür eine Erklärung? Nee, da gibt's keine. Da regen sich auch extrem viele Leute drüber auf, dass das nicht gezeigt wurde. Mit ja, es ist auch das ist tatsächlich so eine Sache, die spare ich mir zu später auf, weil das will ich noch im Detail besprechen. Genau, was ist mit House Reed? Das haben wir schon besprochen. Was passiert eigentlich gerade in Essos? Ich meine, Westeros ist ja ein relativ kleiner Kontinent, der ja, in Essos geht das Leben wahrscheinlich einfach so weiter. Man weiß ja natürlich nicht, wie weit das in den Norden geht und ob der Norden nicht mit Essos im Westosten verbunden ist. Aber es gibt halt noch mit Essos einen riesigen Kontinent, der auch eine Rolle spielt. Und wir wissen auch, dass wir interessieren uns ja auch für, was in Braavos passiert und in Tyrosh und Lys und mir und was mich halt Volantis. Was ich mich auch mal gefragt habe, die Anhänger des Roten Gotts, warum sind die nicht einfach nach Westeros gekommen und haben quasi die anderen bekämpft? Ja. Also die einzige, die ja wirklich gekämpft hat, für Melisandre. Die waren Torres von mir und Melisandre. Ja. Ansonsten, ich hätte es irgendwie so gut gefunden, wenn die so ein Spezialkommando rübergeschickt hätten aus dem Roten Tempel. Die haben ja so eine kämpfende Truppe. Ja. Ich weiß nicht mehr gerade, wie die heißen, aber es gibt die in Volantis. Ja, das ist quasi so eine kleine paramilitärische Armee, die den roten Gott oder diesen Tempel beschützen. Ja, ja. Irgendwas mit Schwert war das doch, oder? Das flammende Schwert oder sowas? Was war das nochmal? Ja, das kann so irgendwas sein. Irgendwie sowas. Ich müsste mal nachgucken. Aber ja. Oh, shit. Sorry, schreibt uns gerne in die Kommentare, wenn ihr das gerade wisst. Gut, ich habe noch viele weitere unbeantwortete Fragen, die ich in dieser Folgenbesprechung auch noch stellen werde. Aber das waren so die ersten. Das war tatsächlich am Ende der Folge, habe ich mich hingesetzt und mir gedacht, Moment mal, ich habe noch so viele Fragen. Boah, dieser Hund. Ich hab dieser Hund, ey. Der ist. Jetzt verstehe ich John doch ein bisschen besser. Ja. Fangen wir mit dem Intro an? Ja. Herzlich willkommen zur Folgenbesprechung. Wir fangen jetzt an nach 50 Minuten. 50 Minuten. Also, Intro. Das Eis ist noch da. Genau. Um Winterfell sind Gräben und Katapulte. Aber die kommen nicht mehr hoch. Schon da und bleiben da. Der Rittersaal, das fand ich ein herrliches Detail, ist verwüstet. Ist kaputt, der baut sich nicht mehr auf. Ja. In der Krypta bleibt das Licht diesmal an. Ja. Oder ist immer noch an? Ja. Ich frage mich auch, was die mit der Krypta machen. Ich meine, die muss ja. Begraben die da nochmal die Toten oder nicht? Ja. Genau. Und ich habe noch geschrieben, ich freue mich schon auf den Ausgang der nächsten Folge, ob dann in der letzten Folge so ein brennendes Königsmund dann so gezeigt wird oder sowas. Und jetzt wissen wir auch, wir sprachen darüber, dass es vielleicht ganz cool wäre in dieser Amelosphäre. Ich bin ganz stolz, dass ich dieses Wort kenne jetzt. Da sprachen wir ja von diesem, wäre es nicht cool, wenn der Hirsch, also am Ende sieht man ja die 4 verschiedenen Wappen der 4 größten Häuser, wenn so Haus Baratheon nicht so zerstört wäre oder irgendwie abgerissen oder sowas. Jetzt wissen wir ja warum. Es gibt Haus Baratheon wieder. Ja. Und damit kommen wir zu einer traurigen. Nach 50 Minuten. Ja. Okay. Wir kommen zu einem Begräbnis. Genau. Jorah ist tot. Jorah the Explorer ist tot. Genau, es ist quasi so der zweite Mann. Nach Khal Drogo, würde ich sagen, den sie so richtig geliebt hat und den sie jetzt quasi verabschieden muss im Grab. Sie weint. Jorah war wahrscheinlich so der Einzige noch, der bis letzte Folge gelebt hat, der wirklich von Anfang an bei ihr dabei war. Also wirklich sie
auf Schritt und Tritt begleitet hat. Also Missandei kam erst in Staffel 3 dazu, Grauer Wurm kam auch in Staffel 3 dazu. Also dazwischen ist ja echt viel passiert. Ja. Er wurde einmal verbannt, hat es wieder gut gemacht. Ja. Also war ja auch so ein bisschen ihr moralischer Kompass. Das stimmt, aber eigentlich wurde sie ja auch immer wieder unterstützt von Drogos Khalasar und dann später auch von allen Dothraki. Und ich finde auch die Art und Weise, wie Dothraki einfach nicht mehr thematisiert werden jetzt, ist halt auch so bitter. Wir erfahren zwar später irgendwie, dass die Hälfte der Dothraki noch lebt, wo ich mir auch gesagt habe, so, what? Ich finde es auch gerne beim Schlachtplan, wie so ein Dothraki, ohne ein Wort zu sagen, einfach hinkommt, zack. Es ist so bitter, vor allem, weil das halt auch so wichtig war und die Dothraki hat man ja auch irgendwie ins Herz geschlossen und auch mit denen wird einfach beiseite geschoben. Mhm. Aber gut, sie weint und sie küsst Jorah und ich dachte mir, wo ist eigentlich Thoros von Myr? Der sollte eigentlich noch Jorah noch 17 Mal erwecken, damit er 17 Mal sterben kann und 17 Mal von Daenerys geküsst werden kann. Vielleicht kriegt er beim 10. Mal irgendwie einen Bonus? Mhm. Bonuskuss. Oder? Warum hat nicht Melisandre Jorah wiederbelebt? Ja. Der hätte am Ende alle wiederbeleben können. Ja. Genau. Und sie küsst ihn quasi zum Abschied, hast du ja schon gesagt. Ja. Und da gibt es ja auch wieder quasi so ein Callback zur ersten Staffel, als Dany auch in den Scheiterhaufen rein schreitet. Da küsst sie ihn auch aber auf die Backe. Ja. Sie flüstert ihm noch etwas zu und ich fragte mich, was flüstert sie ihm zu? Auch das wird nicht erzählt, aber das meine oder also sowas finde ich gar nicht so schlimm. Das ist ja auch, man darf ja auch nicht vergessen, dass man ja sonst immer kritisiert, wenn zu viel gezeigt wird, aber es gibt halt einen schmalen Grat. Und dieser was schmale Grat. Denkst du, was sie gesagt hat? Also ich denke, sie hat ihm entweder gedankt oder sie hat ihm gesagt, dass sie ihn auf eine gewisse Weise auch zurückgeliebt hat. Vielleicht hat sie auch gesagt, grüß Khal Drogo. Vielleicht hat sie oder gesagt, sie hat gesagt, ich habe meinen rechten Mops Jorah genannt. Wow. Was ist denn rechter Mops? Die Brust, oder was? Die rechte Brust. Achso. Ist das die in den Büchern freihängt, oder ist das die andere? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Das geht zu tief rein. Yeah. Ja, in den Büchern gibt es so, ich glaube, in Karth gibt es so ein Gewand und da ist immer eine Brust frei. Ja. Zur Info. Ja. Dann sehen wir aber auch vier uns gut, dass wir uns sowas merken können, ne? Ja, auf jeden Fall. wobei das schon, glaube ich, grenzwertig pädophil ist da zu der Zeit, oder? Sind da schon erwachsen? Nee, die ist in der ganzen Buch ist überhaupt noch, nicht erwachsen. Ja. Na, wird sie nicht theoretisch in ich glaub, sie ist Dragons doch, erwachsen? Da vergehen ja keine, sie ist ja, glaube ich, 13 mal Anfang, da vergehen ja keine 5 14, Jahre. 14, oder? 13 oder 14. Ja, aber da vergehen doch Jahre. Ja, aber doch nicht so viele. Das sind 5 Jahre. Das will ich jetzt wissen, damit ich mit reinem Gewissen masturbieren kann. Kein kleiner Scherz am Rande. Ich lag komplett falsch. Also wir lagen beide richtig mit, sie ist 13, beziehungsweise man schätzt vielleicht 14 in dem ersten Buch, Game of Thrones. Am Ende von A Dance with Dragons ist sie erst 15, das nur so. 2 Jahre. 2 Jahre, ja, tatsächlich. Sorry, ich dachte, da wären schon ein paar Jahre mehr. Aber das Ding ist ja auch, das ist ja auch eine komplett andere Gesellschaft, da wird das ja auch ganz anders gesehen. Natürlich. Da werden ja auch Kinder verheiratet. Natürlich, ja. Und die droppen schon mit 13 Kindern, keine Ahnung. Ja, werden. Ne, ja, das da geht jetzt nicht. jetzt musst du den Witz-Vergleich. Den Witz verkneifen. Ja, Fionns Leichnam liegt auch da und Sansa ist ebenfalls sehr traurig und sehr emotionaler Moment. Sansa steckt Fionn das Wappen der Starks an, den Schattenwolf. Und da muss ich schon sagen, das ist schon sehr rührend, wir haben es eigentlich letzte Folge schon gesagt, so er ist als Mündel von Eddard Stark in Winterfell als Stark aufgewachsen und jetzt ist er wieder ein Stark, nachdem er das Haus Stark komplett verraten hat. Das Ding ist ja auch, er trägt ja auch in der Szene die Rüstung der Greyjoys und er bekommt von Sansa den Anstecker. Damit ist er beides. Genau, also symbolisch, auch auf symbolischer Ebene ist er jetzt beides, weil Jon hat ja auch zu ihm in der letzten Staffel gesagt, dass er ein Greyjoy ist. Ja. Und dass er ein Stark ist, also dass er beides ist. Ja. Was halt aber auch noch ein bisschen noch trauriger die ganze Sache macht, ist, dass Sansa sich ja auch nie wirklich von ihm richtig verabschieden konnte. Ja. Also das ist also quasi, als er noch lebte. Ja. Oder dass sie seinen Tod noch richtig mitbekommt. Dafür hat jemand Bran auch das klipp und klar gesagt, du bist ein guter Mann. Danke. Ja. Die Toten werden dem Feuer übergeben und wieder einmal steht das Feuer für die Lebenden. Ja. Also noch zu der Szene. Ja. Ich finde, das ist das erste Mal seit sehr, sehr langem, dass man Sansa wieder richtig traurig sieht. Ja. Also es ist ja eigentlich so eine richtig eiskalte Frau geworden. Ja. Und selbst bei dem Tod von ihrem Bruder Rickon, der ja auch einfach so weggewischt wurde, war sie nicht so traurig. Ja. Was ja eigentlich noch trauriger ist. Absolut.
Der dreiköpfige Radler sitzt da wieder einmal nur so rum und macht erneut nichts. Wir sehen dafür Ghost. Und wie gesagt, er hat all diese Verletzungen. Und wir sehen, John Royce lebt, Samuel lebt, Maester Volkan lebt und ja, auch Geist. Alle Figuren, bei denen wir uns letzte Woche gefragt haben, was ist eigentlich mit denen? Mhm. Die leben noch. Genau. Was ich mir dann auch gedacht habe, was ein weiteres Mal aber auch dafür steht, dass Game of Thrones Figuren eigentlich nicht einfach so killt im Off. Mhm. Das nur so nebenbei. Was ich auch interessant fand, ist, dass sie halt die Toten verbrennen. Ja. Also ich meine, im Norden ist es ja eher, also bei den Starks wissen wir, die werden in der Krypta begraben. Also ist wahrscheinlich ist auch so, dass andere Leute auch begraben werden. Ja. In irgendeiner Weise. Und man kann es halt jetzt einerseits so sehen, entweder sie haben noch so ein bisschen Restangst, dass da noch irgendwas passieren kann. Mhm. Also, dass sie einfach sicher gehen wollen, dass die Toten verbrannt werden. Dass sie nicht wieder auferstehen. Oder dass es halt jetzt quasi, keine Ahnung, so ein neuer Brauch wird. Mhm. Also, ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass ab dem jetzigen Zeitpunkt Tote im Norden nie mehr begraben werden, sondern nur noch verbrannt. Ja. Was ist mit den Wiedergängern? Wo sind die ganzen toten Wiedergänger? Das ist eine gute Frage. Ja. Ich wusste es nämlich auch nicht. Und vor allem die wurden anscheinend weggefegt, weil da war ja nichts mehr zu sehen. Ja, und vor allem noch eine andere Frage ist, wie viel Zeit ist vergangen? Weil so diese Schlacht da so aufzuräumen, das ist, ne? Das dauert, das dürfte doch richtig lange dauern. Andere Frage ist, wenn die Wiedergänger jetzt, also je nachdem, was mit denen passiert, sollten dann Lyanna und Ed zum Beispiel, die man ja auch sieht da, wurden die da dann rausgefischt von den Wiedergängern und dann zu denen gelegt? Oder sind die, was ist mit denen geworden? Weil die waren ja auch Wiedergänger im Prinzip. Also du meinst, die kamen quasi so, die Leute sortiert, so, okay, die mögen wir, die verbrennen wir, die anderen, die schmeißen wir einfach in den Grab und buddeln die zu. Und vor allem, wie wählt man das denn auch? Weil die Wiedergänger sind ja auch Menschen im Norden. Und da dürfte ja auch so jemand wie Dings dabei sein. Ja. Ich hab mir übrigens die Mühe gemacht und habe mal gezählt. Ich hab gleich was für dich. Ich hab gleich auch gezählt. Achso, ja. Man sieht ungefähr, dass auf den großen Stapeln, das sind 88 Stück, dass da ca. 25 Mann drauf sind. Mhm. Und 25 Frauen, mal 88, oder was? Genau. Plus. Im Vordergrund sieht man 2000, acht kleinere Stapel, 10 Mann. Das wären ungefähr insgesamt 3000 Tote. Wo ich mir denke, das ist eine gute Statistik dafür, dass die lange Nacht aufgehalten haben. Warum? Was guckst du jetzt? Du hast gesagt, 88 Stapel mit 25 Leuten. Genau. Jeweils. Ja. Das sind 2200. Und dann noch mal 8 mal 10. Oh, shit. Ja, das sind 2280. Oh. Welche? Ja. Ups. Also da habe ich mich verrechnet. Ist nicht schlimm. Also um eine Zehnerstelle. Aber also halt über 2000 Menschen. Ja, was halt irgendwie ziemlich wenig ist. Es untermalt halt auch wieder einmal mehr, wie lächerlich diese Bedrohung durch die meisten Wanderer war. Man sieht dann die Totale von dem Überleben und ich denke mir so, was? So viele Leute haben das überlebt? Am Ende hat man eigentlich nur noch so einzelne Personen gesehen, die so hunderte von Wiedergängern abhalten. Ja. Aber anscheinend haben da noch einige überlebt. Okay, pass auf. Wir steigern uns gerade auch ein bisschen vielleicht zu sehr rein. Aber nee, aber das ist das. Das habe ich mich genau in dem Moment gefragt. Ich ja auch. Was? So viele Leute leben da noch? Ja, ich ja auch. Ja, weil das Problem ist halt auch, ich sehe halt schon wieder diese Flut an Nachrichten kommen. Ja, ist doch egal, dann kommen die halt, die Nachrichten. Von wegen, oh, ihr seht das doch alles so, ihr redet wieder alles so schlecht, aber ach, das ist halt, wir reden natürlich, wenn wir hier eine Analyse machen, eine Folgenbesprechung, wie auch immer, dann reden wir natürlich auch vor allem über die Handlungsentwicklung. Und natürlich könnten wir jetzt auch, sollten wir eigentlich auch vielleicht sogar ein Stück weit über die ganze Visualität sprechen und über das Production Design und die Maske und das Kostüm und so weiter. Und das ist ja auch wirklich permanent einfach auf einem Level, das man so selten im Fernsehen gesehen hat. Das ist unglaublich. Aber dass man eigentlich nie so im Fernsehen sieht. Absolut, absolut, ohne jeden Zweifel. Und es ist auch teilweise richtig trotzdem fesselnd und spannend und mitreißend. Ja. Aber also gerade auch, wie der Anfang, also quasi diese ersten paar Minuten inszeniert wurden. Ich fand das, wie gesagt, ich fand die erste Hälfte von der Folge fand ich Game of Thrones in Reinform. Absolut. Man hat sich wirklich Zeit genommen, um das zu zeigen. Man hat sich Zeit genommen fürs Begräbnis. Man hat sich Zeit genommen, sich von den Figuren verabschieden zu können. Ja, aber ich habe auch halt einen sehr, also absolut, ich habe trotzdem mal einen sehr tollen Satz gelesen. Du kannst aus einem guten Drehbuch einen schlechten Film machen oder eine schlechte Serie, aber du kannst nicht aus einem schlechten Drehbuch einen guten Film machen. Ich kann das. Du kannst das, ja. Und hier sieht man das halt. Also wenn man dann, egal wie gut die Visual Effects sind, egal wie gut all diese handwerklichen Sachen sind und das Schauspiel und so weiter, wenn irgendwie das Drehbuch keinen Sinn ergibt und so viele Fragen offen lässt, dann sitze ich halt als Zuschauer immer wieder da und denke mir, das ist so vieles stimmt, aber so das Wichtigste, der Kern ist halt
verdorben. Ja, das ist ja auch ganz oft bei so großen Blockbustern so. Ich meine, da wird ja so viel Geld reingepumpt. Ja. Aber wenn die Story kacke ist, dann können die Effekte noch so toll sein. Es macht es halt irgendwie kaputt. Du hast dann halt einen schönen Film, in dem viel passiert. Keine Ahnung, Transformers. Das sind ja immer Effekte, die ziemlich gut sind, aber die Filme sind. Das ist jetzt ein Beispiel, das ich so nicht unterschreiben würde, aber okay. aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Gut, John hält eine Rede. Er nennt die Toten seine Brüder, seine Schwestern, seine Mütter, Väter und Freunde. Das untermalt halt auch wieder das, was wir letzte Folge immer wieder gesagt haben. So im Norden sind jetzt alle die Nachtwache. Mhm. Er sagt so Dinge wie, sie kämpften vereint und fanden vereint den Tod, damit andere überleben konnten. Ja, er sagt, sie waren der Schild, der die Reiche der Menschheit geschützt hat. Genau. Ist ja auch aus dem Schwur der Nachtwache so. Ja. Und er sagt, und ihresgleichen werden wir nie wiedersehen. Und das wird auch bei Beisetzungen von Brüdern der Nachtwache immer wieder gesagt. Und ich hätte diese, er sagt ja auch, dass man sich daran erinnern soll. Und ich hätte diese Rede von John, ich hätte einen Titel für die. Ja. The North Remembers. The North Remembers. Weil auch, wir wissen ja, es wissen eigentlich nur die Leute im Norden und einige Ritter aus dem grünen Tal davon, was da eigentlich passiert ist. Ich meine, im Rest von Westeros, den geht es bestimmt super. Der Rest von Westeros hat das gar nicht mitbekommen, denen ist das völlig egal. Natürlich hat Cersei das gesehen und Euron, aber ansonsten, Die haben ja auch nur einen mini-kleinen Teil davon gesehen. Die haben einen Niedergang gesehen, ja. In Essos ist das sowieso jedem egal. Auf der Sommerinsel wird die ganze Zeit auch so ein kleines laues Lüftchen. Ne? Ja. Na gut. Was wollte ich noch sagen? Genau, wir sehen aber auch während dieser Rede noch einmal Brienne und Jaime nebeneinander. Ein Foreshadowing auf das, was noch kommen wird. Mhm. Die Toten werden im Feuer übergeben und wir sehen auch einige Dothraki. Also ist auch schön, so vom Gedanken her, dass, genau, im Norden, dass die alle zusammen verbrannt werden. Also da liegen Wildlinge neben Unbefleckten, neben Nordmännern und neben Rittern aus dem grünen Tal. Ja, und wir wissen ja auch, als die ganzen Truppen in Winterfell einmarschiert sind und auch so Figuren wie Missandei und die ganzen Dothraki und so weiter, der insbesondere das Fußvolk im Norden dürfte halt sehr geguckt haben, oder die haben ja sehr geguckt und da wurde auch so ein bisschen Rassismus thematisiert, beziehungsweise so diese Angst vor Fremden, Xenophobie. Und hier sehen wir halt, was die Schlacht von Winterfell, also dass der Kampf gegen die Toten, der Krieg gegen die Toten alle vereint hat und alle zu Brüdern gemacht hat. Und das halt nicht im Norden oder irgendwie in Westeros aufhört, sondern selbst Dothraki und Unbefleckte mit einbezieht. Ich habe übrigens auch mir die Mühe gemacht und die Überlebenden gezählt. Ja. Ich war mir nicht ganz sicher. Ich wollte es jetzt nicht so ganz genau zählen, weil dann bin ich auch wieder ein bisschen durcheinander gekommen. Ja. Es sind ungefähr 220 die da Mann und Frau, die da, Männer und Frauen, die da stehen. Mhm. Und dann noch ungefähr 32 Fackelträger. Das sind ungefähr 250. Okay. Nicht so viel. Nee. Vor allem in der Folge sagt Tyrion ja auch noch, dass Millionen von Menschen in Westeros leben. Oder denen geht's alle gut. Ja. Schön ist aber auch, dass Tormund und die Wildlinge an der Bestattung teilnehmen. Und Tormund geht ab und hinter Tormund steht ein Mann in Knochenrüstung. Fandest du das nicht auch schön? Das hat mich sehr an Dings erinnert. Den Lord of Bones. Den Lord of Bones, den Herr der Knochen. Rattleshirt. Rattlehemd. Das hier noch so krasse Dinge in den Büchern, wo ich mir denke, kacke. Das will ich unbedingt sehen. Es nur einen kleinen Vorgeschmack. Rasselhemd. Rattleshirt. Das ist ein Wildling. Und man geht in den Büchern davon aus, dass bei dem Tod von Mance Rayder, dass Melisandre das so hinbekommen hat, dass er den Geist von Mance Rayder in Rasselhemd übertragen hat. Mhm. Total verrückt! Ja. wir verabschieden uns von allen toten Nebenfiguren und ich dachte mir in dieser Szene nur, gebt Ramin Djawadi jeden Preis dieser Welt, wenn jemand delivert von der ersten Sekunde bis zur letzten und einen immer wieder verzaubert und ich sowieso niemals verstehen werde, wie man das hinbekommt, Respekt an Herrn Djawadi. Ja. Und ich sage bewusst Djawadi und nicht The Weeknd oder Travis Scott. Oder gut, gehen wir über zu dem festlichen Rittersaal. Genau. Auch schön fand ich der Szenenwechsel. Ja. Du hast zuerst den Scheidenhaufen brennt und dann gibt es einen symbolischen Matchcut auf die Kerzen. Und ich habe die Kerzen gezählt. Boah, warum zählst du immer die Kerzen? Naja, ist das so ein Hobby von das dir? Ist, nein, aber das ich kann dich mal zu mir nach Hause einladen, dann mache ich auch ein paar Kerzen, dann kannst du die auch mal zählen. Ja, gerne. Staffel 8 hat spricht er die ganze Zeit mit dieser, also es ist ja so offensichtliche Bildsprache, einfach dieser. Ja, komm, dann, wie viele Kerzen sind es denn? Also, man sieht im ersten Kronleuchter 28 und es hängen 4 verschiedene Kronleuchter, im zweiten sieht man 31, im dritten 27, im vierten 27,
kann mich natürlich so im Einzelnen verzählt haben. Dann gibt es eine rechts und links stehende Kronleuchter. Im einen sind 23, im anderen 21. Alter! Dann sieht man die, ist mir auch klar, warum du so lange immer brauchst für die Folgen. Dann sieht man die Tischreihen. Das sind 26, 19 und 19. Und dann stehen noch mal 20 auf dem Tisch bei den Hauptcharakteren, diesem Quertisch ganz vorne. Macht summa summarum, die ich gezählt habe, die ich gesehen habe, 241 Kerzen im Rittersaal plus den Kamin. Vielleicht sind das dann so viele wie die Überlebenden. Mmh. Das ist eine Fantheorie. Und der Kamin, der steht für Drogon. Ja. Und warum es keine zwei Kamine sind, weil Rhaegal in der Folge stirbt. Und warum sind es keine 242 Kerzen? Weil, ne? Missandei stirbt. Weil Missandei stirbt. aber ich dachte mir, sind wir hier bei Barry Lyndon? Ach so, ja. Das ist ein Film von Stanley Kubrick für alle. Genau, da gab es eine berühmte Szene, die nur mit Kerzen beleuchtet wurde. Der ganze Film ist nur mit Available Light gedreht. Ja, aber genau diese Szene, ich meine, die ist ja komplett dunkel. Und das war ja, dafür hat er ja auch ein besonderes Objektiv. 0,8er Blende. Ja, das eigentlich von der NASA benutzt wird, um die dunkle Seite des Mondes zu fotografieren. Gut, das war jetzt was. Das ist sowas für die Film- und Fotografie-Nerds da draußen. Niemand ist so richtig gut gelaunt und John blickt zu Danny herüber, die sehr schlecht gelaunt zu sein scheint. Also zumindest, ich fand das sehr nachvollziehbar. Also jeder, der mal auf einer Party war, auf der irgendwie niemanden kennt oder sowas. Ja, oder und davor nicht sind alle seine Freunde gestorben. Oder er ist gerade nicht in der Stimmung dafür und sitzt da und fühlt sich total ausgeschlossen, obwohl da so viele Menschen um einen herum sind, also einsam halt, in der Menge. Ja, also einerseits das halt und andererseits halt auch, alle sind halt auch so ruhig, weil was gerade halt passiert ist. Die haben gerade ihre Freunde verbrannt. Natürlich. Und Ding sagt das ja auch später, Sandor, zu Gendry. Dass er nur an das eine denken kann, obwohl gerade so viele Leute verbrannt wurden. Und man die das quasi. So hast du es verstanden. Ich habe das ganz anders verstanden, was Sandor da sagt. Echt? Er denkt an das. Ach so, das meinst du, sorry. Du meinst das, die ersten Sätze zwischen Gendry und Sandor. Weil Sandor sagt ja auch später, okay, da kommen wir noch gleich zu. Sorry, da habe ich die missverstanden. Ich finde es aber auch so schön als Callback zur ersten Staffel, ersten Folge. Da gibt es ja auch ein Fest in dem Rittersaal mit Robert Baratheon oder was direkt so schön. Es war ein sehr feierliches Fest und Robert Baratheon war ein sehr feierlicher Mensch. Aber diesmal, also gerade am Anfang wird nicht gegrölt, es gibt keine Musik und die Stimmung ist nicht gerade ausgelassen. Und dann will Gendry nach diesem Gespräch mit Sandor aufstehen und Arya suchen, aber Dany ruft ihn zurück und sie offenbart vor allen Anwesenden, wer Gendry wirklich ist. Und da sitzen viele Menschen, die das gar nicht wussten. Ja. Und unter anderem sieht man das im Gesicht von Jaime. Also hier auch mal, ich will mal ganz speziell Nicolai Coster-Waldau loben. Ich empfehle jedem diese Einstellung noch mal zu gucken. Es ist so herrlich, wie sein Hirn arbeitet. Und so, sau lustig. Ich habe die auch mehrmals geguckt, weil ich die so lustig fand. Aber ja, natürlich ist auch der Sinn dahinter klar. Gendry hätte einen Anspruch auf den Thron, theoretisch, als Sohn von Robert Baratheon. Ja. Es gäbe zumindest viele Leute, die sich von Dany abwenden könnten, weil die eher Gendry folgen möchten, einem Menschen, der in Königsmund aufgewachsen ist oder zumindest in den Sieben Königslanden und männlich ist, was ja auch ein Thema ist. Ja. Und gerade auch so also da sind wir neu. Hast du schon gesagt, dass sie ihn legitimiert? Aber ja, sie legitimiert ihn, macht ihn zu Gendry Baratheon, dem Lord von Sturmkap. Und Davos ist sehr beeindruckt und toastet ihn an. Das ist wunderbar, dass das Davos ist, weil das halt so herrlich passt. Denn Davos hat ja auch eine ganz besondere Beziehung zu Sturmkap. Und zu Gendry. Und zu Gendry. Ja, hat ihn ja auch gerettet. Genau. Kurzfassung mit dem Sturmkap. Er ist ja auch der Zwiebelritter, der Stannis während der Belagerung von Sturmkap, während Roberts Rebellion mit Zwiebeln und anderen Sachen gefüttert hat. Ja, also von dem Hungertod gerettet hat, sagen sie ja so. Ja, und dass Gendry jetzt legitimiert ist, versetzt alle in Jubellaune. Und ich habe mich sehr gefreut in dieser Szene, weil Dany mal wieder tatsächlich intelligent gehandelt hat. Ja, also man merkt ja, sie versucht jetzt schon wieder, sie spielt das Spiel der Throne. Ja. Also sie will halt jetzt schon mehr Rückhalt im Norden haben. Sie will quasi angesehen werden als jemanden, der gute Entscheidungen trifft, der Leute belohnt, die für sie gekämpft haben. Ja. Und was mich diese Szene auch ein bisschen erinnert hat, ist, sie handelt eigentlich so ein bisschen wie John, weil sie ja zuerst sagt, dein Vater hat quasi dafür gesorgt, dass mein Vater, meine ganze Familie getötet wurde. Ja. Aber John hat das ja auch bei Ned Umber und Alice Karstark in der siebten Staffel gemacht. Der hat dann quasi sie auf seine Seite gezogen. Ja, sie auf seine Seite gezogen. Genau. Unterstützung gemacht, ja. Also es ist tatsächlich intelligent. Und Ned Umber hat ja auch super gekämpft für John, hat man danach gesehen. Bei letzter Jahr. Ja, aber wo war er zum Beispiel? Also er hängt da noch.
Und ist verbrannt. Sorry. Crispy. Ja, was machen die jetzt mit letzter Herd? Ist auch eine gute Frage. Gehen die, also was machen die allgemein jetzt noch mit dem Norden? Wird das noch eine Rolle spielen? Also ich glaube, der Norden ist schon ziemlich entvölkert. Ja, werden sie jetzt die Mauer wieder aufbauen? Das ergibt keinen Sinn, weil warum sollten wir das tun? Weil die... Ich meine, der Nachtkönig ist ja jetzt weg. Ja, aber das, da, damit keine Bären durchlaufen. Ja, aber wer weiß, es ist ja der verschneite mystische Norden. Da kann ja immer wieder eine neue Bedrohung. Aber die haben doch jetzt alle Mystik aus der Serie rausgenommen. Ja, das ist ja halt das. Ja. Ich dachte mir halt auch, vielleicht ist dieses Symbol in irgendeiner Weise ein magisches Portal oder sowas in eine Vergangenheit, in der. Weil das sieht ja auch so aus wie ein Portal und vielleicht kommen dann nochmal neue Dinge. Ich habe irgendwo einen witzigen Kommentar gelesen und zwar, dass dieses Symbol. Ja. Dafür ist, für dass die alles Mystische, was den Nachtkönig angeht, runtergespült wurde in der Toilette. Ja, das stimmt. Ja, Sansa ist entsetzt und auch an dieser Stelle, ich habe mich gefragt, warum guckt sie so entsetzt? Warum ist sie so schockiert? Kannst du das beantworten? Also ich glaube, die mag einfach nicht Danny. Und sie merkt halt schon, dass Daenerys jetzt schon versucht, Leute für ihre Sache zu gewinnen. Ja, das und dass sein, ihr das halt komplett missfällt. Ja. Es gibt nämlich auch die Theorie, dass Sansa mit Cersei zusammenarbeitet und gegen Danny intrigiert. Aber diese Theorie ist irgendwie so. Ich glaube, Cersei hasst niemanden mehr. Also vielleicht noch nach Tyrion kommt direkt Sansa. Ja. Weil sie ja immer noch denkt wahrscheinlich, dass sie Joffrey umgebracht hat. Und noch eine andere Sache ist, dass es werden ja immer noch so viele Theorien gespinnt und so viele aus so vielen Kleinigkeiten so riesige Theorien herausinterpretiert, während die Serienmacher jetzt schon seit 4 Folgen in der 8. Staffel spätestens eigentlich immer wieder zeigen, wie sehr sie auf diese Komplexität einfach scheißen. Ja. Sorry, dass ich das so klipp und klar sage, aber das wird halt immer offensichtlicher, zumal das halt diesem Drang weicht, ständig die Zuschauer zu überraschen und einfach nur Schockmomente zu kreieren, die halt leider keinerlei Substanz haben. Und das ist schade. Ich wollte das einfach nur noch mal erwähnen, weil mich das so traurig macht. Und auch hier ist das halt der Fall, weil man allein tatsächlich, habe ich das im Internet schon gesehen, man hat aus diesem Gesichtsausdruck schon wieder Theorien gesponnen, die übers Ziel hinausschießen und einfach bei denen klar ist, dass das nicht so sein wird. Mhm. Was ich auch ein interessantes Detail fand an der Szene, normalerweise, wenn man zu einem Lord von irgendwas ernannt wird, kniet man nieder. Und das ist ja quasi ein Teil von einem Treueeid, dass man sich quasi dem Herrscher unterwirft. Ja. Und Gendry tut das in der Szene nicht. Also einerseits halt vielleicht, weil er es nicht besser weiß. Und andererseits halt, weil er das auch gar nicht so wirklich will. Und Wer weiß. Gut, Brienne und Jamie. Warte, ich musste gerade wieder reinkommen. Brienne und Jamie trinken Wein, das sieht man. Und Davos und Tyrion sprechen über Melisandre und R'hllor, den Herrn des Lichts. Und Davos sagt ja auch bereits, ja, er hat das gemacht und jetzt ist er wieder weg. So, was will er eigentlich? Mhm. Und das, da konnte ich ihm zustimmen. So, ja, was wollt ihr alle jetzt eigentlich? Tyrion sagt, wir mögen sie besiegt haben, die weißen Wanderer, den Nachtkönig und so weiter, müssen uns aber immer noch mit uns selbst herumschlagen. Und das könnte die Botschaft von Game of Thrones sein. So, der größte Feind steckt in uns und der Kampf gegen den Nachtkönig ist eigentlich nur ein Kampf gegen die Sterblichkeit des Menschen und so weiter, gegen die Vergänglichkeit des Seins und sowas. Das wäre halt alles, das würde alles zu dieser Serie passen, das wäre wunderbar. Aber nein, es geht ja darum, wer auf dem Thron sitzt. Tyrion lobt Brands Rollstuhl und Bran sagt, also der dreieugige Radler sagt, es ist derselbe Stuhl, den Daeron Targaryen für seinen verkrüppelten Neffen vor 120 Jahren gebaut hat. Hast du nachgeguckt? Ja. Ich musste auch nachgucken. Welcher Daeron? Weil es gab einige Daerons. Beziehungsweise es gab zwei, die geherrscht haben, wenn ich mich nicht irre. Genau. Und kann es nur Daeron der Zweite gewesen sein. Ja. Das passt zeitlich. Daeron der Gute, es war der 12., der über das Reich herrschte. Das war aber auch derjenige, ganz wichtige Figur eigentlich, der Dorn ins Reich eingegliedert hat, halt per Hochzeit. Friedlich, genau. Er hat 25 Jahre über Westeros geherrscht und wie man seinen Namen, Daeron der Gute, vielleicht daraus schließen kann, das war doch einer von den guten Königen. Ja. Und der hatte einen Bastard-Halbbruder, nämlich Daemon Blackfyre. Und das war derjenige, der die erste Blackfyre-Rebellion ausgelöst hat, also die Schwarzfyre-Rebellion.
Ja, das jetzt dieses Thema Schwarzfeuer-Rebellion aufzumachen, nee, das wäre das so viel zu lang. Aber ich habe halt geguckt, wer war dieser Neffe? Und das weiß man nicht. Nee, das weiß man echt nicht. Ich habe auch nachgeguckt, auch bei allen Bastard-Schwestern und Brüdern von ihm. Ja. Also, wer da Kinder hat, aber da, es wird nicht klar, wer das ist. Also, sie hat nur eine offizielle Schwester und die hieß übrigens auch Fun Fact Daenerys. Mhm. Und die soll definitiv einen Sohn gehabt haben, wobei auch da die Information, also man weiß es einfach nicht genau. Ja. Und über diesen Sohn ist halt auch nichts bekannt. Jetzt wissen wir, dass er anscheinend im Rollstuhl saß. Genau. Und das Witzige ist, Fun Fact, einer seiner Neffen, also von Daron, also wenn man jetzt quasi auch die Bastard Neffen, gibt es Bastard-Neffen? Wenn man die Bastard-Neffen dazu zählt, war Brynden Rivers, der Blutrabe, der auch einer der dreieugigen Raben war. Ja. Das war ein Targaryen, der nördlich der Mauer da hingegangen ist und quasi zum dreieugigen Raben wurde. Ja. Spricht Bran eigentlich oder der dreieugige, die dreieugige Ratte mit den anderen Radieschen? Sprechen die miteinander? Treffen die sich immer so? Achso, du meinst quasi so in der Vergangenheit und dann talken die so ein bisschen damit? Ja, setzen sich so zusammen, wie so ein Machtgeist. Spielen ein bisschen Poker oder sowas. Ja. Ja, Tywin spricht Bran darauf an, dass Bran jetzt der Herr von Winterfell sein könnte oder müsste. Hier ist das, was ich eben bereits gesagt habe. So, wie kurz haben die bitte miteinander gesprochen, als sie miteinander gesprochen haben? Dass Tywin nicht weiß, dass Bran nicht mehr Bran ist. Vor allem, weil Bran eigentlich in den letzten Folgen und Staffeln immer gezeigt hat, dass er. Eigentlich hat er das immer jedem sofort gesagt. Ich bin nicht mehr Bran, ich bin eben nicht Bran. Also es war eigentlich, der hat das immer jedem sofort gesagt. Diesmal scheinbar nicht. Bran sagt, dass er zumeist in der Vergangenheit lebt und wird von Maester Volkan weggeschoben. Da dachte ich mir, ja, aber wenn du das tust, warum sagst du dann nichts? Ja, absolut. und Tormund, kannst du mir damit gerade helfen? Dankeschön. Tormund sagt zu Jon, er soll exen. Und wir sind plötzlich auf einer Erstsemesterparty. Mhm. Er jubelt Daenerys zu und Dany toastet auf Arya. Das ist ein einziges Gelage und alle. Ich find's auch wirklich witzig, wie man so als Zuschauer merkt, wie sie unbedingt so richtig beliebt wirken will. Also Daenerys. Ja, das stimmt. Ja. Dankeschön. Und alle wechseln so wissende Blicke untereinander aus. Das fand ich auch sehr, sehr witzig. Und ja, im Hintergrund sieht man David Benioff und D.B. Weiss. Ich glaube, das war da schon. Tyrion sitzt bei. Achso, Moment, bevor wir dahin kommen. Ja. Tormund äxt. Und dann passiert etwas, das in der Serie noch nie zuvor passiert ist. Was? Man sieht im Hintergrund, dass Jon Royce lachen kann. aus vollem Herzen. Ja. Also es hat mich richtig erfreut, diesen Mann, der diese ernste Miene immer drauf hat, dass er lachen kann. Da fällt mir etwas ein, was uns gestern 750 Menschen geschickt haben. Ja, die haben eine Starbucks-Becher-Tasse da stehen lassen. Das hat sogar heute Morgen das Sat.1 Frühstücksfernsehen gezeigt. Ja, also irgendwie passiert halt. Also ich habe selber auch mal Continuity gemacht. Sowas passiert so schnell. Mhm. Das passiert so unfassbar schnell, dass so eine Kleinigkeit schief geht. Und das ist eigentlich in jeder Serie dieser Welt, in jedem Film passieren Filmfehler, Serienfehler. Ja. Sowas passiert. In unserem früheren Leben haben wir quasi die erste Folge auch Sekunde für Sekunde auseinandergenommen. Mhm. Und da hat man da auch schon gesehen, das ist mir nie aufgefallen, da gab es einen Rand von einem Effekt, der auf das Bild gelegt wurde. Ja. Und hat man gesehen. So eine ganz harte Kante, wo was ein Fehler ist. Ja. Das ist ein Fehler. Ja, aber meine Güte, also, habt ihr noch nie Filmfehler-Videos irgendwie auf YouTube geguckt oder sowas? Es gibt in jedem Film, in jeder Serie Fehler. Und teilweise absurde Fehler. Teilweise Flugzeuge, die im Hintergrund irgendwo lang fliegen. Oder Feuerlöscher in den Streitwagen von Gladiator oder sowas. Ja, absolut. Und Also Game of Thrones ist aber halt auch so eine Serie, die wird halt wirklich so Bild für Bild analysiert. Dann ist ja klar, dass es dann so schnell rauskommt. Ja, aber es ist halt. Also, da haben teilweise Leute im Internet schon geschrieben, oh, wie kann eine so teure Serie so einen Fehler machen? Sowas passiert doch wohl, das ist menschlich. Also das finde ich gar nicht so schlimm. Da finde ich so Sachen im Drehbuch einfach, wie mit Gendry, finde ich einfach tausendmal schlimmer. Vor allem ist mir das auch gar nicht aufgefallen beim Schauen. Das spielt halt auch keine Rolle, meine Güte. Fehler passieren, also. Ja. Boah, nee, ich hab voll Fehler passiert. Ja, das war auch ein Fehler in meinem Kopf. Ja. Tyrion sitzt bei Jaime, Podrick und Brienne. So. Was denn? Nee, wir haben ja noch, dass Sansa ja Dany so blöd anguckt. Mhm. Dass Sansa
sieht, wie Danny und John sich wieder anschauen. Mhm. Und das ist ja wieder quasi, das geht ja wieder darauf zurück, was sie zu Daenerys gesagt hat, dass Männer dumme Dinge tun für Frauen, die sie lieben. Und ja. Sansa ist halt immer noch wahrscheinlich der Überzeugung, dass das hier passiert. Aber ja. sie, da weiß sie ja noch nichts von der Herkunft von John. Ja. Deshalb ist sie da eher noch ungehalten. Ja, jetzt kann ich weitermachen. Ja, darf. Okay. Du darfst. Tyrion. Und Moment. Und bitte. Tyrion sitzt bei Jaime, Podrick und Brienne und sie spielen dieses I Have Never Trinkspiel, das Tyrion auch schon mit Shay und Bronn in Staffel 1 gespielt hat, in diesem Zelt. Ja, und dass er versucht hat, mit Missandei und Grauwurm zu spielen. Ja, was nicht so funktioniert hat. Alle lallen und sie spielen erst ein paar harmlose Fragen. Das sieht man hier. Tormund spricht über den Drachenreiter John. Achso, jetzt kommt das mit der Starbucks. Das ist sorry. Ja. Ich dachte mir halt auch hier immer, was so ein Aspekt ist, den ich in Game of Thrones liebe und den ich immer noch liebe und den ich immer lieben werde, sind so die Männerfreundschaften zwischen John und Sam und John und Ed und John und Tormund. Die sind irgendwie herzzerreißend. Das ist irgendwie so dieses alles in der Nacht mache. Das ist immer so herzerwärmt, oder? Herzerwärmt, meine ich. Und das ist alles so, also dieses, das ist eh so ein altes Thema im Film, das ich sehr mag. Das ist immer so diese Kollegialität, diese Brüderlichkeit unter Menschen, die zur selben Schule gehen, dieselbe Ausbildung durchleben und eigentlich dasselbe Leid erleben. Das ist irgendwie immer wieder schön. Mhm. Das Leid der Schule. Ich meinte jetzt nicht das Leid der Schule, aber halt im Fall der Nachbarn, dass die Untoten angreifen. Ich finde es auch witzig, wie Tormund einfach so frei rausredet ja. und quasi kein Blatt vor den Mund nimmt, weil er halt auch überhaupt keine Ahnung hat von der Politik. Absolut. Oder von den Spannungen zwischen den Figuren. Dann quasi sagt, ja, deshalb ist er zum König gemacht worden, wo man sich halt so denkt, okay, ja. Daenerys findet das nicht toll, aber Tormund fällt das halt überhaupt nicht auf. Wo John bestimmt so denkt, so, komm, halt die Fresse. Ja, John hat ja den größten Anspruch auf den Thron eigentlich und sie sitzt da und hat halt, und es ist eh schon ein Thema, dass sie ihr die ganze Zeit im Hinterkopf rumschwirrt und dann ist auch noch Jorah gestorben und so weiter und ihr geht's total scheiße eigentlich und sie muss gute Miene zum bösen Spiel machen und ist da auf einem Fest und später in der Folge reden auch noch ihre Berater hinter ihrem Rücken, ihre engsten Verbündeten eigentlich. Und Varys merkt das, dass da irgendwas mit Daenerys nicht stimmt. Und er sagt ja auch später, ich mache mir Sorgen um den Geisteszustand meiner Königin. Und dann passiert ja auch noch so Sachen wie Missandei stirbt und ein Drache stirbt. Und natürlich passiert das mit Daenerys, was auch mit Cersei passiert ist. Die Kinder sterben. Kurzum, das ist ein Krieg. Mad Queen gegen Mad Queen. Cersei, die irre Königin, gegen Daenerys, die immer mehr zur irren Königin wird und das tut, was ihr Vater machen wollte, aber nicht getan hat, nämlich King's Landing, Königsmund, zu verbrennen und in Schutt und Asche zu legen. Also mit dieser Folge könnte man wahrscheinlich dann, nachdem man Folge 5 und 6 gesehen hat, irgendwie nennen, die Folge, in der Daenerys also irre gemacht wird. Ja, ist halt aber auch irgendwie traurig, dass das innerhalb von einer Folge ganz genau passiert. Das wollte ich jetzt sagen. Absolut coole Entwicklung und es passt und es ist geil, aber warum muss das innerhalb von einer halben Folge passieren? Aber vielleicht haben sich die Showrunner so gedacht, so, ich meine, sie hat ja schon in der 7. Staffel von House Tully Dickon und Randall verbrennen lassen, was ja auch schon so ein kleines Anzeichen ist. Und jetzt sind halt noch Jorah tot und Missandei, die ja immer schon sie eigentlich gut beraten haben, so ihr moralischer Kompass Rhaegal. Waren. Wobei Rhaegal war wahrscheinlich nicht ihr moralischer Kompass, weil der hat ja wahrscheinlich auch mal hier und da ein Kind verbrannt oder so und gefresst. Das stimmt. Ja. Genau, und sie sieht jetzt auch, sie guckt dann zu Tyrion rüber, der dann bei Brienne ist und bei Jaime und sich quasi jetzt so im übertragenen Sinne mit dem Feind verbrüdert. Absolut, ja. Also er ist wahrscheinlich schon Bruder von Jaime, also aber trotzdem. Er ist nicht bei ihr, er ist halt bei der anderen Fraktion. Ja, und dann kommt dann noch was. Tormund sagt nämlich, dass wer reitet auf einem Drachen? Nur ein Verrückter oder ein König? Und ich habe mich gefragt, warum nicht beides? Ja, und Daenerys ist ja auch eine verrückte Königin. Ganz genau. Ein König kann auch verrückt sein, ein Verrückter kann auch König sein. Und Daenerys könnte Königin sein, aber auch eine verrückte Königin. Ja. Brienne, Pot, Jaime und Tyrion spielen weiter. Und selbst Brienne ist ausgelassen. Sie wirkt völlig ausgewechselt, seitdem sie zum Ritter geschlagen wurde. So, als wäre ein Siegel gebrochen. Und das ist auch irgendwie schön zu sehen, finde ich. Also diese Figurenentwicklung, die wirklich sich manifestiert hat in dieser Figur, die plötzlich aus sich herausgeht und Spaß hat und Freunde hat und sich mit diesen Menschen wohlfühlt. Mit Tyrion, mit Podrick, mit Jaime. Sie hat endlich Anschluss gefunden im Leben quasi. Tyrion zerstört allerdings die gesamte ausgelassene Partystimmung mit der weirdesten Frage der Welt. Das ist eigentlich, Tyrion ist ein Mann,
der ja. nicht dumm ist. Nee, absolut nicht. Und vor allem auch Tyrion ist auch ein Mann, der ein soziales Feingespür hat in bisher in ja. allen Folgen. Es ist kein komischer Kauz oder sowas. Und er stellt diese Frage. Vielleicht kann man es jetzt drauf schieben, dass er halt ultra besoffen ist, ja. aber ist halt irgendwie auch nicht so die Ausrede. Ja, ihr seid noch Jungfrau. Ja, vor allem Tyrion, der eigentlich sich mit Alkohol sehr gut auskennt, ja. ständig besoffen ist. Und wir ja. sehen, dass Podrick trinkt. Ja. Was ja jetzt theoretisch wieder für Fantheorien sorgen könnte, weil er trinkt ja in dem Moment, als Tyrion sagt, ist noch Jungfrau. Ja. Und wenn er trinkt, sagt er theoretisch, dass er auch noch Jungfrau ist. Nein, er sagt, dass er das schon getan hat. Man trinkt, wenn man etwas schon getan hat. Deswegen trinkt Brienne auch nicht, als sie sagt, du hast es nicht verstanden. Ach so, scheiße. Kacke. Ja. scheiße. Podrick ist der Mann mit dem goldenen Knüppel. Ja, bei dem und Spiel, der das ist immer so wie, das ist immer dieses Nicht. Dann weiß ich nicht, scheiße, muss ich jetzt machen oder muss ich das nicht machen? Nein, ich brauche immer so 10 Minuten, um da reinzukommen. Podrick trinkt, weil er schon gebumst hat. Okay. Deswegen, ja, das nur so nebenbei. Ich hätte es andersrum aber auch lustig gefunden, dass er nämlich deine Theorie bestätigt, dass er für die Huren in King's Landing gesungen hat. Ja, das stimmt schon. Tormund kommt hinzu und sagt, wie auch wieder wie so ein Erstsemester, und ich habe diesen Spruch halt tatsächlich auch schon im Internet gelesen und gehört, also das ist auch nichts, was jetzt, das hast du auch schon mal. Ich kenne das auch irgendwie über dich. Ja, ja, also immer alles so, was Scheiß und Piss angeht, kenne ich. Ja, aber das kennt man halt, diesen Spruch. Welcher von euch feigen Hunden hat in meine Hose geschissen? Ja. Ist witzig, aber das ist halt wie, wenn man einen Witz aus dem Internet nimmt und in die Folge reinschreibt. Das ist halt, also quasi, Tormund ist der Nine-Gag von Game of Thrones. Ja, aber das ist wieder das, was du, um uns mal Honig ums Maul zu schmieren, und das ist halt, seitdem du es gesagt hast, fällt es mir auch immer mehr auf, wie Tormund, dieser mächtige Krieger, eigentlich immer mehr zum Comic Relief, zur Witzfigur verkommt. Mhm. Es ist halt einerseits irgendwie schön, dass dieser starke Mann auch diese lustige Seite hat, aber andererseits Die starke Seite existiert nicht mehr. Ja. Wir sehen ihn ja auch nicht mehr kämpfen in irgendeiner Weise. Er ist ja auch nicht mehr dieser grimmige Typ. Ja. Also ich finde, der hätte auch in der letzten Staffel sterben müssen, als er da von den Wiedergängern ja. überrannt wurde. Ja. Und das war ja auch so in der letzten Sekunde hast du noch geschafft. Ja, Game of Hollywood. Jamie will zu Brienne. Ups, sorry, da bin ich jetzt gerade. Jamie will zu Brienne und Tormund ist sichtlich eifersüchtig. Und was Jamie Tormund da signalisiert, ist natürlich klar. So, Finger weg von meiner Frau. Mhm. Und Tyrion schüttet seinen Wein in Tormunds Trinkhorn und macht ihm in diesem Moment auch klar, dass Brienne Jamies Frau ist. So von wegen, die Frau ist nichts für dich, hier, nimm den Alkohol. Dann gibt es einen witzigen Moment. Podrick grinst Tormund an und er geht einfach weiter. Ich finde das toll, einfach wie überhaupt keine Reaktion in diesem Gesicht ist. Ja. Ach, also so wie Podrick ist für ihn so, ist nicht mal irgendwie, keine Ahnung, ein Insekt für Luft, ihn. Ja, ich mag halt auch Christopher Hewitt, den Schauspieler, sehr. Ich mag den sehr. Ich finde das toll, also in dem Casting-Video, glaube ich, wo er gecast wurde dafür, ist er auch rasiert. Das sieht so anders, krass aus, anders, ohne Bart. Absolut. Du musst den mal sehen, Christopher Hewitt, wenn er im Anzug ist, irgendwie auf dem roten Teppich oder so, rasiert ist und die Haare gemacht hat. Das ist unfassbar. Das ist genauso wie der, ich weiß es gar nicht, wie heißt, der Schauspieler von Varys, der hat ja auch Haare. Ich wusste es mal. Wie hieß der nochmal? McCarlyle. Ich schau mal. Okay. Ja, machst du weiter? Genau, und Pott lächelt dann ein Mädchen an. Und dann habe ich mir schon gedacht, so, Alter, was ist mit dieser Folge los? Plötzlich sind alle ultra horny in Winterfell. Das verkommt er ja teilweise auch schon zu so einer leichten, eugenhaften Stimmung. Absolut. Conle Phil heißt er übrigens. Aber es spricht ja dafür, ich meine, sie haben den Tod besiegt, jetzt müssen sie das Leben feiern. Ja. Conle Phil. Conle Phil. Und das Witzige ist, Hill ist der Bastardname von der Westlande. Hügel, ja. Ja, ja. Da, wo Casterly Rock ist. Lannister. So. Lannister, genau. Country. Tormund weint. Er weint sich bei Sandor aus, nämlich darüber, dass Jaime Brienne bekommt. Macht ihn so ein bisschen menschlicher. Sandor will aber nicht angefasst werden. Und eine Nordfrau macht Tormund an, der sich sie schnappt. Und da zeigt er wieder sein Wildlingsnaturell, wo man jeden bumst. Sandor wird von der anderen angemacht, aber er schickt sie mit einem Grummeln weg. Ja, und man sieht auch zwischendrin, dass Sansa so ein bisschen angewidert guckt, ja, als sich quasi so die eine Frau zu Tormund gesellt. Ja. Und die setzt sich ja dann zu Sandor, weil sie ja bei ihm sieht, er hat die Frau abgewiesen, er ist jetzt nicht so gerade wie ihr Bruder, ja, und er macht keine dummen Dinge für Frauen, sondern er ist einfach, ja, in ihren Augen wahrscheinlich nicht
Ohne rosa-rote Brille. Ja, und in dem Moment, in dem sich Sandor, in dem sich Sansa zu Sandor setzt, empfehle ich jedem noch mal in die Mitte des Bildes zu gucken, in den Hintergrund. Hast du es gemerkt? Nope. Podrick geht mit zwei Frauen ab. Oh! Arm in Arm. Ja, herrlich. Not bad. Ja, Sandor spricht dann darüber, dass ihn eigentlich nur noch eine Sache interessiert und ihn nur eine Sache glücklich machen könnte. Und was er damit meint, ist eigentlich auch klar. Der Hype ist real. Mhm. Hier in dem Moment sollten so Airhorn, so Lufthörner ertönen. Der Clegane Bowl. Und dann Sandor so gegen so den Berg. Diese, wie heißt diese Glocken von den Boxringen? Ding, ding, ding. Ding, 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 ding. Genau. Wie heißen die? Ringglocke. Ringglocke. Ja, aber die beiden reden nicht nur über den Clegane Bowl, beziehungsweise sie reden ja gar nicht so richtig drüber. Ja. Er sagt, ja, aber es ist klar, dass alles, was er will und warum er dann später auch noch nach King's Landing, Königsmund reist, ist klar. Ja. Er will sich bei seinem Bruder rächen für alles, was er ihm jemals angetan hat. Und auch anderen Personen angetan hat. Die beiden reden über Sansas Figurenentwicklung, klipp und klar. Mhm. Und reden auch über die Vergewaltigung von Ramsay. Und ich finde es auch herrlich, wie offen Sandor eigentlich darüber spricht. Und auch, was für eine erwachsene, selbstbewusste Frau Sansa geworden ist, die auch ohne Probleme darüber sprechen kann. Also er sagt, dass sie zugeritten wurde. Genau. Und Sandor lacht darüber, dass Sansa Hunde auf Ramsay gehetzt hat, Bluthunde. Und dann kam ein Moment, den ich auch wieder herzerwärmend fand, vielleicht sogar herzzerreißend, denn Sandor nennt sie Little Bird. Ja. Wie ist es auf Deutsch? Kleines Vöglein oder so? Kleiner Vogel. Kleiner Vogel. Das ist halt, ja, so wie er sie früher immer genannt hat, das ist ein schöner Moment. Ich finde auch, gerade, ich glaube, so das letzte Bild in der Sequenz ist, wie Sandor sich freut und so richtig friedlich und gütig schaut. Ja. Auch sowas, das man halt auch fast nie sieht. Ja. Und er sagt, dass all das nicht passiert wäre, wenn sie mit ihm fortgegangen wäre, aber sie sagt ihm, dass sie dann auch nur ein Little Bird, ein kleiner Vogel, geblieben wäre. Dann kommen wir in den Pfeil- und Bogen-Ritterraum. Ich weiß nicht, was das für ein Raum ist und wie man den nennt. Ich sage immer noch, das ist draußen. Ich sag, das ist nicht draußen. Es ist nicht draußen, ja. Ich habe es eingesehen. Sowas von nicht draußen. Ich habe es mir nochmal angeguckt. Hast du es eingesehen? Ja, es ist ein Drinnen. Ja, aber es ist halt alles so dunkel in dieser diesem Fall. Aber er braucht ja auch kein Licht. Wissen wir ja. Ach so. Die hat doch auch die Kerze ausgeschlagen und so. Ja. Die hat doch. Die kann im Dunkeln sehen. Sie kann blind sein. Sie hat auf jeden Fall Fähigkeiten, die wir nicht in Worte fassen können. Alle feiern draußen hart und Gendry sucht Arya. Und wieder mal ist es ein Pfeil, der ihn knapp verfehlt. Das wird auch irgendwie so zum Running Gag. So dieses Bild, das immer wieder kommt. Wie zum Beispiel, eigentlich müsste man mal. Wer da draußen sehr, sehr viel Zeit hat, ich empfehle euch, macht das und ihr kriegt auf jeden Fall einen View von mir. Macht mal einen Zusammenschnitt von allen Einstellungen, in denen sich Tyrion Wein in einen Becher schüttet. Oder gibt's das schon? Ich glaube nicht. Also, das sieht man sehr, 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 sehr oft. Und dann könnte man auch einen machen in Staffel 8, wie Arya jemanden oder allgemein wie jemand irgendwie einen Pfeil in die Nähe bekommt oder sowas. Mhm. Da zum Beispiel, als sie diese Klingen wirft oder auch später in der Folge, als Bronn knapp an Jamie vorbeischießt und so weiter. Ist auch irgendwie so ein Gag, der echt ausgelutscht ist. Es gibt einen Wine-Mix von Game of Thrones. Es gibt einen Wine-Mix, okay. Aber der ist wahrscheinlich auch nicht aktuell bis Staffel 8. Ja. Aber apropos ausgelutscht, Gendry geht zu Arya und teilt ihr mit, dass er jetzt ein Baratheon ist und er sagt, er ist nicht mehr Gendry Rivers. Und da, bei der Stelle hast du deinen Fernseher angeschrien. Go, go, go! Das erste Mal war, ich habe die zuallererst auf Englisch geguckt und dann hat er gesagt, I'm not Gendry Rivers anymore, I'm Gendry Baratheon. Ah, okay. Hä? Rivers? und dann hat so, das war so ein richtiger Strudel, das war wirklich so ein Gedanke, Rivers ist doch in der Flusslande. Gut, Gendry war in der Flusslande, aber der ist ja nicht in der Flusslande geboren. Warum sollte er? Wieso hat er überhaupt? Wurde er jemals Gendry Rivers genannt? Wurde er jemals Rivers genannt? Nee. Aber sind wir uns sicher, dass er in Königsmund geboren wurde? Ja. Das wäre jetzt noch eine andere Frage. Ja, klar. Hier, wie hieß seine Mutter? Der Name ist ja auch bekannt. Ballon. Da kannst du kein Y reinmachen. Dann kann das nicht. Ballon. Nee, die hieß nicht Ballon. Gendry was born in King's Landing. Punkt. Okay. Seine Mutter war eine jemand, der im eine Arbeiterin im Alehouse.
Alles, was er noch von ihr weiß, ist, dass sie blondes Haar hatte. Genau, und dann Turbomod war der Schmied, der ihn aufgenommen hat. Vielleicht ist sie kurz in die Flusslande gefahren, um ihn zu gebären, weil sie wollte. Sie wollte nicht, dass er Waters heißt, sondern Rivers. Weil Rivers klingt irgendwie ein bisschen. Er ist geboren in King's Landing. Hier steht's klipp und klar. Was hat denn. Aber nee, Moment mal, in der Serie wird doch auch erzählt, dass wenn er dann in die Flusslande kommt, wird doch auch mal wieder erzählt, dass er noch nie da war. Ja. Er kann nicht Rivers heißen. Wie gesagt, mal abgesehen davon, dass er gar keinen Nachnamen hat. Und auch nicht haben kann, weil er kein legitimierter Bastard ist. Wenn er einen Nachnamen hätte, wäre es nicht Rivers. Es tut mir leid, es ist einfach so. Es ist, ja, okay. Es ist einfach so. Und das ist halt also wirklich hundsmiserabel geschrieben. Also ich finde es einfach beschissen, dass die Showrunner dieser Serie, die Drehbuchautoren, das nicht wissen. Ich glaube, ein Name von einer Affäre von König Robert war bekannt. Und der Name war genauso, also er klang schon so dämlich wie Lollis. Okay, also ich bin dafür. Wird das einfach umbenannt in Ballon. Sie heißt jetzt Ballon, ja. Und nur der Vollständigkeit halber, ich habe dann mir auch noch mal schnell die Arbeit gemacht und aufgeschrieben, je nach welcher Region, welcher Bastard, wie heißt, wenn er denn vom Vater legitimiert ist. Okay. Wenn er denn aus einem der großen Häuser kommt und überhaupt einen Nachnamen erhalten kann. Im Norden ist es Snow, Schnee. Im grünen Tal ist es Stone, Stein. In der Flusslande, also da, wo Catelyn Stark zum Beispiel herkommt, also die Tullys, und River, die Festung River Run ist, wie heißt sie auf Deutsch? Schnellwasser, ne? Da ist es Rivers oder Strom im Deutschen. In der Kronlande, also da bei Königsmund, da wo Gendry herkommt, ist es Waters. Und da auch, ich weiß nicht, vielleicht Respekt an die deutsche Synchro, die das immerhin dann korrigiert haben. Und deswegen Wasser, ne? In der Sturmlande, also da wo Storm's End ist, Sturmkap, da ist es Storm oder Sturm. Auf den Eiseninseln ist es Pike, wie die größte Insel und die größte Burg da. Ist es die größte? Müsste die größte sein. Mhm. Ja. In der Westlande ist es Hill, also da, wo die Lannisters herkommen, oder Hügel. In der Weite, also da, wo die Tyrells herkommen, da, wo Rosengarten ist, Highgarden, das, was auch Bronn bekommen soll später in der Folge, da ist es Flowers, also Blume. Und in Dorn. Da würde der Kollege herkommen, wenn er ein Bastard wäre. Genau. Und in Dorn ist es Sand. Und übrigens. Ja. Ja. Weißt du aber, was eigentlich dann komisch ist? Warum heißt Jon Snow Jon Snow? Weil ich meine, Eddard Stark kam ja quasi von Königsmund zurück. Also warum wurde er Jon Snow genannt? Weil dann müsste er theoretisch im Norden geboren worden sein, weißt du? Ist es vielleicht zum Zeitpunkt seiner Legitimierung? Vielleicht auch so. Ja, das kann natürlich sein. Kann sein. Kann sein, aber halt wie gesagt, über so Kleinigkeiten und wenn die Serie das dann nicht korrekt hinkriegt, da finde ich, kann man schon mal streiten. Aber es gibt halt überhaupt keinen Grund dafür, also nicht mal ansatzweise, man kann das nicht mal irgendwie argumentieren, warum Gendry Rivers heißen sollte. Ja. Die haben es einfach verwechselt mit Waters. Gut. Gendry macht Aya einen Antrag. Ja, er liebt sie. Und hier mein Tipp an alle Mädels da draußen, die vielleicht gerade in der Pubertät stecken oder sowas. Wenn ihr euch in einen Mann verlieben wollt, dann sucht euch nicht einen Jamie heraus. Oder sucht euch einen Gendry. Das ist süß von Gendry. Ach so, okay. Ja. Oder einen Podrick. Oder ein Hauptsache magischer Schwanz. Arya küsst ihn, aber lehnt den Heiratsantrag ab. Sie hat schließlich noch immer eine Liste abzuarbeiten und muss nach Königsmund. Ja. Und sie sagt außerdem, ja, sie wäre keine Lady. Ja, und das wissen wir eigentlich seit Staffel 1, Folge 1, dass sie keine Lady ist und dass sie überhaupt keine Lady sein will. Ja. Ich hab dann also ist sie quasi ein Ladyboy. Oh. Ja. Wir sind in. Ja, sorry. Willst du mal was sagen? Komm mal weiter. Okay, wir gehen in Briennes Gemach, Rittergemach. Jetzt ist es wirklich ein Rittergemach. Denn, ja. Ja? Und wir gehen in Brienne. It's happening! Ja. Jamie besucht Brienne und füllt sie mit dornischem Wein ab und sagt auch, dass sie jetzt dornischer. Und übrigens auch eine Sache, die mir in dieser Folge immer wieder aufgefallen ist. Und da hätte ich eigentlich auch noch zu den offenen Fragen schreiben müssen. Und habe ich auch später gestellt, diese Frage. In dieser Folge wird erstaunlich oft, also wirklich oft in irgendeiner Weise so am Rande Alkohol thematisiert. Ist dir das aufgefallen? Es wird eine feierliche Stimmung, es wird viel getrunken. Na, Sekunde, nee, auch später, auch wenn diese Feierlichkeiten schon längst vorbei sind. So, zum Beispiel, mir fallen gerade spontan sogar drei Sachen ein. Jamie sagt hier, das ist dornischer. Bronn, als er da reinkommt in der Taverne, da nimmt er einen Schluck und sagt, oh, das ist gut. Und dann wird das nicht weiter thematisiert. Und was war das dritte? Ah, genau. Varys sagt zu Tyrion, du trinkst relativ viel heute. Mhm. So, als wäre das eine neue Info, dass Tyrion viel Alkohol trinkt oder
Ne? Also aus irgendeinem Grund wird immer wieder Alkohol thematisiert. Warum? Vielleicht will Game of Thrones Alkohol verherrlichen. Nein, aber vielleicht spielt das ja irgendwie noch eine Rolle. Vielleicht war das ein Foreshadowing. Ich weiß es. Du weißt es? Damit die Charaktere Sachen vergessen können. Ja. Damit die Charaktere Mario sagt, damit Charaktere Dinge vergessen können. Jamie sagt, dass es warm ist und er zieht sich aus. Und jetzt habe ich geschrieben, ja, ja, bla, 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 die beiden pimpern. Mhm. Jamie hat sie erst zum Ritter geschlagen und nun macht er sie zur Frau. Denn wir. Achso, ne. Ich fand. Nee, hier fand ich das. Also hier ist mir nochmal aufgefallen, dass ich Brienne in der Serie sehr viel erträglicher finde als in den Büchern. Also. Falls sie nicht so oft vorkommt. Und ich dachte mir, es wäre so typisch Game of Thrones eigentlich, also wirklich typisch Game of Thrones, wenn diese eine Nacht, dieses eine Mal Pimpern ausreichen würde, um Brienne schwanger zu machen. Ja. Das wäre typisch, ja, klassisch Game of Thrones. Man sieht aber, und das fand ich auch wieder ein schönes Detail, also auch hier ganz großes Kompliment an eigentlich, also hier in diesem Fall an das Make-up-Department. So, man sieht einfach, dass alle Figuren ständig überall Narben und blaue Flecken und Wunden haben. Das fand ich auch toll. Das ist toll. Ja, ja. Stimmt. Also man sieht halt wirklich, dass wenn man eine Rüstung anhat, das schützt ja eigentlich vor blauen Flecken. Ja. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich bin dann auch ein Ritter. Jamie witzelt darüber, dass er noch nie mit einem Ritter geschlafen hat. Fand ich witzig. Ja, passiert wahrscheinlich in Westeros auch nicht so oft, dass Ritter miteinander schlafen. Weil Ritter eigentlich meistens männlich sind und Homosexualität ja immer noch verpönt ist. Also in der Weite ist es wahrscheinlich üblicher als woanders. Ja. Oder in Dorne. Renly hat schon mal mit einem Ritter geschlafen. Ja, aber Renly selber war ja kein Ritter. Ich meine, da schlafen ja zwei Ritter miteinander. Stimmt, du hast recht. Wann hat schon mal in der Serie ein Ritter mit einem Ritter geschlafen? Kam das schon mal vor? Vielleicht heißt ein Heckenritter deshalb Heckenritter, weil die immer in die Hecken abhauen und dann. Heckenritter sind Ritter, die in der Hecke miteinander schlafen. Ja, deshalb sind die immer so kratzt. Und dann gehen wir in Johns Gemach. Und nein, wir sehen keinen erneuten Sex. Nein, Danny besucht John und John ist schon gut angetrunken. Sie sprechen über Jorah. Danny sagt, dass er sie geliebt habe, sie ihn aber in die Friendzone verfrachtet hat. Dann küssen sich die beiden und merken, dass es sich falsch anfühlt, die Tante zu küssen. Also John merkt es ja irgendwie. John merkt es eher, ja. Daenerys ist ja eine Targaryen, der ist das ja Wumpe. Genau, für Danny dürfte das eigentlich gar kein Thema sein. Für John hingegen schon. Im Norden, das sagt ja auch später Varys, da ist es nicht gerade üblich, die Tante zu heiraten. Und ich dachte mir, das müsste sich eigentlich für ihn so anfühlen, als würde er gerade Tante Lysa küssen oder sowas. Wobei, ja, aber sie ist ja auch nicht gerade seine richtige Tante. Vielleicht so, als würde er Onkel Benjen küssen. Ja, bei denen, also ich meine. Was denn? So freundschaftlich. Ich mache einfach weiter, bevor wir uns hier, bevor wir hier nie wieder rauskommen aus dieser Höhle, aus diesem Loch, das wir uns gegraben haben. Wobei Jamie wahrscheinlich auch ein Loch graben musste. Danny ist neidisch darauf, dass John in Westeros bewundert wird und sie spricht mit ihm über seinen Anspruch und er ist in diesem Moment, finde ich, ganz nett. Also ich finde, man merkt sehr viel von Eddard Stark in diesem Moment in ihm. Ja, das Problem ist, er versucht halt wieder, auch in dieser Folge wieder so ehrenhaft zu sein, was ihm am Ende wahrscheinlich wieder das Genick brechen wird. Absolut. Und auch hier passiert genau das, was mit Missandei und Grauer Wurm passiert ist, nämlich Missandei und Grauer Wurm haben noch vor ein paar Folgen darüber gesprochen, dass sie zusammen nach Naht reisen werden, dass sie dort, dass das Grauer Wurm die Naht beschützen wird mit den Unbefleckten und so weiter. Sie haben sich dieses Paradies ausgemalt. Mhm. Und das tut John ja auch. John sagt ja auch, wir können alle zusammenleben. Mhm. Wir können alle zusammen in den sieben Königsländern ein wunderbares Leben führen. Also er fantasiert wieder auch über eine Utopie. Mhm. Wir wissen, wo das Grauer Wurm und Missandei hingeführt hat. Ja, Varys sagt ja auch in der Staffel irgendwann, nichts ist von Dauer. Nichts ist von Dauer. Und wer weiß, vielleicht wird es auch Varys sein, der Daenerys in irgendeiner Weise vergiftet. Er deutet das ja an, dass Daenerys sterben könnte. Ja. Aber dazu kommen wir gleich noch. Aber vielleicht ist auch dieses Ding, dass Jon seine Herkunft Sansa und Arya mitteilt, vielleicht ist das so auf einer Stufe mit dem damals, dass Eddard Stark zu Cersei gesagt hat, dass sie weiß, dass er weiß, was Sache ist. Dass er weiß, wer der wahre Vater von den ganzen Kindern ist. Genau. Ja. Von Joffrey, Tommen und Myrcella. Gut. Sie will, dass er seine wahre Herkunft verbirgt. Sie will, dass es so wird wie zuvor zwischen den beiden. Jon sagt, dass er das auch will, aber dass er Sansa und Arya mitteilen muss. Also, dass er in Wahrheit Aegon Targaryen ist, der Sohn von Rhaegar und Lyanna. Und dann sehen wir wieder ein Beispiel für hervorragendes Writing. Denn Dany sagt,
das blablabla, bla bla, das wird die ganze Lage ändern. Und dann sagt John, das wird sie nicht. Und Daenerys sagt, das wird sie doch. Das war wie so ein ja, nein, ja, nein. Und ich weiß nicht, vielleicht bin ich da ganz einsam, aber ich fand das nicht gut geschrieben. Nee, ich finde auch, diese Szenen zwischen Danny und John sind, werden immer merkwürdiger. Also absolut, so irgendwie ja. Da so die Chemie zwischen den beiden stimmt irgendwie nicht so ganz. Finde ich auch. John spricht davon, dass alle zusammenleben werden und Danny will ihren Willen durchsetzen und damit ist das Gespräch vorbei. Dann sehen wir kurz in Briennes Schlafgemach, dass Jaime sie creepy anguckt und da wird bereits angedeutet, ja. Dass da was zwischen den beiden nicht stimmt. Das ist immer so in Filmen und Serien, dass sobald eine Figur schläft und die andere nicht, dass die andere Figur was ausheckt und ja. Nachdenkt. Aber auch davor, also noch zu der Szene davor, ja, bitte. Find's halt auch witzig, dass Danny nicht mal von sich auch irgendwie so auf den Trichter kommt, so, hey, warum wirst du jetzt nicht einfach König und dann ist alles gut, weil man merkt ja schon bei ihr, sie hat ja eigentlich den Thronanspruch jetzt überhaupt nicht mehr. Ja, ja. Aber sie will trotzdem noch mit aller Gewalt Königin werden. Auf jeden Fall. Das sie schlägt ja auch. Es schlägt ja auch so in Richtung Cersei, die ja auch genau. Den geringsten Thronanspruch vor allen hat. Ja. Wir haben ja auch, das war ja auch so eine Idee, dass wie schön wäre es, wenn Game of Thrones in irgendeiner Weise das gesamte Königssystem abschaffen würde und in irgendwas anderes, ich rede jetzt nicht von Demokratie, dass sofort ein Parlament gegründet wird oder sowas, aber dass wenn irgendwas so zumindest in die Richtung, so von wegen der erste Schritt in Richtung anderes, neues, besseres Herrschaftssystem. Kommunismus. Aber dass Tyrion vielleicht derjenige ist, der das in irgendeiner Weise anstößt. Und selber auch vielleicht gar nicht mehr lebt, um das mitzuerleben. Aber irgendwie sowas wäre halt einfach so eine Richtung, die auch überrascht, die aber mehr Sinn machen würde und schöner erzählt wäre als, ne? Ja, das gibt's übrigens bei Witcher. Da gibt's auch so eine ja. Fraktion, die setzen sich dafür ein, dass alle Herrscher quasi abgesetzt werden. Und die kämpfen zwar für den Imperator von Nilfgaard, ja. Für Emir War Emrys, ja. Aber im Geheimen wollen sie ihn eigentlich absetzen und okay. Quasi so ein eher so ein Rätesystem einführen. Ach, cool. Das ist ja. Auch geil. Gut, dann gehen wir über in den Bibliothek. Ist das die Bibliothek? Ja. Ah, okay. Gut. Die hat nichts mit Ritter zu tun. Wer ist alles da? Missandei, Danny, Varys, Grauer Wurm, Tyrion, Jon, Eindorf-Rucky. Wusstest du, welche das ist oder wer das sein soll? Wir können dem jetzt einen Namen geben. Also, es sind nicht Yohogo, Ago und Rakaro, deswegen nennen wir den Rucky. Raki, nennen wir ihn Raki. Raki finde ich gut. Wobei Raki trinke ich eigentlich nicht so gerne. Egal. Und es heißt Racke übrigens. Für alle, ja, aber er heißt Raki. Okay, er heißt Raki. Ja. Dann ist Arya noch da. Dann der dreischultrige Randall. Mörser. Jon Royce, Davos und Brienne. Und ich dachte mir, wo ist Jaime? Warum ist Jaime nicht dabei? Ist er halt nicht. Punkt. Ja, vielleicht haben die auch Angst, dass er noch irgendwie was mit den Lannister zu tun hat. Ich meine, er ist ja eigentlich eine Einzelfraktion, die hergekommen ist. Ja. Gut, wir sehen, dass Grauer Wurm 4 runde Plättchen von 8 wegnimmt, also die Hälfte aller Unbefleckten ist tot. How? Was meinst du? Sag, ich möchte, man dass hat doch gesehen, dass sie eigentlich alle tot sind. Abgeschlachtet wurden. die Hälfte hat sich auch geopfert, er hat ja auch die Brücke da eingedingst. Ja. Die Hälfte der Nordmänner ist auch tot und scheinbar auch nur die Hälfte aller Dothraki. Und das wird so, ich mein, what? Raki geht da hin und nimmt einfach 4 von 7 Plättchen irgendwie weg. Was haben die gemacht? Sind die dann einfach noch weitergeritten? Also sie sind einmal durch die Toten durch und zur Mauer geritten. Oh, ist irgendwie so die Hälfte irgendwie, die müssen Ghost beschützen. Also war die Schlacht gegen die anderen noch unbedeutender und winziger und ungefährlicher als gedacht. Ja, denn sich mal die Menschen bei der ersten langen Nacht ein Beispiel ja, nehmen können. Absolut. Ja, aber dafür sind Dannys Dothraki-Kenntnisse nicht für die Katz, denn das dachte ich mir auch im Nachhinein, so wenn alle Dothraki tatsächlich gestorben wären. Klar, es gibt vielleicht noch so ein paar Frauen und Kinder und so weiter in Essos, wer weiß, oder vielleicht einen einsamen Khalasar oder so, wir wissen es gar nicht genau. Dann wären ja über Nacht eigentlich Dannys, die Sprache wäre ja ausgestorben auf einen Schlag, ist sie jetzt aber nicht. Sie sprechen über den Krieg gegen Cersei. Das ist eigentlich krass, dass Daenerys, die hat alle Dothraki mitgenommen aus Essos. Das ist wahrscheinlich jetzt der friedlichste Kontinent überhaupt, wenn ja. Die Dothraki nicht mehr da Jeder sind. Jeder freut sich in Essos. Die Dothraki sind weg. So wie wenn die Eltern ausgehen und ja. Die Kinder feiern. Theoretisch könnten jetzt auch die Yogos Nai und so weiter in den Westen reiten. Aber wer weiß. Auf ihren Zerden sind so Zebrapferde. Und die haben so zugebundene spitze Köpfe. Aber das ist eigentlich extrem Fantasy. Ja.
wie die Coneheads. Hast du mal Coneheads gesehen? Den Film? Ja, so witzig. Ja. Das ist nicht mit der Neckwriter. Ja, ja, das ist aus einem Saturday Night Live Sketch entstanden. Aber siehst du, es ist schon wieder ein Debakel, dass wir eigentlich zu so einem Thema kommen, wenn wir über Game of Thrones sprechen eigentlich, weil es interessanter ist. Wow, ich hab's gesagt. Schlachtplan. Auf der einen Seite Starks, Dothraki, unbefleckt. Auf der anderen Seite haben wir jetzt die Lannister-Armee, die Greyjoy-Flotte und die Goldene Kompanie. Und Varys sagt, die Verhältnisse sind beunruhigend ausgeglichen. Ne? Also die Lannister, also Cersei hat zwar wahrscheinlich viel mehr Mann und viel mehr Flotte, aber der Drache von Daenerys oder zwei Drachen von Daenerys gleichen das da halt noch aus. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die einfach das Problem hatten, dass irgendwie der Drache zu OP, zu overpowered geschrieben wurde, weil George R. Martin hat eigentlich auch mehrmals klipp und klar gesagt, dass ein ausgewachsener Drache in der Luft förmlich unbesiegbar ist. Ja. Und dass auch Pfeile, egal wie groß sie sein mögen, einem Drachen eigentlich nichts anhaben können. Und es gab ja nur dieses eine Beispiel von Meraxes, glaube ich, war es, der ja niedergeschossen wurde. Niedergeschossen würde. Ja. Aber das wird ja auch so ein verirrter Skorpionpfeil. Das wird ja nicht so gesagt, so, okay, das ist so einfach, die zu das wird halt auch mal wieder erzählt, dass das einmal in der Geschichte vorgekommen ist und aber immer wieder versucht wurde und nicht klappt. Ja. Und dann gibt es halt in dieser Folge irgendwie drei Pfeile, die den durchbohren. Dazu muss man allerdings auch sagen, so Drachen werden teilweise über 100 Jahre alt und die hier sind ja erst 8, also sind die ausgewachsen, die sehen halt schon verdammt aus. Die sind ja nicht 8, die sind ja nur 2 oder 3 oder sowas. Ja, also, stimmt. Also nicht wirklich alt. Ja. Wie viele Jahre sind halt wirklich vergangen? Darüber könnte man jetzt auch diskutieren, aber es sind ja schon mehr als 2 oder 3, weil das sind ja auch nicht die Bücher, es sind ja auch schon definitiv einige Jahre vergangen. Das sind auch 5. Ja, von mir aus, irgendwie sowas. Aber die sehen halt schon verdammt ausgewachsen aus. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass halt diese, einfach um diese Schlacht, dass die irgendwie Sinn ergibt und realistischer wird, dass die irgendwie deswegen halt Drachen loswerden müssen. Aber dann hätte man das halt richtig cool inszenieren können. Man hätte sagen können, ja, Rhaegal wurde in der Schlacht um Winterfell von Viserion angegriffen, ne? Und der hat da jetzt irgendwie so eine offene Stelle. Und dann ist was? Stelle. Ja, hat er eine offene Stelle. Und es ist sorry. Und dann könnte man, okay, man das sieht, so ein Insider, sorry. Man sieht in dieser Folge zwar, dass das Rhaegar ein bisschen verletzt ist, aber dann hätte man das irgendwie cool inszenieren können, wie tatsächlich irgendwie ein Pfeil genau in diese Stelle fliegt oder sowas. Super. Ich weiß es nicht. Sorry. Ich bin einfach, keine Ahnung. Ich bin ein bisschen frustriert. Weil diese Folge halt meine Bedenken aus der dritten Folge nicht bereinigt hat, sondern sie einfach noch verschlimmert hat. Es sind jetzt noch 2 Folgen übrig. Ja. Danny weiß, dass sie die Hauptstadt brauchen und großflächig angreifen müssen. Und sie wird, das wird auch offensichtlich immer mehr zu ihrem Vater, dem irren König. Ich frage mich auch immer noch, warum die nicht damals in der 7. Staffel, in der letzten Folge, als sie sich da getroffen haben, einfach Daenerys mit dem Drachen einfach weggebumst hätte. Cersei mit dem Drachen. Ja. Als sie sich in der Drachengrube treffen, warum hatte die nicht einfach kaputt gemacht? Ja. Ja, weil sie ja zusammenarbeiten mussten, um die Wiedergänger zu bekämpfen. Ja, weil sie zusammenarbeiten mussten, aber es haben dann doch geschafft. Stell dir mal vor, die hätten die Lannister-Armee noch gehabt und hätten die Untoten so locker besiegt. Ja, Daenerys hat ja schon die Talis verbrannt und auch die Meister in der Sklaven- bzw. Drachenbucht massakriert. Sie verliert in dieser Folge ja ihren Sohn, Rhaegal, was aber halt auch wieder so ein bisschen, finde ich, zu lapidar abgehandelt wird. Sie verliert Missandei, ihre BFF. Oder, also kann man sich halt auch fragen, so seit wann ist halt eine willkürliche Übersetzerin eigentlich so bedeutsam? Ja, gut, es ist Missandei, die haben die ins Herz geschlossen und sie ist zu mehr geworden als nur eine Übersetzerin, eine Beraterin. Trotzdem wird halt irgendwie immer wieder gesagt in dieser Folge, dass Daenerys ja auch das Ende aller Tyrannen und Gewaltexzesse möchte, aber es bahnt sich halt auch ab, dass sie immer mehr zu dem wird, was sie hasst. Ja. Hoffen wir, dass das in irgendeiner Weise cool abgehandelt wird. Wir wissen ja auch, Cersei hat auch 3 Kinder verloren, ist total wahnsinnig. Daenerys hat jetzt schon 2 Kinder verloren und hat nur noch 1 übrig. Theoretisch hat sie 3 Kinder verloren mit Rhaegal. Oh, stimmt. Ja. Aber da kann ja niemand was für, außer sie selbst, weil sie ja dumm war und auf die gute alte Maegi reingefallen ist. Mirimas Dur. Aber auch da, sie sagt zu Jon, glaube ich, sie hat noch niemals gebettelt. Und da erinnere ich mich an Gespräche mit Mirimas Dur, wo sie schon gebettelt hat, oder nicht? Ja. War das nicht schon ein Betteln? Aber gut. Egal, wer was getan hat, egal, wer was möchte, Danny braucht auf jeden Fall Königsmund. Und Tyrion spricht über den Einbruch des Winters. Ja.
dieser harte Winter in Westeros. John will die Hauptstadt mit den Drachen umstellen und immer wieder die Eisenflotte angreifen. Und Sansa weist alle darauf hin, dass die Soldaten sich erstmal erholen sollten. Ja. Und ich dachte mir, ja, macht ja auch absolut Sinn. Ich meine, die haben jetzt die ganze Zeit darüber geredet, wie krass dieser Kampf gegen den Nachtkönig war. Ja. Auch wenn irgendwie super viele überlebt haben. Ich frage mich auch, wie John King's Landing belagern will, wenn die viel weniger Truppen haben und die anderen haben die Goldene Kompanie und eine Flotte und hä? Ja, das macht wirklich keinen Sinn. Und Danny scheißt Sansa an, obwohl Sansa eigentlich einen sehr klugen Einwand hatte. Und sie sagt ja, meine Feinde werden stärker mit jedem Tag, den wir warten. Und ich dachte mir, wieso? 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 Wieso werden die stärker? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Die Goldene Kompanie ist doch schon da. Aber vielleicht holst du ja noch andere Leute mit ins Boot. Woher? Ich weiß es nicht. Woher soll Cersei jetzt noch mehr Männer kriegen? Es wird ja noch gesagt, dass der Fürst von Dorne Dannys Unterstützung quasi ihr gesichert hat. Ich weiß es nicht. Wird halt auch nicht erzählt. Ja. Das wird auch einfach so in den Raum geworfen, ohne dass das in irgendeiner. Also das ergibt nicht direkt Sinn. Das ist. Ich find's auch geil, dass gesagt wird, ja, Ashra bzw. Yara hat die Eiseninseln zurückerobert. So. Ja. Ist da überhaupt noch jemand drauf? Hat nicht jemand alle mitgenommen oder sind die dann gestorben bei der Schlacht? Und dann kommt auch noch John Treudoof daher und stimmt ihr zu. Ja, das ist das, was Sansa gemeint hatte. Ja. Dass John einfach nur noch, dass Danny ihn manipuliert. Ja, aber das ist halt die Sache. So, John und Danny handeln wie Vollidioten. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Die haben überhaupt keine Argumente. Die reagieren in jeder Schlacht super dämlich und. Oh. Arya blickt Sansa an und ich fand's witzig, dass sie eine Narbe an der Stirn hat und aussieht wie Harry Potter. Tyrion gibt dann den Plan vor. Jon und Davos reiten auf dem Königsweg nach Süden Richtung Königsmund. Eine kleinere Gruppe soll übers Wasser nach Drachenstein. Danny und die Drachen sollen dann dieser Flotte folgen. Was? Warum? Ja, damit die halt vom Meer aus angreifen können. Ja, und gegen die eiserne Flotte von fucking Euron Greyjoy. Absolut. Und das ist halt das, was ich sage. So hat Danny schon wieder vergessen, was in Staffel 7 passiert ist. Hat sie vergessen, dass Euron eine unglaublich krasse Flotte hat. Der hat die bisher jedes Mal auf dem Wasser einfach nass gemacht. Ja, nass gemacht. Und dann sagt es halt David Benioff in diesem Behind-the-Scenes-Video. Ich sag's nochmal, Minute 5, Sekunde 50. Sie hat's irgendwie vergessen. Ja. Danny spricht über die rechtmäßige Herrschaft und geht ab. Und Arya und Sansa bitten Jon um ein Gespräch. Und dann kommen wir zur Szene, auf die wir 7 bzw. 8 Jahre lang gewartet haben als Zuschauer. Achso, Götterhain. Nee, davor ist er noch. Bitte? Danny sagt ja, sie will jetzt den letzten Krieg gewinnen. Ja. Was ich auch schon witzig finde, weil sie von ausgeht, ja, nach diesem Krieg wird es nie wieder einen Krieg geben. Das hat man ja vom Ersten Weltkrieg auch gesagt. Ja. Achso, der Erste Weltkrieg. The war to end all war. Ja. Ja. Und sie hat auch gesagt, we have won the Great War. Und der Erste Weltkrieg wurde auch der Great War genannt. Das stimmt, aber auch hier, die Figur sagt's ja schon. Find's auch geil so. Weißt du, in so vielen Staffeln davor wird immer gesagt, ja, hier, I wish you good fortune and the great wars to come. Und ich denke mir so, okay, die hatten ziemlich viel Glück in diesem großen Krieg. Also, das ist halt die Sache. So, diese Figur sagt's ja auch jetzt gerade klipp und klar in einem Satz. Der große Krieg, der wahre Krieg, war gegen den Nachtkönig. Mhm. Wenn das der große und der wahre Krieg, warum geht es dann nicht darum, in dieser gesamten Serie und im Staffelfinale und so weiter, warum wird das in Folge 3 einfach abgehakt und dann auch in dieser Folge nach dieser Feierlichkeit einfach nie wieder thematisiert? Der Nachtkönig ist Geschichte und ist. Wahrscheinlich, weil die Serienmacher alle überraschen wollen, keine Ahnung. Ja, und jetzt ist es. Und jetzt nennt sie ja auch den nächsten Krieg gegen Cersei. Das ist nicht der größere Krieg, der krassere Krieg, der wichtige Krieg oder sowas. Nein, das ist halt einfach der letzte Krieg. So, deswegen ist halt auch für mich die Spannung raus. Also jetzt klar, die 5. Folge wird nochmal eine Schlacht und die wird bestimmt geil und ich freue mich drauf, die zu gucken und ich hoffe, dass sie geil wird und nicht wieder so dämlich wie die 3. Folge. Aber und dass mal Leute sterben, wichtige Leute, nicht Mr. Day. Gehen wir über in den Götterhain. Man sieht alle 4 Starks in einem Bild. The Last of the Starks. Da sind wir auch wieder bei dem Titel der Folge. Genau, wir sind die Letzten der Starks. Arya sagt, ich kürze das alles ein bisschen ab, sie respektiere Johns Entscheidung, sich Danny zu beugen. Sansa ist darüber überrascht, aber Arya sagt auch, dass sie Danny nicht vertrauen, weil sie nicht Teil
der Familie ist, beziehungsweise weitergedacht, weil er jetzt eigentlich, also John fasst ja, das hat er ja auch am Anfang gesagt, bei dieser Rede, bei den, wo die Leichen verbrannt werden, dass eigentlich alle jetzt, alle Lebenden eine Familie sind. Hier sehen wir aber, dass Arya und Sansa ganz anders darüber denken. Dany ist nämlich nicht Teil des Nordens. Das ist ein Konflikt, den John anders sieht als die anderen Figuren. John antwortet, dass sie Fremden mehr trauen müssen und Arya sagt, dass sie alle eine Familie sind. Und dann sagt John, ich bin nie ein Stark gewesen. Und dann kommt natürlich die klassische Antwort, doch, doch, du bist mein Bruder. Und dann sagt Bran, dass John nun die Wahl hat. Und ich musste daran denken, an das Telltale Game of Thrones Spiel, weil ich mir gerade so richtig, ich konnte mir so richtig vorstellen, wie jetzt so unten der Counter abläuft. Also so, scheiße, wie soll ich mich entscheiden? Wie soll ich mich entscheiden? So, dann ist Entscheidung A, sag es ihm. Entscheidung B, verschweige genau. es ihm. Ja. In der gleichen Sequenz siehst du so die Serienmacher, so quasi ja. plötzlich zoomt das Bild so raus und ja. auf dem Bildschirm. Und dann so, soll ich diese Szene zeigen, ja? Oder soll ich die Szene zeigen, nein? Und dann einfach direkt, nein, nein, nein. John beschließt, den beiden die Wahrheit zu sagen, aber davor kommt ja noch was anderes. Aber ihr müsst schwören, es keiner Menschenseele zu verraten. Und das habe ich wirklich als Zitat rausgeschrieben. John argumentiert dann auch mit den Worten, weil wir eine Familie sind, bevor er ihnen verrät, dass sie doch keine Familie sind. Aber eigentlich sind eigentlich ja, ja doch, aber halt ne, nicht Bruder und Schwester, sondern vielleicht hat Sansa es deshalb verraten, weil sie gedacht hat, ist ja nicht mein Bruder. Ist ja nur ein Cousin. ja. Arya schwört und Sansa sagt übrigens, und das fand ich in der englischen Synchro, also im Original, nicht Synchro, im Original fand ich das super interessant, die verschluckt I swear it. Ja. Die sagt, I swear. I swear. I swear. Also das ist auch wirklich nicht irgendwie, also im Deutschen, ich finde, da hat die Synchro das nicht ganz mitgenommen, weil da sagt sie ganz offen raus, ich schwöre es, halt so super deutlich. Im Original sagt sie wirklich, sie verschluckt es, sagt so, I swear. Also das ist, ich dachte mir halt schon direkt in dem Moment, ja, ne? Sie wird's verraten. John sagt zu Bran, dass er es ihnen verraten soll. Und dann wird weggeschnitten. Und hier ist die Sache. Es ist schon klar, was gemeint ist. Sie wollen nicht dasselbe Gespräch, das schon ein paar Mal geführt wurde, nochmal zeigen. Aber das ist kein willkürliches Gespräch. Das ist das Gespräch. Das ist das Gespräch. Hier sprechen Hauptfiguren über das größte und wichtigste Geheimnis der gesamten Serie. Hier wegzuschneiden, worauf man sich 8 Jahre lang gefreut hat, auf diesen Moment. Wenn das Leute rausfinden, wer John wirklich ist. Ja, das ist wie ein Schlag ins Gesicht, wie so ein Schlag in die Magengrube. Wie konnten sie nur? Warum werden manche Dialoge, also andere Dialoge, 10.000 Mal geführt? Warum wird Missandei und Grauer Wurm gezeigt? Warum wird 10.000 Mal gezeigt, wie Missandei und Grauer Wurm eine romantische Szene haben? Warum wird Tyrion 7.000 Mal gezeigt, der immer wieder Wein in den Becher schüttet, aber dieser Dialog nicht? Ja. Das hat mich auch richtig sauer gemacht. Ich wollte unbedingt erleben, wie Sansa und Arya diese Information mitbekommen. Ja. Diese Atombombe einer Information, die das gesamte, den gesamten Lauf der Zeit verändert. Die wichtigste Information des gesamten Reiches. Und dann wird weggeschnitten. Ja. Oh Gott, mir ist gerade ein bisschen schwindelig geworden, wenn mich das so wütend war. Ich habe das auch ganz oft in Kommentaren und alles Mögliche gelesen, dass das Leute richtig, richtig böse macht. Neben dem Ding mit Geist, zu dem wir noch kommen. Ja. Benioff und Weiss nehmen einfach so unglaublich wichtige Informationen wie Tyrions und Brands Gespräch, das ist ein anderes Beispiel. Ja. Oder halt diesen Dialog. Ja. Oder wie Sansa sich zum Nachtkönig anschleicht. Oder später auch, wie Euron die Schiffe eben nicht zerschlägt. Einfach so wesentliche Abläufe, die wichtig sind, die auch mehrere mögliche Abläufe haben könnten, die unterschiedliche Wirkungen auf die Handlung haben könnten, da schneiden sie einfach weg und biegen sich das so zurecht, wie sie möchten, um einen billigen Überraschungsmoment zu erzeugen, der keinerlei Substanz hat. Und das finde ich halt super, also wirklich wahnsinnig schlecht und faul geschrieben. Ich frage mich halt auch, ob sie das gefilmt haben und rausgeschnitten haben oder ob das wirklich nie zur Debatte stand, dass das überhaupt gefilmt wird. Wenn man es rausgeschnitten hat, finde ich, ist es ein Fehler, weil es halt einfach ein wichtiges Element in der Handlung, einen logischen, eine Kausalitätskette, also so einen logischen Fluss unterbricht. Ja. Das ist halt, oder sie wussten einfach nicht, wie sie die Szene schreiben sollen. Ganz genau, weil die halt, weil in diesen Momenten fühlt sich das halt, ich sage immer konstruiert, in diesen Momenten fühlt sich das halt so gezwungen an. So, das soll aber so enden, das soll aber, ne? Ja. Und das finde ich halt einfach wahnsinnig lame. Gehen wir weiter? Yes. Oder willst du dich noch weiter aufregen? Nein. Hättest du da weggeschnitten? Auf jeden Fall. So, wenn ich mal irgendwann Zeit habe, dann nehme ich die komplette Serie Game of Thrones und schneide immer bei den wichtigsten Szenen einfach weg. Ja, so
vor der Roten Hochzeit. Vor der Roten Hochzeit. Oder bevor Joffrey irgendwie erstickt. Oder gerade noch so das Flämmchen vom Seefeuer, das angeht und dann weg. Ja. Endcredits. Ja. Gut. Diese Taverne in Winterfell. Brienne bleibt in Winterfell, um die Stark-Mädchen zu beschützen, das sagt Jaime. Und da fragte ich mich aber, reist sie dann auch mit Arya weg? Warum wird das nicht thematisiert, dass Arya ja Winterfell verlässt? Egal. Sie weiß, dass Arya auf sich selber aufpassen kann. Ja, absolut. Tyrion will wissen, wie Brienne untenrum aussieht, denn er habe seit Jahren mit niemandem mehr geschlafen. Ist auch so wieder so Erstsemesterniveau, finde ich, aber okay. Und plötzlich marschiert Bronn mit der goldenen Armbrust hinein. Was sagst du dazu? Ich fand diese ganze Szene total weird. Panne. Also, das passt einfach nicht passt zu Game of Thrones. Vorne und hinten nicht. Werden wir aber auch, also will ich gleich noch thematisieren. Also, mal abgesehen davon, dass er da einfach hereinspaziert und das scheinbar super easy ist mit so einer Armbrust und Tyrion, der Hand der Königin, einfach eine Armbrust vors Gesicht zu halten und ihm sogar dann noch ins Gesicht zu schlagen, das scheint sehr einfach zu sein. Ja. Was mich aber noch viel mehr stört, gut, da könnte man jetzt sagen, es ist halt Bronn und so weiter, der hat Fähigkeiten und so, von mir aus, meine Güte, da gibt es viel schlimmere Probleme, nehmen wir das mal in Kauf. Wurde doch immer wieder erzählt oder zumindest so inszeniert, dass Bronn ganz, ganz tief einen weichen Kern hat und in Jaime und in Tyrion Freunde sieht. Ja. Habe ich da was verpasst? Also für mich war es immer so, dass man Bran auch so ins Herz schließt, weil man so an das Bronn. Gute, dass man Bronn, was habe ich gesagt, Bran? Ja. Dass man Bronn so ein bisschen ins Herz schließt, weil er halt doch irgendwo etwas Gutes in sich hat, weil er Tyrion und Jaime so mag. Ja, er ist ein Meuchelmörder auf der einen Seite, aber er ist halt auch, ich meine, er wäre wahrscheinlich nie so lange bei Tyrion geblieben, wenn das hat sich schon für ihn gelohnt, aber ich meine, er hätte viel weniger riskante Sachen machen können. Ja. Keine Ahnung. Also ich meine, er ist auch mit Jaime nach Dorne, die haben alle, der hat ja eigentlich mit beiden so eine schöne Freundschaft irgendwie in irgendeiner Weise gepflegt. Und plötzlich, wie gesagt, halt auch so wie aus dem Nichts, verhält er sich wie das größte Arschloch aller Zeiten, wie Euron. Und ich finde, das ist halt so, das ist so cartoonhaft geschrieben. Mhm. Auch da wieder, was soll das? Was soll diese gesamte Szene? Und Bronn sagt auch übrigens hier in dieser Szene, nachdem er einen Schluck von diesem Wein nimmt, der Wein ist gut. Ja. Tyrion verspricht ihm dann, er sagt ja immer, er hat ja gesagt ich weiß nicht mehr, wo er sagte, das in Königsmund gesagt oder im Grüntal, von wegen, ich gebe dir immer doppelt so viel. Wenn jemand dich auf mich ansetzt, gebe ich dir immer doppelt so viel. Das sagt er irgendwie in der zweiten oder dritten Staffel. Ich weiß es auch nicht mehr so hundertprozentig genau, wo er sagt es ihm auf jeden Fall. Und Tyrion verspricht ihm Rosengarten. Highgarden, den ehemaligen Sitz der Tyrells. Ich glaube, Bronn muss irgendwie in irgendeiner Welt leben, der er wirklich alles glaubt. Ja. Dass er wirklich denkt, dass er schnell Wasser bekommen könnte. Oder Rosengarten, ich weiß nicht, was für Drogen der genommen hat, dass er das wirklich glaubt. Weil er wirkt ja auch wie jemand, der wirklich mit allen Wassern gewaschen ist und der Lügner schnell erkennt und der weiß, der irgendwie wann weiß, er verarscht wird, was ihm zusteht. Ja. Wäre er mal bei Lollis geblieben. Ja, aber das hat ja Jaime dann verhindert. Ja. Damit würde nämlich Bronn auch über die gesamte Weite herrschen, wenn er tatsächlich Rosengarten bekommt. Und wer glaubt wirklich daran? Es ist unvorstellbar. Tyrion sagt, aber Tyrion hat mir das geschworen und ein Lannister zahlt immer seine Schuld. Er begleicht immer seine Schuld. Tyrion sagt, dass Bronn mit in den Süden kommen soll, aber Bronn weigert sich und sagt, dass er im Hintergrund bleibt und auf seine Belohnung wartet. Wir gehen zum Königsweg im Norden. Achso, nee, das Witzige ist, er sagt ja auch, was ja auch so ein bisschen Anspielung ist auf die Familiengeschichte der Lannister, dass immer jemand, der gut war, andere zu töten, oder dass ihre Familie quasi durch Meuchelmörder erst reich gemacht wurde. Ja. Und das Witzige ist ja, dass die Familie Lannister. Lande Clever, meinst du? Ja, genau. Ja. Lande Listige hat quasi einer anderen Familie. Kaserli Stein abgeluchst. Ja. Deshalb ist das so ein bisschen falsch Doppelmoral von Jaime, sowas zu behaupten. So. Ja. Weil er eigentlich wissen müsste, woher seine Familie stammt. Ach so, das meinst du das. Okay. Königsweg, Sandor reitet. Vor allem, er glaubt ja auch, also Bronn glaubt ja auch, dass Daenerys gewinnt, aber der sagt beiden kein einziges Wort davon, dass in Königsmund vielleicht ganz viele Skorpione gebaut werden oder dass die Flotte von Euron irgendwie aufgerüstet wird oder sowas. Ja. Ich meine, er kann ja auch nicht so lange unterwegs gewesen sein, dass das alles schon passiert ist.
ja, wird alles halt einfach, es bleibt so als Frage offen im Raum stehen. Sandor reitet alleine, aber Arya kommt zu ihm und er sagt, oh, verfickte Scheiße. Was witzig ist, natürlich erinnern wir uns zurück an die Zeiten, in denen Arya und Sandor gemeinsam gereist sind. Auf einem Pferd. Arya verlässt anscheinend Winterfell. Wir erfahren tatsächlich nicht, wie sie so im ersten Moment auf die Informationen von Jon bzw. dem dreieugigen Raben reagiert hat. Wir erfahren es nicht. Ja. Vor allem hätte ich auch gerne erlebt, wie Arya und Sansa vielleicht miteinander drüber sprechen. Mhm. Wie sie weiter vorgehen, das wird alles einfach nicht gezeigt. Mhm. Ja, wie ist sie mit Sansa auseinandergegangen? Sie sagt ja auch, sie will nicht zurückkommen. Ja. Ich meine, das war ja dann quasi also Abschied von ihrer Heimat. Und auch, dass sie jetzt, wenn es stimmt, dass sie nie wieder zurückkommen wird, haben die Starks jetzt auch keinen gebührenden Abschied bekommen? Wir verabschieden uns von so vielen unwichtigen Figuren und diese Folge, die The Last of the Starks heißt, die sind jetzt halt einfach auseinandergegangen. Und mit die. Es wird nicht erzählt. Man wird als Zuschauer einfach wieder da stehen gelassen, sitzen gelassen. Vielleicht wollen die quasi so eine Brücke schlagen zur ersten Staffel, wo da verabschieden sich ja, da verabschieden sich ja auch noch. Ja. Ja. Also da wusste ja auch noch keiner, zu was es kommen wird. Also wahrscheinlich wissen die Showrunner, okay, der und der wird sterben, deshalb müssen wir sowieso nicht mehr erzählen. Ja, absolut. Das ist halt, muss man das gut finden. Und endlich spricht sie auch jemand auf den Nachtkönig an, der aber nicht mal mehr Nachtkönig genannt wird, sondern nur noch der Gehörnte. Und auch hier in dieser Folge so ihre Heldentat. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie wird sie jetzt im Norden aufgefasst und so weiter. Sie wird einmal von Daenerys bei dem Fest die Heldin von Winterfell genannt und das war's auch. Es wird auch einfach nicht mehr thematisiert. Ja. Ich meine, sowas hätte man ganz einfach, eine ganz kurze Szene, sie reitet davon und man sieht so bewundernde Blicke oder so, oh, da, oder jemand tuschelt im Hintergrund oder sowas, während sie angeguckt wird. Keine Ahnung. Hätte, hätte, hätte. Ja. Dany und die Drachen. Die beiden Drachen, Rhaegal und Drogo, leben noch und Rhaegal fliegt davon. Weißt du, wie ich den Ort genannt habe? Wie? Die Drachenschanze. Die Drachenschanze. Rhaegal fliegt davon und ja, man sieht, er fliegt nicht so ganz sauber. Er ist also noch verletzt von der Schlacht. Klar, das wurde auch hier eingeführt, damit man auch später glaubt, dass Euron halt, ne? Das leichtes Spiel hat, ja. Leichtes Spiel hat. Ich finde das super lame, wie es gelöst wurde. Das hätte man tausendmal eleganter schreiben können. Sansa blickt die Drachen beeindruckt an und reagiert nicht mal auf Tyrion, der sie anspricht. Und er sagt endlich, dass sie es auf Dany abgesehen hat. Sansa und Tyrion sprechen über die Zukunft. Wobei dieser schöne Moment zwischen den beiden aus der Folge 3, der ist irgendwie weg. Tyrion möchte, dass Sansa sich mit Dany verbündet. Sie blicken auf Unbefleckte, die herausmarschieren. Sansa sagt, dass Tyrion sich vor ihr fürchtet. Und sie sprechen auch darüber, dass Jon mit in den Süden zieht. Also wie gesagt, das habe ich jetzt einfach so mal abgekürzt, weil es halt auch nicht so wichtig ist. Oder zumindest nicht interessant. Und dann passiert es. Es passiert. Eddard hat das Geheimnis über so viele Jahre gehütet. Wie alt war Jon, als Eddard geköpft wurde? 16, 17? Nee, ein bisschen älter. Nee, warte, er ist 17 am Anfang ungefähr von Staffel 1. Sagen wir mal 17, 18. Er hat 17, 18 Jahre lang dieses Geheimnis gehütet. Und Sansa bricht ihren Schwur noch am selben Tag. Aber vielleicht weiß sie, dass ihr Vater doch nicht immer so klug gehandelt hat. Ja, das ist schon wahr, ja. Ich bin jetzt einfach das komplette Gegenteil von meinem Vater. Ja. Vielleicht war es ja auch definitiv die kluge Entscheidung. Aber ja, sie bricht ihren Schwur. Ich fand es halt einfach witzig. Willst du noch was dazu sagen, dass sie es verrät? Nee, also man merkt ja bei ihr, dass sie erst überlegt, ob sie sagen soll oder nicht und dann wahrscheinlich es für strategisch klüger hält, es Tyrion zu sagen. Aber auch hier finde ich es nämlich vollkommen okay, dass man das nicht zeigt, dass da weggeschnitten wird. Weil ich meine, es ist Tyrion. Tyrion ist nicht verwandt mit Jon Snow. Also wäre schon interessant, es zu sehen und so weiter. Aber ich könnte es nachvollziehen, dass dann die Showrunner sagen, ja, okay, da müssen wir es nicht zeigen. Aber Arya und Sansa nicht zu zeigen, ist ein Schlag ins Gesicht für den Zuschauer. Aber ich finde, man sollte das halt wirklich bei allen wichtigen Figuren zeigen, einfach nochmal, um diese Tragweite von dieser Information darzustellen. Ja, eigentlich schon, ja. Ja. Zumindest so ein Reaction-Shot, so einen klassischen, so ein. Ja. Dafür, wie gesagt, ich empfehle Jamies Reaktion auf Gendry ist Baratheon. Winterfells Ritterinnenhof. Tormund und Jon verabschieden sich. Tormund will das freie Volk, die Wildlinge nach Hause in den Norden bringen, also in den wahren Norden. Damit entzieht er sich dem Krieg. Er will mit dieser Politik nichts am Hut haben. Und ich kann es ihm nicht verübeln, wobei ich mich halt auch gefragt habe, was will er da im Norden jetzt? Sind da überhaupt noch Frauen? Oder ist das jetzt irgendwie so eine. Wie so.
Das ist doch ausgestorben da alles. Ja, wie heißen Eremiten, so Einsiedler? Ja, John sagt, dass er halt so lange bleiben kann, wie er möchte. Und dann ist auch dieser Teil mit den Winterstürmen. Und es ist halt wieder diese Frage, wo ist dieser gottverdammte Winter? So, alle stehen im Innenhof mit normalen Klamotten. Niemand stirbt, die feiern. Und wie gesagt, gehen im Morgenmantel raus nachts, besiegen Untote mal ebenso. Und in Königsmund ist irgendwie so Caipirinha-Hochzeit. Und am Strand sitzen die da mit Cocktails. Und um Königsmund herum ist scheinbar jetzt Wüste, Nevada oder was auch immer. Und die machen eine Wear-T-Shirt-Contest bei der Mudgate. ja, wie gesagt, Winter is come and it's a joke. Anders kann ich das nicht ausdrücken. John blickt auf Ghost und sagt, dass Ghost mit Tormund gehen soll. Und er krault ihn nicht mal. Ghost... Er guckt ihn einfach nur an. Er guckt ihn einfach nur an und Ghost steht da rum und ist irgendwie auch. Ich meine, es wurde nicht mal gezeigt, dass er. Also in der siebten Staffel wurde er nur einmal kurz im Hintergrund gezeigt. Es gab keine Interaktion zwischen den beiden. Ja. Also ich meine, da war der Abschied von Nymeria zu Arya schon irgendwie befriedigender. Absolut. Auch wenn es traurig war. Absolut. Aber hier irgendwie gequält Geist einfach guckt. Dass John das kann. John ist der herzloseste Mensch in Westeros. Das ist aber tatsächlich, hat mir das ganz bitter aufgestoßen. Also wirklich, das war in diesem Moment, ich konnte das einfach nicht fassen. Also wie wütend ich auf John in diesem Moment war. Und auch, wie sehr die Showrunner eigentlich unterschätzt haben, wie tief im Herzen der Zuschauer die Schattenwölfe sind. Ja, vor allem, die wurden ja so inflationär gezeigt in der ersten, zweiten, nee, in der ersten Staffel vor allem. Ja. Ja, aber auch zu Recht. Man dachte auch immer, dass sie noch eine ganz, ganz große Rolle spielen werden. Das tun sie ja auch teilweise. Und plötzlich in den Büchern auf jeden Fall. Also falls ihr auf Schattenwölfe steht, lest lieber die Bücher. Ja. Tormund sagt, du hast den Norden in dir, den echten Norden. Und Tormund bietet John auch noch ein letztes Mal an, mitzukommen. Aber John lehnt ab, denn er, das ist ja auch so ein bisschen der Sinn dieser Folge, er legt quasi den Norden ab. Und wer weiß, vielleicht wird er niemals mehr in den Norden zurückkehren. Vielleicht wird er in Königsmund bleiben. Wer weiß. Oder sterben. Oder sterben. Dann kommen Sam und Gilly. Und John umarmt Gilly oder Goldie und spürt sofort, dass sie schwanger ist. Dann redet Sam ein bisschen awkwardly über Sex. Kann man witzig finden, muss man nicht. Sie wollen den Jungen John nennen. Und John sagt, hoffentlich wird es ein Mädchen. Ja, die verabschieden sich wieder einmal voneinander. Sie nennen sich noch beste Freunde. Und tatsächlich war ich von dieser Szene berührt. Ja, aber ich frage mich jetzt auch, was ist Sams Plan? Geht er wieder zurück zu seiner Familie, die noch übrig ist? Geht er zurück in die Citadel? Oder hoffentlich noch erfahren. Baut er sich ein Häuschen? Das werden wir bestimmt nicht mehr erfahren. Meinst du? Na Quatsch. Meinst du, Sam ist noch zwei Folgen. Ja, das war ein Abschied von Sam. Ja, wir sehen Sam noch mal in einer Szene. Ja, soll man eine Wette machen? Ja. Okay. Ich sage, man sieht ihn noch in einer Szene, wo er in irgendeiner Weise, dass das doch erklärt wird, dass sie vielleicht ein Häuschen haben oder sowas. Oder in der Citadel sitzen. Okay, wir wetten um Essen. Ich sag, er wird nicht mehr gezeigt, kein Bild mehr von ihm. Um ein Mittagessen. Eine Pizza Mittagessen. Oder sowas, ja. Okay. Hand drauf. Gerne. Wow. Das Problem ist, ich bin mir halt überhaupt nicht sicher. Ne? Also ich auch nicht. Ich könnte einfach nur. Das ist so mein letzter Funken Hoffnung in der Serie. Ich weiß nicht, ob das so irgendwie so eine, also quasi so die letzten Szenen bei Game of Thrones so eine cheesy Montage wird, so Samuel ist, lebte noch viele Jahre mit Gilly. Ja, weißt du, zumindest mal vielleicht so noch eine Szene, in der er vielleicht ein Buch aufschlägt. Und das war ja immer meine Vermutung oder was ich persönlich irgendwie cool fände, dass er dann das Lied von Eis und Feuer schreibt. Das würde halt irgendwie. Keine Ahnung, ich finde es ein cooles Ende, aber da kann man auch wieder argumentieren. Egal. Wette gilt. John blickt noch einmal Ghost an und krault ihn nicht mal. Und Ghost fiebt sogar noch. Und in diesem Moment habe ich einfach John abgrundtief gehasst. Und dann reiten John und Davos gen Süden. Ist das nicht auch so, wie heißt das? Dieses beim Schreiben. Beat the Dog, wenn man einen Widersacher noch böser wirken lassen will, dann kick the Dog. Ja, kick the Dog. Ja, kicking the Dog. Das ist, wenn ein Bösewicht besonders böse wirken soll. Also einfach, wenn jemand unsympathisch wirken soll, wenn man jetzt. Also wenn man halt noch so eine Aktion, die er bringt, muss es ja nicht ein Hund treten sein, aber halt so im übertragenen Sinne. Es gibt Komödien, die nehmen tatsächlich den Bösewicht, der einen Hund wegtritt oder sowas. Oder es geht halt darum, ein Baby in Lolli wegzunehmen. Also einer hilflosen Kreatur, einer süßen Kreatur irgendwie was Böses anzutun, einfach weil man möchte. Und das tut John hier quasi. Geh mal da in den Norden, da wirst du schön verhungern. Leb mal mit den Wildlingen.
Na gut. Wir sind in der Meerenge. Danny begeht also denselben Fehler noch einmal und fährt mit einer Flotte Richtung Süden. Ja, wo haben die so viele Schiffe, habe ich mich auch gefragt. Ja, warum wird Bran nicht gefragt, was Cersei und Euron so besprechen? Und jetzt könnte man entgegnen, ja, Bran ist doch jetzt, als dreieugiger Rabe kann er doch nur Dinge sehen, dort, wo noch Wehrholzbäume stehen. Das hat auch Quatsch ist. Wusste ja zum Beispiel, dass Littlefinger der einst sagte, dass Chaos eine Leiter ist und so weiter. Das heißt, er weiß genau, was in Königsmund abgeht. Er weiß überall genau, was abgeht. Absolut. Und er könnte wirklich nur so einen Tag in die Vergangenheit zurückblicken oder sowas. Und eine Stunde. Endlich mal was tun in dieser gesamten Staffel, in dieser gesamten Serie. Er könnte sich auch so die ganze Zeit so einschalten, was passiert gerade bei Cersei. Ja. Was sind so ihre Pläne? Das ist eigentlich so die mächtigste Waffe in Winterfell. Aber nein, der ist einfach der Creep. In King's Landing, die mächtigste Waffe. Wie sieht es da eigentlich gerade aus, so strategisch? Ja. Ich meinte, er ist halt für die Leute in Winterfell, für das Lager, die mächtigste Waffe, die sie haben. Ich glaube auch, dass Bran nicht mehr richtig vorkommen wird. Ja, das kann nicht sein. Ja. Bei ihm könnte ich mir noch eher vorstellen, dass er nochmal gezeigt wird. Aber ich glaube nicht mehr, dass er irgendwas Handlungstragendes tun wird. Also es sind noch insgesamt 80 Minuten oder 160 Minuten Laufzeit. 150 oder sowas, ja. Ja, 2x80 Minuten. Achso, 2x80, okay, 160, ja. Mal abwarten. Missandei hält Grauer Wurms Hand und sie grinsen. Und ich dachte mir in diesem Moment, wie dämlich könnt ihr denn bitte sein? Wie dämlich! Dann gehen wir unter Deck und Varys und Tyrion sprechen miteinander über Johns wahre Herkunft. Und man fühlt sich ein bisschen zurückerinnert an die guten Zeiten von Game of Thrones, diese Gespräche zwischen Tyrion und Varys, als sie einem noch viel bedeutet haben. Und mittlerweile, und ich habe halt auch gespürt, wow, diese Folge hat mich bisher so genervt, dass nicht mal das mich so richtig aufmuntern kann. Ja, und hier auch der Grund, wenn du willst, dass deine Freunde ein Geheimnis erfahren, erzähle es deinen Freunden. Habe ich das richtig gesagt? Wenn du willst, dass deine Feinde ein Geheimnis erfahren, dann erzähle es deinen Freunden. Die Allianz im Norden bröckelt mehr und mehr. Und wir wissen genau, Varys Worte sind im Prinzip Hochverrat. Und Tyrion schlägt als Kompromiss, eigentlich als Alternativvorschlag, eine Hochzeit und eine gemeinsame Herrschaft vor. Und Varys sagt es offen raus. Das ist seine Tante! Das ist seine Tante! Endlich sagt's mal einer. Ja. Ich fand's auch witzig, Varys sagt ja, die Menschen fühlen sich zu Jon hingezogen, Wildlinge, Nordmänner, und das ist ein Kriegsheld, wo ich mir denke, hä? Daenerys hat viel Krasseres gemacht in der Hinsicht. Sie hat unbefleckte Dothraki, obwohl sie quasi eine Ausländerin ist, vereint und ist ja auch eine Kriegsheldin. Ja. Also ich halt in Essos, nicht in Westeros. In Westeros interessiert sich halt scheinbar niemand. Im Feld des Feuers, die hat da die Lannister-Armee und die Tarnisplatte. Sie hat Drachen! Er sagt außerdem, und das ist halt viel wichtiger, dass Daenerys nicht bereit ist, ihre Macht zu teilen, weil sie halt diesen Plan in ihren Kopf gesetzt hat und nicht von ihm abrücken möchte. Und Varys sagt auch ganz offen, dass er sich um ihre Geistesverfassung sorgt, was halt mehr und mehr dafür stehen könnte, dass Daenerys immer mehr zu ihrem Vater wird, zu ihren Königin, die Königsmund in Schutt und Asche legen möchte. Die so ist Königsmund verglasen möchte. Verglasen? Ja. So verglasen. Sag mir doch mal, wenn so Raumschiffe so Planeten bombardieren, dass die verglast werden. Echt? Mit so ultraheißem Plasma. Ach so. Dass das alles nur noch so eine Oberfläche ist, weil alles so zusammengeschmolzen ist. Sie möchte King's Landing verglasen. Dann lassen wir das so stehen. Wie heißt das? Ne? Ups, sorry. Nicht verschachern. Da gibt es doch auch diesen Begriff, wenn man so eine Stadt komplett den Erdboden gleich macht. Keine Ahnung. Gute Frage. Und dann Salz drüber streut. Verbrannte Erde. Nicht verbrannte Erde, ne. Mir fällt's bestimmt gleich nochmal ein. Hä? Aber was meinst du? Verbrannte Erde und Salz drauf und nichts mehr drauf wächst? Ja, aber es gibt so noch so ein. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Gehen wir zurück in die Meerenge, also aufs Wasser. Anker werden heruntergelassen und die Drachen fliegen in Richtung Drachenstein. Und in diesem Moment dachte ich mir, boah, handwerklich ist das immer noch Game of Thrones, so das CGI ist großartig. Die Musik von Ramin Djawadi ist ein Traum. Und dann passiert etwas, was auch wieder sinnbildlich für die gesamte Staffel steht. Schleifen. Eine Stadt schleifen. Und dann passiert wieder etwas, was sinnbildlich für die gesamte Staffel steht. Diese Musik, diese wunderschöne Musik von Ramin Djawadi setzt ein und die Drachen fliegen über den Himmel. Und auf einen Schlag, wirklich wie in so einem schlechten YouTube-Video, setzt die Musik aus und ein Pfeil fliegt in die Brust von Rhaegal. Ich mochte den Moment eigentlich von der Inszenierung her, also weil halt mal wieder was Unerwartetes passiert ist. Aber halt alles drumherum
wie das erklärt wird, ist halt. Nee, ich dachte mir halt in dem Moment auch, das ergibt doch keinen Sinn. Danny ist wie viele Meter in der Luft? Und da ist eine Flotte auf der anderen Seite mit was weiß ich wie vielen Schiffen. Und sie sieht diese Flotte nicht. Also für wie doof haltet ihr mich eigentlich? Das sind elf Schiffe. Das sind elf Schiffe. Ich habe tatsächlich, also pass auf, jeder Pfeil trifft Rhaegal und er ist dir nichts, mir nichts, tot. Mir nichts, dir nichts, tot. Dir nichts, mir nichts, stirbt er. Und Rhaegals Tod vom ersten Pfeil bis zum Absturz in der Meerenge dauert exakt 19 Sekunden. Und wenn man das mal mit dem emotionalen Tod von Viserion vergleicht, ist es wird einfach, Rhaegal stirbt, Danny guckt einmal wütend nach unten und vorbei. Mhm. Punkt. Nur im Vergleich so, zum Beispiel als Cerseis Kind Joffrey gestorben ist. Ja. Das war mal eine Inszenierung. Das hat richtig lang gedauert. Absolut. Zumal es halt auch noch helllichter Tag ist. Ne? Also wie kann man Euron nicht sehen? Es ist helllichter Tag. Das ist nicht nur ein Bötchen. Danny fliegt hoch. Sie segeln gerade Richtung Kronlande. Und sie fliegt keine Kurve außenrum, sie fliegt direkt auf ihn zu. Was passiert? Natürlich schießen alle Schiffe. Was ich aber sagen muss, ich finde das Design von den Skorpionen geil. Extrem das geil. Das ist super geil. Es ist ultra geil. Darüber will ich mich gar nicht beschweren. Das ist mega geil. Ja. Und aber sie fliegt so kamikaze-mäßig, du sagst es, sie fliegt kamikaze-mäßig auf Euron zu, geradeaus. Und nachdem Euron von viel weiter weg Rhaegal mit drei Pfeilen von dreimal getroffen hat, schießen jetzt, ich habe gezählt, 10 Pfeile auf sie und dann noch mal etwa 10, die hinterher geschossen werden und treffen nicht. Das ist wieder so Hollywood-mäßig, genau das, was wir in der dritten Folge kritisiert haben, dass es immer so knapp klappt. Ja, aber bei Drogon, da ist halt ein geborener Ausweicher. Der hat in der siebten Staffel ist er dem einen Speer ausgewichen. Hier in der dritten Folge auch. Und jetzt, der eine ziemlich gute Statistik. Ja. Aber rein nach mathematischer Wahrscheinlichkeit müsste es ihn jetzt bald mal treffen. Ja. Aber was ist wichtiger in Game of Thrones als Stochastik? Ja, die Mathematik ist die einzig wahre Sprache. Das stimmt. Ich sag mal so, was mir dann aber richtig gut gefallen hat, und ich fand, das war ein mega emotionaler Moment, weil Daenerys hat ja ihr mit Rhaegar quasi ihren Sohn verloren, ne? Und guckt halt in diesem Moment auch so richtig wie eine Mutter, die gerade ihr Kind verliert. Und sie will natürlich als Mutter den Mörder ihres Sohnes vernichten. Und ich finde es richtig herrlich, wie sie dann, nachdem sie abgedreht hat mit Drogon, auf die Flotte von Euron zufliegt und sie einfach vernichtet. Mhm. Und Euron tötet. Ja. Und die Flotte vernichtet. Und sie sitzt quasi auf einer Atombombe, die auch noch beweglich ist. Euron ist in der Serie halt einfach Imbar. Also komplett. Das war übrigens auch ein Scherz. Warum macht sie es nicht? Warum macht sie es nicht? Weil sie ihr letztes Kind noch retten will. Keine Ahnung. Ja, weil Eltern, die ihre Kinder verlieren, immer rational handeln. Sorry, aber es ist einfach, es ist so schlecht geschrieben. Es tut mir leid, es ist einfach so wahnsinnig schlecht geschrieben. Am Anfang habe ich auch gesagt, so, es tut mir so leid und es ist ja schön, wenn so viele Menschen der Folge eine 2 geben, aber ich kann es einfach nicht mit reinem Gewissen. Hast du zu der Folge geben? Willst du nicht wissen. Grauer Wurm sagt Missandei, dass sie ins Ruderboot steigen soll und Euron greift an. Ich dachte mir auch, wo wäre Cersei eigentlich ohne Euron? Das ist eine sehr gute Frage, weil er hat im Prinzip alles für sie gemacht. Sie hat die Goldene Kompanie angeheuert, die bisher noch nichts gemacht hat. Stattdessen meckert sie über fehlende Elefanten. Genau. Visuell, aber da hast du recht, ist das alles wieder mal saugeil, ohne Frage. Ja. Wobei ich mir aber gefragt habe, also Euron greift ja dann die Schiffe an von Daenerys. Und ich frage mich, kann so ein Skorpion wirklich so eine enorme kinetische Energie aufbringen, um ein Schiff komplett zu durchstoßen? Ja, wenn es doch ein Drachen killen kann. Also die Skorpione müssen ja richtig krass sein. Also da auch mal Respekt an Qyburn, ne? Es gibt ja auch Schiffe zum Beispiel, die konnten es gab ja bestimmte Kaliber von Kanonenkugeln, die würde ich jetzt behaupten, eine viel höhere kinetische Energie haben als so ein läppischer Skorpion. Okay. Und dass die
ja. teilweise so im Rumpf stecken geblieben sind oder irgendwie ja. nicht abgeprallt sind. Ja. Aber dann, also ich glaube, das sind die schlechtesten Schiffe überhaupt. Die sind wahrscheinlich aus so. Ja, ich meine, so das finde ich nicht so schlimm. Es ist halt immer noch Mittel, also es ist immer noch eine fiktionale Serie, die ja. Fantasy ist. Es ist halt, okay, ich kaufe das ab. Diese Ballisten, diese Skorpione sehen geil aus. Ja. Warum bauen die nicht das alle? Ich habe mir gedacht, so, boah, guck mal, bei der Schlacht von Winterfell hätten die 10 Stück davon gehabt, so auf Kopfhöhe ja. und dann mit so Ding vorne dran einfach so immer wieder reingeschossen in die. In ja. die Untoten. Kein Problem. Nein, weil es sinnvoller war, die Dothraki einfach vorauszuschicken. Mit den brennenden Arax. Ja. Tyrion macht dann das Nirvana-Cover, indem er ins Wasser springt und hat mich aber echt dran erinnert. Und ein Mast fällt ihm auf den Kopf. Anscheinend. Ich finde das halt, das ist total sinnlos. Das ist, da merkt man, okay, da wurde eine Werbepause eingebaut. Einfach, dass es über die Werbung hinweg spannend bleibt. Ist er jetzt tot oder nicht? Aber hier sieht man einfach in der nächsten Szene, oh, er lebt. Warum ertrinkt er nicht? Warum ertrinkt er nicht? Weil, also klar, natürlich, es ist alles so, es ist wieder einfach ausgelassen. Es ist einfach wieder ausgelassen. Er kriegt einen Mast auf den Kopf, also erstmal. Also, vielleicht kriegt er einen Mast auf den Kopf. Man weiß es, man sieht es ja nicht. Das, ja, keine Ahnung. Warum wird das gezeigt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Also ich mein, klar, warum wird es gezeigt, wenn es in der nächsten Szene gleich wieder aufgelöst wird? Diese ganze Seeschlacht wird halt auch einfach wieder übersprungen und da wird halt auch nicht erklärt. So, also es wird nicht gezeigt, wie Missandei gefangen genommen wird, damit es später überraschend ist, wenn man sie sieht. Es wird nicht gezeigt, warum Euron jetzt nicht einfach die 100 Meter weiter segelt und er wird ja eh nicht vom Drachen angegriffen. Und warum, zusätzlich, warum, die haben ja alle keine Waffen mehr. Die können ja nicht mit ja. Waffen. Die ja. sind alle wehrlos. Warum killt er nicht alle? Oder warum nimmt er nicht. Wieso gibt er sich mit Missandei zufrieden, wenn er auch Tyrion haben könnte? Varys und Grauer Wurm und. War noch irgendjemand Wichtiges da? Ich glaube nicht. Aber. Und dann wirkt es halt auch noch so lächerlich, wie Varys sich einen am Strand abhustet und wieder einmal alle wichtigen Figuren überleben. Und wenn es tatsächlich so jetzt sein soll, dass irgendwie der Mast auf Tyrions Kopf fällt, warum ertrinkt er nicht? Aber gut, das ist halt auch wieder so eine Sache. Grauer Wurm läuft dann über den Strand und schreit Missandei, Missandei und will anscheinend ein Eis. Missandei ist gekidnappt und ja. Was soll diese ja, ganze Szene? Das ist nämlich, weil es ist ihm plötzlich so heiß wieder da unten, weil der Winter da nicht richtig eingebrochen ist. Deshalb braucht er Missandei. Ja, und der Winter ist auch richtig schlimm. Die kommen gerade aus dem Wasser raus, ne, und husten und ne. Gut, wir sind in Königsmund. Wo ist der Winter, habe ich hier direkt als erstes stehen, aber das ist nochmal wieder ein anderes Thema. Cersei macht das, was Ding auch schon gemacht hat, Operation menschlicher Schutzschild. Ja. Sie nimmt die Menschen in den Roten Bergfried und ihr Plan ist eigentlich klar. Es ist auch so eine Frage der Propaganda. Die Menschen sollen nicht auf die Seite von Daenerys soll sich durch die Menschen hindurchschlachten. Aber ich finde, das ist halt auch wieder so ein Plan von Cersei. Der die hat es halt einfach drauf. Ja, die weiß halt, wie man intrigiert, wie man Leute benutzt, wie man Leute ausspielt. Ja. Und Cersei sagt etwas zu Euron, was krass ist. Sie spricht quasi über das Kind der beiden. Genau. Und Qyburn nickt Euron auch noch zu. Also denkt, so, als ob Euron das Cersei nicht glaubt. Ja. Und Euron, also Qyburn ist, Cersei hat ihren Gynäkologen zur Hand gemacht. Euron denkt jetzt also, dass er Vater wird und Cersei mit seinem Kind schwanger ist. Cersei hat aber auch Trauer in den Augen. Und ich möchte mich jetzt gar nicht auslassen über die Schwangerschaft von Cersei, weil das, man weiß es einfach nicht. Es gibt auch keine Indizien, man hat keine Ahnung. Also da gibt es auch wieder Menschen, die sagen, oh, sie war nie schwanger. Doch, sie war schwanger, aber dadurch, dass sie wieder Wein trinkt, ist sie vielleicht ihre Schwangerschaft wieder. Das meine Geschichte. Ich aber, dass man es halt nie so genau weiß. Das weiß man nicht. Aber deswegen, ich will jetzt hier keine großen Theorien spinnen. Man weiß es einfach noch nicht und es wird wahrscheinlich auch noch hoffentlich, also es ist ganz sicher thematisiert. Aber irgendwie, ich hätte so das Gefühl, dass sie Euron zumindest so ein bisschen ins Herz geschlossen hat. Ja. Gut, jetzt könnte man sich auch fragen, so mal abgesehen davon, dass man Bran nicht nutzt, um da irgendwie was zu erfahren, ne? Warum schickt man, nachdem man jetzt weiß, was Arya drauf hat, nicht einfach Arya als Meuchelmörderin nach Königsmund? Hey Arya, kill also, mal Euron. Macht sie jetzt ja sowieso. Das wird halt mit allem anderen verbunden. Ja, aber so, warum redet sie nicht vielleicht mal mit Sansa oder so und sagt, ja, hey, ich will Cersei eh killen. Komm, ich übernehme das für euch. Ja, guck mal, geht wir können jetzt. Wir können jetzt Jaime töten, dann nehme ich sein Gesicht mit und dann können wir es mal versuchen. Ja. Jaime kommt bestimmt nah ran an Cersei, deshalb. Ja. So, Sansa, hey, du hast schon recht, die Leute sollen sich erholen. Danny, du willst sicherlich nicht noch einen Drachen verlieren, das sind schließlich deine Kinder. John, komm, chill mal. Ich gehe nach Königsmund und erledige das schon mal für uns. Ja, nee. Wird nicht gemacht.
Es ist halt so. Ja. Wir sind in Drachenstein mal wieder an einem Ort, den wir ein bisschen vermisst haben, die bemalte Tafel. Also einst wie Aegon Targaryen, der da stand und seinen Überfall, also als er seine Schlachten plante, um Westeros zu erobern, so steht jetzt auch sie da, um dasselbe zu tun. Aus dem grauen Wurm wurde jetzt auch ein ihrer Wurm. Ja. Er will einfach Rache, er will alle vernichten. Absolut. Varys sagt ihr klipp und klar, dass er sie vor einem Fehler warnt. Und sie guckt in diesem Moment auch schon völlig irre. Und so wie du. Wieder stehen da übrigens ganz viele Feuer und Kerzen und ein Kamin. Hast du und nicht gezählt? Ich habe sie nicht gezählt. Warum dieses Mal nicht? Ja. Aber es ist auch klar, sie reagieren jetzt noch emotionaler, weil Cersei jetzt Miss Sunday hat. Genau. Vor Sonntag. Und Varys weiß auch, dass Cersei die Menschen in den Roten Bergfried reinlässt. Ja. Das heißt ja, dass er irgendwie vielleicht noch so ein Spionnetzwerk hat, ja, die ihm aber wahrscheinlich auch nie mitgeteilt haben, oh, da ist gerade mit 11 Schiffen losgereist. In Königsmund werden plötzlich so viele Skorpione gebaut. Ja. Und Euron ist gerade los. Ja. Aber eins ist halt auch klar, Danny argumentiert mit ihrem Schicksal und je mehr die Macht und der Aussicht auf Erfolg ihr entgleitet, desto irrer wird sie und desto rabiater handelt sie und desto mehr greift sie nach den letzten Strohhelmen, um Königin zu werden. Sie sagt, dass es ihre Bestimmung ist, die Menschen vor Tyrannen zu schützen. Und wird selber immer mehr zum Tyrannen. Genau. Tyrion sagt, dass Jon und die Armeen 2 Wochen brauchen, um Königsmund zu erreichen. Da habe ich mich gefragt, wieso sind sie dann so eilig nach Drachenstein gereist? Und warum ist der Winter nicht einmal bis Drachenstein vorgedrungen? Aber müssten die jetzt nicht auf Drachenstein? Ist nicht die komplette Flotte eigentlich kaputt? Wie sind die dann nachher nach King's Landing gekommen? Und was ist mit den Vorräten, die auf den Schiffen waren? Müssen die nicht jetzt alle verhungern, verdursten? Auch das. Einfach. Daran habe ich noch nicht mal gedacht. Aber ja, du hast das recht. Ist mir jetzt aber auch so spontan erst eingefallen. So, die müssen ja da erst auch wieder hinkommen. Aber wie? Stehen da noch irgendwelche Fischerboote rum oder so? Vielleicht hat Daenerys alle Person für Person nach Drachenstein geflogen. Sie hat alle Leichen aus dem Meer gefischt und hat daraus ein Floß gebaut. Gab es vielleicht Boote, Schiffe in Drachenstein, die da irgendwo? Ja, vielleicht. Ja, ist halt bitte nicht thematisiert. Ist anscheinend zu unwichtig. Aber das ist halt auch wieder, also das ist ja auch wieder sinnbildlich für alles, was in dieser Folge passiert, einfach so viel Elementares, was sonst, wenn man so erzählen würde wie noch in Staffel 2 oder Staffel 3, dann hätte diese Folge eigentlich irgendwie 4-5 Folgen Zeit gebraucht, um zu atmen. Yes. Tyrion will anscheinend wieder mit Cersei verhandeln, um ein Massaker zu verhindern. Und ich dachte mir, für den klügsten Mann der Welt, der schon oft auf seine Schwester hereingefallen ist und das auch in dieser Staffel thematisiert wird, ist er atemberaubend dämlich. Mal, dass er wirklich auf die Idee kommt, dass man mit Cersei noch immer verhandeln kann. Mhm. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, aber Daenerys hat auch recht. Sie sagt, sie will die Verhandlung, damit die Menschen wissen, dass Cersei die Schuldige ist. Mhm. Und geschrieben, Varys findet Dany eher ungeil. Ja, und Dany weiß wahrscheinlich bereits da, dass sie mit dieser Entscheidung Miss Andrei opfern wird. Vielleicht. Miss Andrea. Drachensteins Thronsaal. Varys und Tyrion sprechen wieder miteinander und Varys nennt sie quasi selbst eine Tyrannin und deutet ihren Tod an. Ja, ich frage mich halt auch bei Varys so. Ja. Was stört dich an Varys? Nee, also keine Ahnung. Warum ist das jetzt plötzlich alles ein Problem für ihn? Er konnte es ja irgendwie absehen. Also, ja, es kommt auch wieder so aus dem Nichts, ne? Ja, also ich meine, weißt du, der hat den ihren König unterstützt, er hat Robert Baratheon unterstützt. Ja. Aber jetzt kommt Danny, so ein, zwei Sachen macht sie nicht so toll, die er so geil findet. So, nee, komm, jetzt will ich lieber zu Jon gehen. Ja. Ja. Ja, seit wann intrigiert Varys so hart? Das kann man sich durchaus fragen. Trotzdem, man hat die Dialoge zwischen Tyrion und Varys vermisst. Deswegen ist für mich eigentlich jeder Dialog zwischen den beiden immer ein Sieg, so ein Teilsieg. Varys spricht über die Vorzüge von Jon. Und einer davon ist tatsächlich auch seine Männlichkeit. Varys sagt, dass Jon den wahren Thronanspruch hat. Und Tyrion spricht wieder über eine gemeinsame Herrschaft, über das Lied von Eis und Feuer, wenn man denn so will. Ich find's auch witzig. Er sagt, er will ja Jon unterstützen. Und er bezeichnet seine Arbeit für Danny als Fehler. Ja. Aber die Frage ist halt, was hat er in der letzten Staffel überhaupt geleistet? Was hat er gemacht für sie? Ja. Also er hat ja nichts beigetragen. Ja. Er war einfach immer nur da und hat irgendeinen Quark erzählt. Ja. Also er hat ja nicht mal mehr irgendwie ein Spionagenetzwerk oder so, dass irgendwas
Also ich meine, er ist eine komplett überflüssige Figur geworden irgendwie. Ja, allerdings. Früher war er echt wichtig, weil er halt dieses Spionagenetzwerk hatte und so diesen großen Plan hatte mit Illyrio Mopatis. Ja. Aber inzwischen ist er irgendwie in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Das ist absolut wahr. Jonas, wer hat in der zweiten Folge der achten Staffel das Drehbuch geschrieben? Hast du das im Kopf? War das D&D oder war das Brian Cogman? Ich glaube, das war D&D. Sicher? Ja. Ich schaue mal ganz kurz nach. Weil ich hatte, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, jetzt hast du mich unsicher gemacht. Ich habe mich gerade irgendwie nämlich gefragt, es war Brian Cogman. Ah, okay. Das war Brian Cogman. Weil ich finde, es ist irgendwie, Folge 3 und Folge 4 haben ja nur D&D geschrieben, also David Benioff und D.B. Weiss, die Showrunner, und die ersten beiden Folgen hat Brian Cogman geschrieben. Vielleicht ist das der Grund. Wer weiß? Du meinst, David Benioff und D.B. Weiss können einfach keine Drehbücher aus dem Nichts schreiben. Ohne Buchhintergrund. Ich will das nicht sagen, ich will das nicht klipp und klar sagen, aber ich finde, es wirkt so. Ist es nicht auch so, dass die letzte Folge von beiden sogar inszeniert wird als Regie? Ja, ich weiß es nicht genau. Varys weist Tyrion dann darauf hin, dass er recht viel trinkt. Da wieder halt meine Frage, warum sprechen sie die ganze Folge so viel über Wein? Tyrion bleibt dabei, dass er an Daenerys glaubt. Varys sagt, dass er immer nur für das Reich kämpft und Tyrion spricht von Millionen Menschen, die in den sieben Königslanden leben. Übrigens, ich habe mich auch nochmal gefragt, diese Zahl wird übrigens auf etwa 40 Millionen geschätzt, die in Westeros leben sollen. Wo hast du die Zahl? Internet. Wie viele Menschen leben? Kann man googeln, also, variiert so zwischen 20 und 40 Millionen wird geschätzt. Ja, man nimmt halt so einzelne Städte und guckt, wie groß die sind und dann. Königsmund soll eine Million haben oder sowas. Ne? Irgendwie sowas, genau. Dann gibt es ja noch Alsace. Ich habe eine Fan-Theorie. Königsmund fällt ja auch mit einem Kö an, so wie Köln. Deshalb ist Köln Königsmund. Okay. Varys offenbart, dass er für jeden einzelnen Menschen in Westeros kämpft. Also halt bisher hat er noch nicht so wirklich für jeden einzelnen Menschen in Westeros gekämpft. Aber wir haben ja auch in der siebten Staffel gehört, dass Danny ihm ja quasi mit dem Tod droht, sollte er sie verraten. Ja. Das könnte also dann gut sein, dass Daenerys ihn in irgendeiner Weise töten wird. Hinrichten lässt, ja. Oder Tyrion fragt ja, was mit Daenerys geschehen soll. Und Varys verzieht keine Miene, mit anderen Worten. Es ist schon, also er könnte jetzt schon dafür hingerichtet werden, was er da tut. Das ist ja schon Hochverrat bereits, dass er über Dannys Tod spricht, dass sie vielleicht vergiftet werden könnte oder. So wie es ja schon mal der Plan war. Genau. Ja, und dann geht Varys ab, denn Tyrion sagt, dass er immer noch an die Königin glaubt und Tyrion ist alleine im Thronsaal, ein Sinnbild dessen, wo er gerade in seinem Leben steht. Und wir sind wieder im Innenhof von Winterfell. Jaime sieht Sansa und Brienne und geht zu ihnen. Brienne teilt ihm von der Niederlage mit. Und Sansa spricht offen aus, dass Cersei den Krieg gewinnen könnte. Und da schließt wahrscheinlich Jaime den Plan, nach Königsmund zu gehen. Und das ist auch eine Sache, also wir kommen jetzt dazu. Wir sind in Briennes Schlafgemach und ich dachte mir im ersten Moment, als Jaime da sitzt und grübelt am Tisch, dachte ich mir, denkt ihr gerade darüber nach, seine gesamte hervorragende Figurenentwicklung mit einer dummen Entscheidung zu zerstören? Meiner Meinung nach tut er das aber nicht. Ich finde, da kann man zu Recht ein paar Dinge einfach in seine Worte hineininterpretieren, denn ich glaube nicht, dass er jetzt nach Königsmund geht, weil er seiner Cersei-Sucht erliegt, sondern weil er vielleicht Cersei töten möchte, weil er sich verantwortlich fühlt für das, was Cersei alles gemacht hat. Dachte ich, und dann habe ich das Behind the Scenes gesehen. Und da sagt David Benioff, dass er wieder seiner Liebe zu Cersei erliegt. Ja. Und ich dachte mir, what the fuck? Ist das wirklich wahr? Ich will da noch kein Urteil bilden, weil es gibt noch zwei Folgen. Ich hoffe das Beste. Aber er sagt ja auch, dass Cersei eine hasserfüllte Frau ist und dass er sie liebt. Das war ja auch das, was er zu ihr gesagt hat. Warum lassen mich die Götter eine hasserfüllte Frau lieben? Vor Joffreys Leiche war genau. Das, ja. Also, das wäre halt irgendwie, das wäre ziemlich traurig. Also, ich glaube, die bessere Variante wäre halt, dass er sie umbringt oder dass er versucht, ihr irgendwie noch so ein bisschen Raison beizubringen, ein bisschen Vernunft einzureden, weil es ist ja niemand mehr da für Cersei, der in irgendeiner Weise so einen moralischen Kompass hat. Weil absolut. Euron ist geisteskrank, Qyburn, keine Ahnung, was mit dem falsch ist. Und Cersei an sich ist ja auch total Banane. Ich fände das aber eigentlich ganz schön, wenn Jaime denkt, dass er durch seine Vergangenheit irgendwie das Glück mit Brienne nicht verdient hat und erst seine Fehler wieder ausbügeln muss und deswegen jetzt nach Königsmund reist, um Cersei zu töten oder sowas und dann erst das friedliche Leben mit Brienne vorziehen kann oder sowas. Das fände ich schön, das würde passen und das würde zu seiner Figurenentwicklung und so passen. Hoffentlich ist das so. Und so habe ich die Szene eigentlich auch immer verstanden. Wie gesagt, bis zu diesem Moment, wo ich David Benioffs Worte gehört habe. Und deswegen sage ich jetzt einfach,
Abwarten. Bevor ich da mein Urteil bilde, abwarten. Brienne, die nachts da draußen im Morgenmantel steht. Heult wie ein Schlosshund. Heult wie ein Schlosshund. Aber das fand ich auch, das fand ich nicht out of character. Ich fand das passend. Weil mittlerweile ist sie wirklich zu einem komplett neuen Menschen geworden. Das fand ich sogar sehr schön. Und dann sehen wir endlich, wir haben 8 Jahre lang drauf gewartet, die Belagerung von Königsmund. Habe ich nicht vor kurzem noch erzählt, ist es so witzig, wenn in Filmen so riesige Armeen gegenüberstehen und wenn die kein Budget haben, sind es einfach so 100 gegen 200. Ja. Und das ist ein sehr trauriger Anblick. Das sieht hier so ein bisschen aus wie Ritter der Kokosnuss, finde ich. Das stimmt. Das sieht so ein bisschen aus, als ob die Leute im VFX-Department vergessen haben, die restlichen Leute einzukopieren. Ja, genau. Ja, aber ist ja klar, Daenerys hat ja nur einen kleinen Teil mitgenommen. Ja. Aber ist halt die Frage, warum wartet sie nicht noch die 2 Wochen? Das ist halt die Sache. Okay, gut, ich verstehe schon, was da passiert. Ich bin nicht blöd. Es ist klar, die wollen erstmal miteinander verhandeln und diese Kriegsdebatten, dieses erstmal miteinander sprechen und so weiter. Aber es ist so out of character, so unpassend, dass Cersei nicht diese Situation nutzt, um einfach alle über den Haufen zu schießen. Mhm. Das kann mir niemand erzählen. Das ist Plattarmer. Man verhandelt ja auch auf Augenhöhe. Und das ist ja das ist ein anderes Verhältnis. Also klar, sie hat einen Drachen noch im Hintergrund. Ja. Aber da stehen 6 Skorpione oder so. Ja. Oder 7 oder 8. Ja. Schießt mit den Skorpionen auf den Drachen, schickt die goldene Kompanie raus und fertig ist die Sache. Aber wir sehen Dany, Tyrion, Grauer Wurm und Varys vor einer kleinen Armee. Ich habe geschrieben, warum schießen sie nicht einfach auf Dany und beenden so den Krieg? Ja! Wir sehen diese kleine Armee und auf der anderen Seite stehen Cersei, Euron, Robert Kraft und Sag nicht Armee, sag, das sind Trüppchen. Trüppchen. Da habe ich mir nicht mal die Mühe gemacht, die zu zählen. Das war mir zu wenig. Das ist zu wenig Herausforderung, so wenig zu zählen. Aber wer sind diese Wachmänner? Weil die goldenen Röcke gibt es ja eigentlich nicht mehr. Die Goldröcke. Und die goldene Kompanie ist es ja auch nicht. Die sehen ja anders aus. Was sind das? Du meinst die Bogenschützen? Ja. Die sahen für mich aus wie Tarlys. Meinst du? Ja, also die sahen so ein bisschen aus wie Tarlys. Ja. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber die hatten auf jeden Fall. Ich habe mir noch mal die andere Schlacht angeschaut. Feld des Feuers 2.0. Ja. Und die sehen schon sehr ähnlich aus. Auch mit der Mütze. Also das sind ja wahrscheinlich auch noch ein paar in Königsmund angekommen, die dann für Cersei kämpfen. Ja. Und Cersei ist ja nicht dumm, die wird wahrscheinlich halt auch die besten Bogenschützen dahinstellen, wenn dann eine Daenerys anrückt. Ja. Was war das Wappen des Horst Tully? Ein Jägersmann. Das ist ein Bogenschütze. Ja. Passt das ja auch sogar noch herrlich. Wie gesagt, ich lasse die Frage offen, warum Cersei sie jetzt nicht einfach tötet. Stattdessen kommt Qyburn heraus und Tyrion schreitet ihm entgegen. Und ich dachte erst tatsächlich so für einen kurzen Moment, werden jetzt die Hände ausgetauscht? So der eine über an die andere bewegen? Macht man das so? Was ist das? Nee, aber die beiden reden miteinander. Tyrion sagt, dass Dany die Kapitulation von Cersei fordert. Und Cersei fordert natürlich das genaue Gegenteil. Und Tyrion sagt, wir haben hier die Gelegenheit, ein Blutbad zu verhindern. Helft mir, ich will die Stadt nicht brennen sehen. Ich will nicht die Schreie der Kinder hören. Und Qyburn sagt, nein, das klingt unerfreulich, in der Tat. Und was er damit sagt, ist natürlich, er weiß, wie das klingt, wenn Kinder schreien. Da ist nämlich die deutsche Übersetzung totaler Murks geworden. Ja. Nämlich im Englischen sagt er, no, it is not a pleasant sound. Genau. Was er direkt darauf hindeutet, dass Qyburn weiß, wie es klingt, wenn Kinder verbrennen. Ganz genau. In der deutschen Version klingt es eher so, das wäre unerfreulich, wenn das passiert. Genau, genau. Das ist super schlecht übersetzt. Das ist schon wahr. Das ist schon wahr. Also so, als wäre nicht genau klar gewesen, was er damit meint. Nein, es ist natürlich gemeint, dass Qyburn weiß, er ist aus der Zitadelle verbannt worden, weil er Experimente an Menschen ausgeführt hat. Es ist jetzt nicht wichtig für die Handlung oder so, aber es zeigt halt einfach noch mal, was für ein Motherfucker eigentlich Qyburn ist und was für ein skrupelloser Typ er ist. Und das ist ein skrupelloser Motherfucker. Und so wie Cersei eigentlich auch sehr auf Euron setzt, sollte sie auch super froh sein, Qyburn zu haben. Denn Qyburn, was hat der alles gemacht? Er half Dany mit dem Seefeuer. Er hat ihr den Hinweis mit dem Seefeuer gegeben. Cersei. Eigentlich Tyrion. Ja, aber Cersei. Er sagt Cersei. Er hat Cersei das mit dem Seefeuer gesagt. Um die Septe von Baelor in die Luft zu sprengen. Er machte den Berg zum Zombie-Berg und zu Robert Kraft. Und er entwarf den Skorpion. Also er hat auch schon eine Menge geleistet. Ja. Und Qyburn sagt, dass er nur ein Sprachrohr von Cersei ist und sie die Königin. Und Qyburn weist dann Tyrion auch noch darauf hin, dass sie keine Chance haben. Und Tyrion sagt, bla bla bla. Er tritt dann vor Cersei. Und er steht wieder da und vertraut darauf, dass sie ihn, wie am Ende von Staffel 7, nicht tötet. Ja. Und warum tötet sie ihn nicht?
das. Also einmal war das noch glaubwürdig, so von wegen, beim ersten Mal war es ja auch so, sie will wissen, was er zu sagen hat, genau. Und so. Das ist ja glaubwürdig, aber ein zweites Mal, so quasi nochmal dasselbe erzählen. Also, ich habe mir das so erklärt, dass sie ihn in dem Moment nicht tötet, dass sie ihn auf jeden Fall extrem leiden lassen will. Ja. Für das, was er ihr angetan hat. Ich dachte auch tatsächlich in diesem Moment, dass Tyrion, dass sie sich anhören wird, was er zu sagen hat und dass das der Moment ist, in dem Tyrion stirbt. Und ich dachte mir, ich habe mich sogar so ein bisschen drauf gefreut, das falsche Wort, mich emotional versucht darauf einzustellen, dass Tyrion stirbt. Mhm. Aber ich muss aber auch sagen, bei der Szene dann ja. Wieder mal echt ein Kompliment an Lena Headey, die wirklich mit allein mit ihrer Mimik und mit so viel rüber übertragen kann. Definitiv. Also die halt wirklich auch kurz so mit sich kämpft irgendwie, aber man merkt halt, Tyrion versucht mit ihr zu reden und sie hasst ihren kleinen Bruder aufs Äußerste. Sie kann einfach nicht tun, was er verlangt. Ja. Das ist also alles, wogegen sie ist. Ja. Tyrion sagt, Cersei sei kein Monstrum. Das wisse er, weil Cersei ihre Kinder geliebt hat. Denn wenn man Kinder hat, dann kann man anscheinend kein Monstrum sein. Ist anscheinend so. Wenn man irgendwie drei Kinder hat, die man liebt, aber dann Tausende von Menschen quält und tötet und so weiter, dann ist man kein Monstrum. Nee. Gut zu wissen. Ich meine, man hat ja Nachschub gemacht quasi. Gut zu wissen. Tyrion spricht sie dann auf ihr Ungeborenes an. Genau. Man hört auch im Hintergrund Reigns of Castamere. Ist auch noch wichtig. Ah, okay. Ja. Und Tyrion sagt, deshalb muss doch dein Baby nicht sterben. Und ich finde es witzig, dass in dieser Folge, in der im Deutschen der Mann, der das Wort Replik sagt, auch das Wort Baby benutzt. Das ist irgendwie egal. Ich dachte mir, warum zeigt man in diesem Moment nicht, wie Euron drauf reagiert? Mhm. Ich meine, er müsste doch irgendwie, das müsste ihm doch ein bisschen nachdenken lassen. Woher weiß. Ja, vor allem, er fällt ja auch einem immer ins Wort, auch bei so Verhandlungen. Ja. Dem ist ja scheißegal, was die anderen sagen. Er wird kein einziges Mal eingeblendet, selbst als Tyrion über das Baby spricht. So, als hätte man diese Szene einfach nicht komplett durchdacht. Mhm. Warum sagt überhaupt niemand in diesem Moment so, what the fuck? Warum sagt niemand, oh. Was? Also wir sehen tatsächlich, wie Jaime auf die Information reagiert, dass Gendry Roberts Sohn ist. Aber wir sehen nicht, wie die Leute darauf reagieren, dass Tyrion gerade sagt, dass die amtierende Königin der Sieben Königslande schwanger ist. Mhm. Ich habe heute noch gehört, dass Prinz Harry und Meghan Markle einen Sohn bekommen haben und der gesund ist. Und man erfährt sogar, wie groß er ist und wie schwer er ist und so weiter. Und Tyrion offenbart gerade, dass die Königin der Sieben Königslande schwanger ist mit einem Baby und niemand wundert sich darüber. Mhm. Und selbst Euron sollte doch in diesem Moment sagen, hä, Moment mal, versuchst du mir gerade ein Baby unterzujubeln oder sowas? Oder irgendwie sagen, hä, woher weiß der das denn? Oder irgendwas muss er doch sagen. Nein, es wird nicht mal ein Reaction-Shot von ihm gezeigt. Mhm. Unfassbar, finde ich. Gut. Ich glaube, ich bin durch. Ich habe einfach. So. Also, sie hält stattdessen halt Miss Saturday fest und sagt ihr, dass sie ihre letzten Worte loswerden soll. Und Mrs. Sandwurm sagt nur Dracarys und weist Danny damit an, dass sie die ganze Stadt in Schutt und Asche. Und weißt du, was ich mir in dem Moment gedacht habe? Was? Miss Sandai ist ja eh schon tot, die weiß es. Ja, ja, klar. Warum nimmt ihr nicht ihre Dings, ja. Macht den über den Kopf von Cersei und stürzt sich mit ihr runter und beendet absolut, die ganze Scheiße? Ja, ja, warum macht sie das nicht? Und noch, ich gehe noch eine andere Frage weiter. Wenn sie schon nicht von Robert Kraft oder sowas geköpft werden will, warum stürzt sie sich nicht einfach selber runter? Alles Fragen, die man sich stellen kann. Schön fand ich allerdings, dass sie Dracarys sagt. Das waren nämlich auch die Worte, mit denen sie quasi befreit wurde von Daenerys. Also dieses Dracarys hat auch für sie eine ganz besondere Bedeutung. Und ich fand es halt auch schön, dass sie als Nati. Sie sagt, war quasi auch wieder in Fesseln. Genau, ja. Sie stirbt halt auch in Ketten, was halt so das Traurigste eigentlich an der ganzen Sache ist. Und sie als Nati, als friedliebende Nati, als das friedlichste Volk auf der gesamten Welt, sagt Dracarys, zerstöre die Stadt. Auch ziemlich krass. Ja, ich fand es halt auch krass, dass Cersei einfach ihr so einen schnellen Tod gegönnt hat. Ja. Ich meine, sie will ja eigentlich Daenerys richtig brechen. Wehtun damit. Ja. Weil sie auch weiß, dass er Missandei eine gute Freundin von ihr ist. Warum quält sie sich dann nicht oder keine Ahnung? Ja. Sticht ihr die Augen aus? Keine Ahnung. Kann man alles Mögliche sich überlegen. Absolut. Fällt sie. Und der Zombieberg köpft Frau Andrea. Und damit ist meiner Meinung nach eine weitere unnütze Figur gestorben. Die eigentlich nur dafür da ist, klar, ich verstehe schon, Daenerys soll irre werden. Aber das fühlt sich halt so sehr hineingepresst in diese eine Folge an. Grauer Wurm kann sich das nicht mit ansehen.
Tyrion hingegen blickt zu Daenerys und weiß, dass die Scheiße jetzt kochen wird. Ein gigantischer Krieg steht bevor. Warten wir auf Folge 5 ab. Also ich hoffe tatsächlich, dass Folge 5 jetzt mit einer gigantischen Schlacht noch mal so richtig reinballern wird. So wie Jaime in Brienne reingeballert hat. Und hoffen wir, dass das Ganze noch irgendwie die Kurve kriegt. Weil ich war von dieser Folge wirklich nicht begeistert. Ja, ich anfangs schon. Die erste Hälfte fand ich gut. Zweite Hälfte waren zu viele Fehler und Dämlichkeiten und offene Fragen und warum haben das denn die so gemacht und ja. Aber wenn man unseren Abstimmungen und so weiter glaubt, waren die meisten Zuschauer anscheinend ganz zufrieden mit der Folge. Was mich ehrlich gesagt aber wundert. Gut, wie jeder möchte, jeder hat das völlige Anrecht auf seine Meinung, aber ihr habt jetzt hoffentlich verstanden, warum ich persönlich mit dieser Folge sehr, sehr wenig nur anfangen konnte. Also ich mochte sie tatsächlich eher nicht. Punkt. Was machen wir jetzt immer so am Schluss? Ich bin ein bisschen leer. Ja, ich bin auch ziemlich leer. Ja. Ich glaube, wir sind auch fast schon bei 3 Stunden wieder. Wir sind bei 3 Stunden. Oh Gott, ich habe richtig Angst vor der letzten Folgenbesprechung. Das wird brutal. Machst du. Dass ihr euch das anguckt, ist wirklich unfassbar. Ja, wer jetzt noch dran ist, schreibt mal Dracarys in die Kommentare. Das ist keine Ahnung. Schreibt nicht Dracarys, schreibt irgendwas Witzigeres, was so richtig weird wirkt, was niemand versteht. Schnitzelburger. Wieso Schnitzel? Ich weiß es nicht. Ich hab Hunger auf einen Schnitzelburger. Schreibt Bananarama. Bananarama in die Kommentare, wenn er jetzt hier noch zuhört. Und auf YouTube zuguckt. Falls er auf Spotify oder sowas zuhört, dann geht das natürlich nicht. Wenn er auf Spotify zuhört, dann schlagt euch einmal ins Gesicht. Aber wir machen ja noch mehr Videos als die Folgenbesprechung. Ihr solltet auf jeden Fall Cinema Strikes Back abonnieren, wenn ihr diese Videos nicht verpassen wollt. Denn wir werden auch uns noch was überlegen, wie wir nach dem Finale weitermachen. Denn wir wollen... Wie wir das überhaupt noch können. Wie wir das überhaupt noch körperlich können. Deswegen abonniert Cinema Strikes Back und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr keine Videos mehr und seid auch direkt immer die Ersten, die Folgenbesprechung mitbekommen und angucken können. Checkt auf jeden Fall unsere Specials aus. Wir haben zum Beispiel ein Special gemacht über Jon Snow und über den Stammbaum von Jon Snow, wo wir das einmal erklärt haben. Klickt dafür einmal hier und hier verlinken wir euch ein anderes Video von Kollegen von Funk. Wie wär's mit dem Kanal? XY, keine Ahnung. Wir überlegen uns was. Und bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche, Mittwoch, 17 Uhr, hier auf CSB. Vala Mogulis. Vala du Heris.